Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mitten auf der Autobahn eingepennt bin. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich daran nicht erinnern. Was ist das für eine Minimap? Geil, Alter. Ah, geil. Bei MD, ja. Das ist geil, Digga. Jetzt kannst du sagen, ich bin bei 7096 oder bei 7111 oder so. Das ist geil. Alhamdulillah, sowas hat gefehlt, Digga. Sowas ist geil. Sowas ist geil. Sowas ist geil. Was ist noch neu? Nein, die Map sieht nicht scheiße aus. Die Map ist geil, weil das davor war scheiße. Das davor war unnötig, diese 3D-Map. Das ist wichtiger. Wenn man jetzt einen einpackt, dann sagst du einfach, Bro, ich bin hier bei 7063, komm dahin. Dann wissen die direkt, okay, ich muss hier hinkommen beim Telefonat, weil kein Bock auf Standort schicken. Genau, Digga, wie bei Dirty damals. Soll ich dich irgendwo mitnehmen? Nee, alles gut, alles gut. Alles klar. Das sind doch schon unsere Tschetschenen. Kann ich keinen Stein schmeißen auf die? Dann, da ist doch mein Cousin. Cousin, was geht, Cousin? Cousin, was ist los mit dir? Willst du gleich deine Nase brechen oder was? Lan? Ey, schau mal, die Tschetschenen, die beobachten uns die ganze Zeit. Naja, sollen die beobachten, sollen die beobachten. Man merkt schon, wie die... Ey, Bruder, du machst jetzt mal ganz schnell deine Hände hoch, ja? Hast du mich verstanden? Hände hoch, Waffe fallen lassen... Ey, ey, Jungs, wir sind hier vorm MD. Wir sind hier vorm MD. Handy und Funkgerät fallen lassen. Wir sind hier vor dem MD, Jungs. Das hier gehört das alles hier, Jack. Wenn er das mitbekommt, er fickt euch alle. Aber macht, was ihr wollt. Ich komm mit. Na los, was los, du Rucksack-Rapper? Was los? Sag doch. Ich hab dir gesagt, was du machen sollst. Ach so, alles fallen lassen. Yalla. 80.000 Sachen, alles. Alles fallen lassen. Bruder. Okay, und jetzt steigst du. Jetzt steigst du in den roten Audi ein vor uns. Einsteigen, Bruder. Einsteigen, Bruder. Was ist mit dir los, Mädchen? Du musst nicht dein Handy hochheben. Alles gut. Ey, seid mal so lieb und bringt mal meinen Cousin in Mediziner. Nimm den mit. Nein, nein, der geht nicht zu dem Mediziner. Egal, Bruder. Ist doch alles gut. Wir machen das RP mit. Ist doch gut. Alles gut, Jungs. Chillt. Wir müssen auch mitmachen. Wir können nicht immer gewinnen. Mustafa. Bro, Ömer Hoca hat eben Haram Haribo neben mir gegessen. Aib. Aib. Gib ihm den Anweisung. Ja, dann gib ihm den Anweisung. Wenn der verfolgt euch, knallt den ab. Ja, genau. Ich weiß, wer das ist. Cousin Sus Moruk, rede nicht. Ja, Bruder, auch wenn's MD ist doch scheißegal, Digga. Wir machen mit, alles gut. Vielleicht knallen die nicht ab. Wir schauen doch mal, was für Support, Digga. Okay, wir bleiben bei Stadion stehen. Wir bleiben alles bei gut. Stadion stehen. Lass die doch mal auch Stadion ihr Ding machen. Marktplatz. Bruder, im Endeffekt, wir wissen, Mokros, das war der größte Fehler, Bro. Das war der größte Fehler, Bro. Das war der größte Fehler. Das war der größte Fehler. Woher wissen die, dass du Farut bist, hä? Ist doch egal, Bruder. Es ist nie ein perfekter RP-Spieler vom Himmel gefallen, Digga. Ist doch alles gut. Schauen wir mal, was die Juten Mokros vorhaben. Wann ist Restart?
Ey Jungs, seid ihr überhaupt sicher, dass ihr den richtigen habt? Vielleicht habt ihr ja den falschen. Dann zieh mal deine Maske aus, dann gucken wir, ob wir den richtigen haben. Och, guck mal. Ah. Wir haben Farut. Sag mal, das ist doch ein Glückstreffer, Junge. Hast du da echt Glück gehabt? Dass du nicht den falschen eingepackt hast. Habibi, bester Mann, bald erobern wir Bande. Auf jeden Fall, Habibi, ich küsse dein Herz. Oder habe ich nicht? Hast du echt Glück gehabt? Hätte jetzt doch vielleicht jemand anders sein können, der vielleicht zufällig das Banner Music Merch gekauft hat. Du kleiner Rucksack-Rapper. Ich bin nicht kein Rucksack-Rapper. Ach, du bist der mit dem schlechten Deutsch. Jetzt, Alter, jetzt ist mir das. Ja, jetzt ist es jetzt klar geworden. Ja. Ah, jetzt, ja. Ja. Hast du denn auch wirklich alles rausgepackt aus deiner Tasche? Ja, ich hab hier noch eine Pizza, Salami, Pasta, Cola, Brot, Bier. Ah, Bier brauche ich eh nicht, das wurde mir zugesteckt. Ja. Das brauche ich eigentlich nicht. Dann habe ich Goldbarren und einen gewaschenen Stein. Eine was? Gewaschenen Stein. Was willst du damit machen? Goldfische? Den werfe ich an Kopf auf Chief of Police später. Okay, gut. Was habt ihr euch gestern dabei gedacht? Ja, oder ist doch egal, Ahmed. Was haben wir uns gedacht? Was meinst du? Was ihr habt mit meinen Männern abgeknallt gestern. Wir haben doch keinen eurer Leute abgeknallt, was redest du, Alter? Oh, doch. Nee, das war... Was meinst du überhaupt, Mann? Erklär mir mal überhaupt. Ich bin gerade wach geworden, hast du mich gefickt. Was ist denn? Männermusik war den gestern bei uns und hat den unseren Leuten abgeknallt. Ach so, ja, wir haben auf Cousins geschossen und dann wart ihr halt da im Weg. Da musste man halt ein bisschen Platz machen. Ah, okay, Platz machen. Also du hast so gedacht, du kannst so kommen und eins einfach Platz machen, ja? Nee, natürlich nicht. Okay, das kann. Aber nimm dein Bein in die Hand und verpiss dich, dann mache ich jetzt auch Platz. Jirla. Das war's, oder wie? Ja, das war's. Für den Anfang reicht denn das. Nimm dein Bein in die Hand und verpiss dich. Okay. Alles klar. Schauen wir mal. Das ging ja schnell. Nein, nein, wenn ich jetzt Ansage drop, Mordoch, wie viele Leute sind die? Wenn ich jetzt Ansage drop, dann ist scheiße, Digga. Dann knallen die mich ab. Die knallen mich ab. Aber ich glaube, vielleicht hat einer von denen gesagt, Jungs, das war MD und so. Knall, mach das nicht und so ein Scheiß vielleicht. Kann auch sein. Welches Supportgespräch? Meinst du gestern? Alles gut, hat sich gelegt. Ja, aber meiner Meinung nach hätten sie mich lieber abknallen sollen, weil jetzt gilt nicht die 12-Stunden-Regel. Das heißt, in 12 Stunden, innerhalb 12 Stunden kann ich immer noch gegen die agieren. Und was glaubt ihr, was passiert, wenn die Banner Music Jungs das erfahren? Ja, mein Cousin kann ich nicht mitnehmen, die haben den ja irgendwo abgelassen. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Ali, Bro, bitte, ich küsse dein Herz, bitte. Oh Mann, gar keinen Bock jetzt auf Vatos Locos, Digga. Manakui, Bembelchen. Wichtigste, Bruder, das Allerwichtigste. Ja, aber dann kommt da auch noch... Weißt du? Doch, ja, doch. Bruder, Maske, heiße Kleidung. Ich seh niemanden. Bruder, wer bist du? Ich bin's, Mann, wer sonst, Bruder? Oh, Bruder, glaubst du, es gibt noch jemanden mit so teuren Klamotten, Bruder? Bruder, die haben dich einfach eingepackt, Bruder. Ich hab euch gesucht, aber es sind zu viele, ja? Wer hat dir Bescheid gegeben? Bruder, ich war gerade vor MD, ich wollte gerade zu euch laufen und hab's gesehen, die haben Cousin weggeballert, ja. Bruder, alles gut. Schau mal, das Ding ist, die haben einen großen Fehler gemacht. Die haben einen großen Fehler gemacht, die haben nichts mir angetan, das war ein großer Fehler.
Warte kurz. Yo, yo. Verdammte Scheiße, Mann. Komm, ein Auto, okay? Ey, Miami Bitch, wie geht's dir? Verdammt, Mann, ich hab dich vermisst, Mann. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, Alter. Was hast du gerochen, dass du dich so anhörst? Verdammte Scheiße, Mann. Ich hab mich zurückgelehnt. Ich war in Marokko. Ich war überall, ich war in Dubai. Ich musste die ganze Scheiße verarbeiten. Ah, Miami, du bist heute gerade rechtzeitig gekommen, Junge. Es gibt vieles zu erledigen. Wo bist du kleiner Strosch? Beim alten Chapter. Alte Red Light Chapter, also das erste. Ja, das letzte, wo ich zuletzt geschlafen habe, ja. Auf ja, also das erste Red Light Chapter. Ja, richtig. Ja, Bruder, Casino. Verdammte Scheiße, Bruder. Ja, dann Casino, da musst du sagen, das neue. Das ist das neue Red Light, Mann. Das muss ich dir doch ja, jetzt nicht sagen, Miami. Verdammte Scheiße, was rauchst du da immer, wenn du in Marokko bist? Jedes Mal passiert dasselbe mit dir. Alter, du kleiner Koksüchtiger, du. Fahr mal zu Red Light, Pferderennbahn. Ja, komm da zu der Garage. Komm zu der Garage. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ey, der Junge, der hört nie auf mit den Drogen, Jungs. Ich sag's euch. Hört auf damit. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Miami, Bruder. Der ist auch richtig krank. Der ist so. Ja, normal. So kaputt im Kopf wie Fischmeck. Perfekt, perfekt. Ey, voll gut. Ich hab auch noch einen stabilen Bruder. Das ist der Neffe von Adam. Er ist heute. Heute ist er am Start. Okay, sehr gesagt, schön. Toni. Benner Music hier, hallo. Hallo! Oh! Vorne, Garage. Komm Garage, Red Light, Pferde. Ey, aber wie geht's dir? Alles gut? Ja, mir geht's ganz gut, Bruder. Wir haben heute wieder ein paar Aufträge, Bruder. Da will man einmal chillen, da will man aufnehmen für Promophase, Album, dies, das, aber du weißt ja, zu viele Bastarde unterwegs. Zu viele sehr Bastarde schön, unterwegs. Okay, Bruder, dann komm mal. Bis gleich. Ey, verdammte Scheiße, Miami, wie siehst du aus, Alter? Wer seid ihr, Mann? Ich bin's, Mann, Farud, Alter. Verdammte Scheiße, Farud, Mann, wie geht's dir, mein Bruder? Wie geht's dir, Bruder, alles gut? Ja, bei euch? Ja, wir können nicht klagen, Alter. Alhamdulillah. So, Jungs. Mein Bruder? Miami, hast du Funk? Verdammt, ich weiß es nicht, Mann. Ich geb dir, warte. Ja, ich hab noch ein Funkgerät, ja. Okay, sehr schön. Miami, warte mal. Okay. 5 Minuten machen wir kurz eine Pause und dann ficken wir die Szene wieder. Benner leben länger, du weißt. Danke für deine 2 Euro, Bro. Wo sind die ganzen Frauen, Mann? Ja, Bruder, die Frauen sind verschwunden, seit es halt hier neue Leute gibt in der Stadt. Unter anderem sind das halt nun mal die Vargas. Seit die da sind, da ist das natürlich passiert, dass viele Frauen der Pass egal war in Los Santos und haben sich dann gedacht, nee, komm, das mache ich nicht. Ich habe keinen Bock hier, dass man hier von ADAC-Fahrern so dumm angemacht wird, da verlasse ich lieber die Stadt. Ja, wie geht's euch so, Jungs? Was treibt ihr? Ja, Bruder, mich haben gerade die Mokros. Mich haben gerade die Mokros eingepackt. Die Mokros? Oha, Bruder, was hast du da getrunken? Wolwig-Wasser. Hör mal, die Mokros, ich war doch gerade eben noch in deren Heimatland. Das sind doch alles korrekte Mops, dachte ich. Ja, aber die sind nicht so korrekt, Mann. Das sind so diese Marokkaner, die sich als Marokkaner ausgeben. Weißt du, wie ich meine? Das sind die, die frisch nach Los Santos kommen und denken, Los Santos gehört denen, weißt du? Hör mal, Farud, also wir wissen ja alle, vom alten, wie nennt man das, vom alten Eisen, alten Holz? Altes Eisen, richtig, altes Eisen. Ja. Und zufälligerweise habe ich auch ein Eisen bei mir und eigentlich wollte ich damit abschließen. Ja, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Scheiß drauf, Bruder, komm, einmal geht noch. Hast du recht, mein Bruder, Mann, hast du recht, Alter. Ja, siehste. Für die Brüder tue ich doch alles, Mann. Verdammte Scheiße, wie heißt ihr, meine Brüder? Doc, Bruder, grüß dich. Doc, grüß dich. Das ist Doc. Habibi, Doc ist derjenige, Habibi. Wenn er will, trifft er alles. Und mit alles meine ich sogar auch manchmal andere unsere Jungs. Also musst du aufpassen, geh ihn am besten auf dem Weg, aus dem Weg. Ja, Bruder, dann lauf einfach vor. Ja. Ich hab ein bisschen zugenommen, ich bin ein bisschen leichter zu laufen. Okay, und das ist Mahmoud. Mahmoud war schon bei Skyline Records dabei. Also der ist schon echt sehr lange unterwegs. Hey, streamt André? Skyline Records, das waren auch die, denen ich Benehmen beibringen wollte. Tut André streamen? Waren das die? Sascha? Farud.
Nee, damals, das waren noch ganz andere Leute. Das waren noch ganz andere Leute. Egal, wir treffen uns gleich hier, Jungs, okay? Ja, bis gleich. Okay. Nein, aber viele Fragen. Ah, schade, Digga. Ich dachte, der streamt gerade. Das wäre geil. Seht ihr den roten Punkt auch? Ah ja, weil ich Bildschirmaufnahme habe. Deswegen warte ich mal. Ich mach's weg. Der gute Hassan. Tut abonnieren und schreibt nein. Ich küsse doch dein Herz. Dankeschön, Bro. Danke für deinen dritten Monat. Jungs, es wird wieder ehrenlos. Miami ist da, Andre ist da, Mahmoud ist da, Doc ist da. Mal schauen, wer noch. Ah, mein Cousin ist da. Wisst ihr, wie geil sich das anfühlt, mal nicht immer auf diese Verliererseite zu sein? Wo bleibt unser Tech9-Ser so? Schau Handy, warte. Juve, Wann-Fraktion. Wann-Fraktion, ah ne, warte, wir gehen nicht zu schnell rein, Digga. Weil immer, wenn wir zu schnell reingehen, dann passiert immer diese Filme. Wir warten bis 35. Wo ist Sezo? Weiß ich nicht, Digga. Wo bleibt der? Banner Musik ist viel zu stark. Wer soll euch noch Platz machen? Hattrick, keiner eine Chance. Wer ist Hattrick? Platz machen, Hattrick, keiner eine Chance. Moin Meister, ich bin neu hier. Moin Justin. Hey, begrüßt mal unseren Bruder Justin. Er ist neu hier. Ich küsse doch dein Herz. Justin, herzlich willkommen auf den asozialen Kanal. Nein, Spaß, ich küsse dein Herz. Justin, herzlich willkommen, Bro. Und viel Spaß hier auf jeden Fall. Ich küsse dein Herz. Milano, danke schön, Habibi, für deinen ersten Monat. Ich küsse deine Augen. Siehst du, also wir sind hier sehr sozial, Justin. Ja, wir sind hier sehr sozial. Und wir neigen manchmal dazu, klar, gewisse Ausraster zu erleben. Allerdings wirst du spätestens, wenn du aktiv hier bist, wirst du das auch fühlen, diese GTA-RP-Scheiße. Okay? Ja, ne, wir sind schon so weit, Bruder. Wir sind schon richtig in diesem Film. Vielleicht kommst du auch da rein, Justin. Was geht, Chat? Er fühlt das. Gönnt ihm. Farud, Fischmeck, Doc, Miami, Abu, John, Mahmoud. Schauen wir. 8-Mann-Regel, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, Bro. Ich bin nicht dumm. So. Justin, du wirst es fühlen, glaub mir. Sascha, lass ruhig auf 5 Sekunden, Bruder. Alles gut. Die Jungs sind heute chillig drauf. Alles gut. Lass ruhig auf 5 Sekunden, mein Schnuggi. Lass uns rein. Ich gehe so lang kurz aufs Klo. Wallah, ich habe heute wieder Blasenprobleme, Lan.
Ich grüße Seebach. Ich küsse Seebach sein Herz. Was geht, Seebach? So. Das Ding ist... Es ist so geil, dass wieder Sommer ist, weil mit Fenster offen und so, das ist voll geil. Jungs aus einer Verbände, ja? Ja, ich hab... Das ist ja voll schwer geworden, Digga. Komm her, Doc. Hast du mir das alte Kaliber gegeben, Farwood? Ich weiß nicht, Bruder, was genau, aber... Habt ihr noch Heroin? Habt ihr das alles? Ja. Okay. Bruder, ich brauche Heroin, verdammte Scheiße. Ich bin heroinsüchtig. Ich brauche Verbände, ja. Bruder, ich distanziere mich von Hodja beleidigen. Ich küsse Hodja sein Herz. Bruder, geh kaufen. Ich hab 8 Verbände. Ja, aber wir brauchen sowieso, ne? Hast du recht. Ja, das ist so. Passt auf, dann holt ihr Jungs, ihr beiden holt mal Verbände genug und Magazine. Ich gebe euch das Geld. Gebt mir mal kurz eine eure Kontonummer. 28, Bruder. Warte. Welche Empfangsseite? 17. Der ist einfach schon los, ja. Blocks, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz, Blocks, mit 5 Abos, Aslan und meinem vielen, vielen lieben Dank, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deine Augen. Warte, was war dein Kontonummer? 28, Bruder. Aber der ist schon losgegangen, Bruder, ja. Ich glaube, der erledigt das. Warte mal, ich muss dann kurz in den Funk gehen, Alter. Boah, Faro, das ist ein neues Level. Ich kenne die ganzen Jungs gar nicht. Ja, ja, das ist komplett neu, Bruder. Aber die sind gut, die Jungs. Die haben schon auch mit sogar die Cousins weggewichst. Ja. Hey, Mahmoud! Hm. Mahmoud! Ja, hier wo wir stehen, habe ich auch schon einige Cousins damals weggemacht. Ja, werden alte Erinnerungen wach. Wieso ist Mahmoud nicht im Funk, Alter? Du hast auf jeden Fall schon mal die richtige Jogginghose an, ja? Ja, der braucht nur weißes Oberteil, Scheiß. Dann reicht das eigentlich. Höre ich etwas zu euch jetzt, Mann? Hör mal, Miami, du hast doch schon immer zu uns gehört, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Ich wusste doch schon immer, du bist ein Bruder. Miami, Bruder, aber pass auf, das Leben als Banner ist gefährlich, ja? Ach, ihr seid immer noch Banner. Banner Music jetzt, nicht mehr Skyline Records, sondern Banner Music. Ja. Komm mit. Warte mal, mit euch Ganoven muss ich mich maskieren. Ja. Na, da sind doch die Leute. Oh, Fischmeck. Fischmeck! Verdammte Scheiße, ist das Fischmeck, Mann? Oh, wie geht's, Jungs? Was geht, Fischmeck? Oh. Patron, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich bin's, Mann. Miami, erinnerst du dich noch? Aber wieso hast du so viel beendet, Bruder? Alter, was geht, alles klar? Du Bastard. Ja, du Bastard. Funkcheck, hallo? Hey, Sezo! Tech 9 Sezo! Oh, Farud, wo seid ihr? Wir sind bei Garage von Rennbahn, da bei alte Red Light. Okay, bin gleich da. Okay, beeil dich. Jungs, wir holen noch Miami kurz ein neues Hoodie. Und ja, dann haben wir noch zwei Leute zu erledigen. Ah, Cousins haben wir auch noch hier. Wir müssen auch noch mal heute mal Warte, mit den Jungs kurz, reden. Oder? Ja, ja. Ja, ich brauche noch was zu holen. Du hast geholt, Verbände, Bruder. Du bist einfach losgegangen. Ja, ich hab gut. Oder warum schreibt jeder Ach, dieses Grüß Seebach? Ich hab doch eine noch in meiner Tasche aus Marokko. Seebach irgend so ein Meme oder so, weil jeder sagt immer Grüß Seebach. Ich grüße auf jeden Fall Seebach, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ist ein Meme. Ach so, ist ein Meme und ich, Idiot, grüß die ganze Zeit. Grüß Seebach. Was ist das aber? Was ist das für ein Meme? Grüß Seebach. Komm mal, Bruder. Sag mal, Miami, wo wohnst du denn jetzt? Ach so, das ist echt ein Meme? Nein. Ja, was ist das für ein Meme? Grüß Seebach. Hey, ich wohne, du weißt doch immer noch, Bruder, Villa, Penthouse und so Sachen. Was wollt ihr? Habt ihr mir die Nummer vom Richie? Nein, Bruder. Miami, hast du vielleicht die Nummer vom Richie? Muss ich mal eben nachschauen, Sekunde. Ansonsten, warte, schreibe ich hier. Kannst du mir die Nummer von Richie schicken? So, da muss ich mal hier gehen. Da muss man heute mal drüber sprechen. Seebach ist in Zürich, Bro. Achso, okay.
Ey Farud, wo bleibt denn Abu? Ja, das ist auch eine gute Frage. Reden wir heute mit den Cousins, oder? Mit Cousins werden wir auf jeden Fall reden, aber Bruder, weißt du, was vorhin passiert ist? Dass das Feld an uns gehört, da oben, oder? Egal, was passiert. Mit Fischmeck ist 8-Mann-Regel unfair. Er frisst 8 ja, Frühstück. Ja, auf jeden Fall, Bruder. Du weißt, ich küsse dein Herz. Danke für deine 3 Euro, Bro. Also, auf jeden Fall. Ich kenne mich doch gut aus mit Feldarbeit. Pass mal auf. Was gestern, eigentlich gestern war alles gut, Alter. Ihr habt alles gut weggewichst. Das nächste Mal aber, Bruder, fick mich doch nicht. Ich war alleine, die ganze Zeit war ich alleine, Bruder. Jeder hätte von Seite kommen können und mich ficken können. Wenn man das nächste Mal sagt, hey, wir brauchen einen Caller, Jungs. Wir brauchen einen Caller, weil es war zu durcheinander. Okay, trotz dessen habt ihr trotzdem alles weggewichst. Aber mit Caller wäre das Ganze natürlich noch ganz besser so. Bruder, das Problem ist, jeder macht ein bisschen Ego, weißt du? Ja, also diese Ego-Moves müssen aufhören, weißt du? Grüß Seebach, weiß Bescheid. Ey, Cezo, wo bleibst du, Mann? Wir warten hier schon lange, Alter. Ah, da ist er doch. Okay, komm, wir müssen Miami kurz einen Hoodie holen. Und Miami, wie gefällt's dir, wieder in Los Santos zu sein? Hör mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, ich war in Marokko. Ja, hast du schon vorhin gesagt. Ich meine Frau kennengelernt hab, links gezockt habe, mich umgezogen nach Seebach. Ja, da war es einige Zeit ruhig, aber du weißt doch, Mann, ich bin ein wilder Kerl, Mann, das ist nicht für mich, dieses wilde Leben. Ja, hast du recht. Hm. Rechts, Jungs. So, wir fahren jetzt auch einfach mal hier so rein, das passt schon. Oha, wer bist du? Memo. Wer? Memo. Memo, was hast du da gerade im Mund, Alter? Ups. Ich hab ein bisschen Plätzchen, ja? Na gut, solange es nicht das Glied von Richie ist, passt das. Komm, komm hier mal zum Klamottenladen. Rose die Breite. Test 8. Geiler Name. Der steht dir, Rose die Breite. Der steht dir, der Name. Dankeschön für deinen 8. Test. Warte, ich erleichter dir das. Alhamdulillah, Google Maps hat endlich mal seinen Zweck erfüllt. Aber welche? Du musst mir jetzt genau sagen, Fahrer. 7190, der Klamottenladen. Das ist Lederjacken. Grüß Seebach, mit 1 Euro, danke, grüß Seebach. Ich hab keine Ahnung, Digga. Ich hab keine Ahnung von dieser Grüß Seebach, Bro, gar nichts. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ein weißes Oberteil, Bruder. Einfach ein weißes Oberteil, was je nach deinem Geschmack. Kann eine Jacke sein, kann eine Weste sein. Ja, irgendwas, womit wir lächerlich aussehen. Warum? Natürlich, ich komm sofort. Weil es kommt immer, weißt du, wie sich die Leute fühlen, wenn wir die holen und wir voll lächerlich aussehen. Na, das ist psychische... Ich weiß schon, was er meinte, Bruder. Oh. Ich küsse dein Herz, Enrico. Das ist zu früh eingenommen, mein Lieber. Danke für deine 5 Abos, Bro. Ich küsse doch deine Augen, Habibi. Vielen lieben Dank. Bruder, lass uns diese Seebach später anschauen, Sascha, ja? Wallah, ich bin gerade gar nicht in diese Seebach-Film. Wie du willst, Huber. Enrico, dankeschön für deine 5 Abos, Moruk. Vielen lieben Dank, Bruder Herz. Bruder, das ist vielen lieben Dank. Ich küsse dein Herz. Was ist das, Alter? Geht ihr auf ein Capital Bra Konzert? Das ist der Drip, mein Freund, der Drip. Ah, okay, wenn du das sagst. Du warst schon immer sehr komisch, was das angeht. Was sowas angeht mit deinen Farben. Mit deinen Farben. Du warst schon immer derjenige, der wo gerne wie ein Rapper rumläuft. Miami, was hältst du denn davon, dass du so eine Hose mit Linien nimmst? So eine. Welche? Ich sehe sie nicht, zeig nochmal. Das ist gerade ein Insider, der verarscht den.
Kevin, also der hat mal echt so eine Hose angezogen, so, komm, so eine Hose mit Linien. Die sah so witzig aus. Miami, was geht, Lan? Ultraslan, danke schön, Abibi, für dein Gönner, Bo. An White, was geht, Mann, bist du der? Das wird bei dir. Ja, normal. Komm, Miami, wir haben ja nicht für den ganzen Tag Zeit, Junge, Mann. Wie lange dauert das, Alter? Das ist echt schlimmer als die meisten Frauen beim Shoppen, Bruder, ja? Ja, yeah, wallah, das ist echt nicht normal, ey. Ey, das kotzt mich gerade an, Mann. Wo ist eigentlich mein Cousin, Alter? Warum geht... Ich hab auch seine Nummer nicht eingespeichert, Mann. Oh, verdammte Scheiße, und das sind alles so neue Klamotten, Mann. Ich kann mich gar nicht mehr auf. Was ist denn? Die Motoren. Bruder, grüß Sebach, ist zu lustig. Ein Fan hat AZ getroffen. Und kam nicht aus seinem Leben klar. Bruder, hat uns gerade gespottet, ja? Wer hat uns gespottet? Roter Q5 von vorhin. Ja, das ist Mokros. Eigentlich direkt wegwichsen, ja? Ah, ich bin mal dafür, dass wir die einpacken. So, weißt du, wir müssen die nicht mal gleich wegwichsen. So, ein, zwei einpacken, dass wir ein bisschen Namen machen, dann wichsen wir den weg. Dann sagen wir, ruft deinen Patron, dann wichsen wir den auch weg. Dann holen wir, sagen wir, holt mir eure Väter, die wichsen wir auch weg. So, weißt du, so richtig auf eklig. Er ist gleich nicht Wende? Nee, nein. War doch schon. Ah, okay, Mann. Doch, ich glaube schon, ja. Nee, warum denn? Wetterdienst hat... Schon wieder, oder was? Ach, scheiße. Ist schon wieder, oder was? Ja, Bruder. Hä, was? Wie? Ach so, um 12 ja, Uhr. Monaco, Alter. Wie geht's euch, meine Brüder? Hey, wie geht's? Alles gut, alles klar bei dir? Bro, mach bitte Freddy mich. Krüger als das an. Wie geht's dir? Ah, so weit, so gut, ja, alles so young money so right gut, here, ja. Right here, throw it up, no high chair. Cold like a white beer, Freddy Krüger, I'm a rampage nightmare. Bitter Kaffee, ja? Ja, willst doch eh gleich restart, dann können wir uns das Video geben. Jungs! Das dauert wieder zu lang, ich muss eigentlich zum nächsten meiner Frau, die wartet schon auf mich. Die will Sex. Ja, dann lass uns mal mir erstmal eine Waffe kaufen, komm. Der Mahmoud fehlt noch, ja? Ah, stimmt, wo ist Mahmoud, Alter? Der ist einfach weggefahren. Wo bist du, Mahmoud? Bruder, ich hab Abu gesucht. Ich hab jetzt Abu gefunden hier. Ah, okay. Jungs, wir gehen Ammunition da beim Würfelpark. Ich muss mir eine Waffe holen. Ich hab den Jungs, wisst ihr, was wir machen können, Jungs? Hier rechts. Wir können ja mal sagen, weil mir passt das sowieso nicht, dass die Makros immer die Farbe rot haben. Ich hab denen schon mal gesagt, ey, ab jetzt ihr fährt nicht mit Farbe rot rum. Ich finde das doch ein Grund, die jetzt tagtäglich wegzuwichsen, oder was meint ihr? Ja. Ja, was eigentlich mit Tschetschenen? Ja, die wichsen wir ja auch weg, aber ich meine, also, dass die Makros dieselbe Farbe haben wie mein Urus, ich meine, das geht doch nicht. Das ist doch ein Grund, da wirklich tagtäglich rüber zu rutschen und von denen nachher ein Lösegeld zu verlangen in Höhe von 100.000 Dollar. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Fahrrad, ja? Ja, da hast du recht. Wir Makros rüberrutschen, oder nicht? Ja, hast du recht. Recht. Ich komme jetzt mit ab. Wir sind bei Ammunition am Würfelpark. Ich brauch doch die Pistolen beim Body nicht, Digga. Ich hab doch das Geld. Ich kauf mir hier einfach Kalas. Zack. Fertig. Ey, was machst du? Ey, komm mal rein. Arman, du musst mir immer den ganzen Spaß verderben. Verdammte Scheiße, was wagst du es, mich einfach anzupacken? Ich wurde noch nie sexuell von einer Frau belästigt. Was soll das? Möchte auch immer noch nicht. Verdammte Scheiße, ich dachte schon, was geht denn hier ab, Alter? Was ist mit dir los, Mädchen? Dass du mich einfach hier anpackst und da in den Hinterraum bringen willst. Alles gut, Jungs, das nur, glaube ich, jemand, die wollte da sich am... Verdammte Pack, fahr auch nicht an, verdammte Scheiße. Was ist mit dir los, Mann? Young Money Right Here. Klatschst du mir eine? Schnauze, was für behindert, Junge. Ey, warte, da ist deine Effie nicht im Griff. Ich zeig dir gleich Effie, du kleine Schlampe. Hey, hör auf, Mann, Miami, hör auf.
Hört auf. Egal, komm, alles gut, alles gut. Geh wieder. Die sind ja ganz wild drauf. Wer ist das hier, ja? Verdammte Scheiße, Farbe, das ist mir alles zu viel, ihr verdammte Scheiße. Mann. Tut mir leid, beim Marokko wie ich anders umgelaufen. Der ist gerade von Marokko gekommen. Der ist gerade von Marokko gekommen, der ist ein bisschen wild. Der ist ein bisschen so schlecht drauf. Weißt du, was ich meine? Also, Das ist einfach die Drogen. Du brauchst auf jeden Fall nicht dir irgendwelche Sorgen zu machen, Alter. Tut mir leid, Mann. Die Drogen sind einfach nicht gut, Mann. Was ist denn hier mit seinen Augen los? Habe ich ein bisschen Angst? Das ist Tech 9, so der hat Sharingan. Warum soll ich denn vor dir Angst haben, ja? Also ich hätte dich eigentlich vorhin abknallen können, aber habe ich nicht getan, ne? Dann sag mir, wer du bist. Hätte Fahrradkette. Ey, was ist das jetzt hier? Wo ist denn Party? Hört mal auf, so alle auf mich drumherum. So, du kommst jetzt mal mit nach hinten, let's go! Jungs, das wird deine Party! Mach mal. Alle nach hinten! Ey, also freiwillig gehe ich da nicht in die Ecke. Nein, Spaß, du kannst gehen, alles gut. Komm, Jungs, wir ziehen ab. Das wird jetzt kein Sandwich mehr, das wird ein Big Mac. Jo, was geht? Ja, geht mal nur ran. Was soll das heißen? Ja, welche geht von mal. Egal welchen. Jo, Malaga, ey. Ey, verdammte Scheiße, was quatschst du mich die ganze Zeit von der Seite an? Soll ich dich abknallen? Verdammte Scheiße, was ist los mit dir? Ich hab was Interessantes für dich. Was denn? Ja, siehst du. Eine Taschenmuschel. So kommt man ins Geschäft. Ja, zum Beispiel. Mach dich mal ab jetzt, komm. Geh mal weg. Nein, eine was? Ich will ein bisschen mitmischen, ja. Zieh dein T-Shirt aus, ich will dein T-Shirt haben. Das ist unverkäuflich. Moruk, wir sind so eklig geworden. Ich will dein T-Shirt haben. Ey, zieh dein T-Shirt aus. Was ist los mit dir? Zieh dein T-Shirt aus. Was gibst du mir? Wie, was gibst du mir? Der jagt dir eine Kugel in den Kopf! Jetzt nehme ich dein T-Shirt. Jetzt nimm sein T-Shirt, Digga. Ich will das auch. Lass mir am Samstag raus. Ey, Jungs, nimmt dir mal einer mit ins Krankenhaus. Seid nicht so Ding, Mann. Wenn mich jetzt jemand gesehen hätte, was glaubst du, wie das ankommt in der Promo-Phase? Nimmt den einer mit, wir lassen den vor ihm die ab und dann wichsen wir die Mokros jetzt weg. Oder Fahrrad, komm, Mädchen, mach dich ab. Ey, ihr müsst kurz alle aussteigen vom Urus. Ja, hä? Ah. Oben. Ja, Moro, was ist das eigentlich? Kommt rein. Wer sind das? Digga, die haben mich fast, Alter. Das ist ein Mokros, Alter. Ja, komm rein. Komm mal, Ammunition. Komm, Amit, wir wichsen die jetzt weg. Komm rein. Nein. Ich bin fast weg. Solche Schwänze, Alter. Komm mal. Ja, wir wichsen die jetzt weg. Komm, Bruder. Ich scheiß auf den Überraschungsmoment. Zappa, komm, Alter. Ich hab Schüsse. Solche Schwänze. Ich hab einen geholt von dem. Komm, wir wichsen die weg. Ey, gleich ist doch Dinger, Mann. Okay, was ist das? Egal. Scheiße. Sie sind auf Parkdeko. Lass hier weg, Mann. Lass hier weg, Mann. Das ist verdammte Scheiße. Die schießen hier rum wie Behinderte. Ich hab 2 Stück geholt. Aber die sind so schlecht, die haben mich nicht mal bekommen. Sehr schön. Wichs sie weiter weg, komm. Jungs, ich tu mich hier gerade bandagieren. Ich komm von hinten. Du kleiner Bastard! Fick ich dich und dein Auto. Ich geh kurz rein, ich muss mich bandagieren. Gib mir mal eine Deckung. Einer liegt. Deck dich. Machen die Überraschungsangriffe und kassieren trotzdem, Moro. Kleinen Schwänze hier. Hey, wo seid ihr? Ich bin im Ammunition. Kommt eine Ammunition rein, ich brauch Deckung. Ich bin davor, komm raus. Okay, ich komm raus. Oben liegen alle. Ja. Komm. Ich bin hinter dir. Oder oben liegen alle schon. Alle. Schieß, Moro. Bruder, was ist das? Die machen Überraschungsangriff und kassieren danach. Das ist ja peinlich, Bruder.
Acht auf Eingang. Kleinen Schwänze, ihr kleinen Schwänze. Klar, klar, Bruder, einfach. Klar. Verdammte Scheiße, Mann, was habt ihr gemacht? Geh mal weg. Der hat mich geholt. Oh mein Gott, Digga, wie schlecht. Modus, die machen Überraschungsangriff und kassieren dann. Walla, das ist Eib. Hey, komm, fahr. Nein, wir nehmen jetzt den ihr Auto. Ja, natürlich. Jungs, vergiss nicht drauf. Ich will den ihr Auto nehmen. Nein, das waren Mokros. Mokros waren nicht die. Mokros waren nicht die. Das war Fischmeck. Ja, ich weiß. Aber das war jetzt meine Dummheit, Digga. Das war meine Dummheit. Ich bin voll in sein Ding reingelaufen. Das war selber dumm. Jetzt fahr mich, MD. Das war nicht seine Schuld. Da ist noch einer. Hey, wer bist du? Bist du von den Mokros? Wix die weg, Digga, direkt. Jawohl. Der liegt. Wer ist gerade? Tschüss. MD zurück, andere Richtung. Jetzt geradeaus. Da ist noch einer hinter uns. Aber Ding zum MD fahren. Hol den ab, der trägt einen von uns. Eine Sekunde. Komm, der soll hier, der wo trägt. Jungs, Augen zumachen, ne? Bleib doch stehen. Jetzt fahren. Ach, das ist Viersitzer. Jungs. Benner Music. Mokros, ich küsse eure Augen. So schlecht. So einfach geht das nicht, Bro. So einfach geht das nicht. So einfach geht das nicht. Ja, die Sophia. Noch einer liegt. Du weißt Bescheid, Bro. Ich küsse dein Herz. So einfach geht das nicht, Bro. Herr Medic, ich hätte noch ein bisschen Knieschmerzen. Macht euch mal hier. Scheiße, Digga, dass Restart jetzt dazwischen gekommen ist, ja? Das wäre schon geil gewesen jetzt, wenn es weitergehen würde. Wie viel hast du weggenommen, André Moruk? Bruder, was war das? Seebach, Bruder. So, jetzt schauen wir euer Seebach an, Amanakon, was auch immer ihr damit meint. So, jetzt schauen wir mal an. Ich küsse doch sein Herz, Lan, Yasach. Amanakum, jetzt sei Seebach, Yasach, Amanakum, ich fick doch mein Sprachkenntnis. Sprachen lernen, Bubble. Grüß Seebach, jetzt hab ich's verstanden. Jetzt hab ich's verstanden. Ja, Bruder, okay, wir haben einen Sprachfehler gemacht. Tamam, Amanakum. Tamam, Amanakum. Ey, Spaß beiseite. Was war das, Lan? André. Bruder, wenn Sophia Benner kommt, ciao. Nein, Bruder, wir müssen nur gute schützen. Wir können nicht irgendwelche Leute. Ich habe auch gesagt schon von Anfang an, ich mache keine zu viele Troll-Leute. Ich habe gar nichts verstanden. Ja, der hat halt geweint und gesagt, grüß Seebach. Und er hat dann gegrüßt. So. Grüß Ulm, ich grüße zu Ulm. Ja, ich grüße Ulm, ich küsse eure Herzen. Grüße aus Berlin. Oh, Eppe, was geht? Was geht? Leider waren die nicht aimstark. Bruder! Was war das, André? Stell dir vor, ich und Travis würden noch draufkommen. Uff. Ja, Bruder, du blockst. Du wirst sowieso alles holen. Wegen gewissen Hilfsmitteln. Ja. Grüße aus Ulm, Grüße zurück. Hä, ich lebe? Hä? Ah, nee, doch nicht. Ah, Mann, da kommen wieder diese... Alter, diese Spawnpunkte müssen frei ändern, Digga. Wallah, ich sag's euch. Oh, Farid, Farud.
hängend im dritten Monat. Ich küsse doch dein Herz, Lan. Aslanum Benem. Scheiße, welcher Fuck war vielen das nochmal? Ich muss mal kurz überlegen. Ja. Welcher Funk war das nochmal? Sagt's nicht. Welcher Funk war das nochmal? Ich hoffe, er ist jetzt nicht so dumm und nimmt euer Metagaming an. Engint, dankeschön, Bruder, jetzt für deinen dritten Monat. Ich küsse dein Herz. Mann, ey, ich bin doch verfickte Heroin, Mann. Hört doch auf, Mann! Hallo? Was? Was? Blume, was? Boah, Bruder, wenn musst du da wäre, dann wäre Feierabend. Ich bin gerade mit Fahrrad Richtung MD laufen, vom Casino aus runter. Und Tisch mit Richie, der Hamburger? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt Jürgen geschrieben. Ist Jürgen live? Grüß Seebach, du weißt Bescheid, Nielsen Hahn. Ist nicht live? Okay, scheiße. Da muss ich die Cousins irgendwie so erwischen. Wo ist Abu? Cousin ich ist gerade auf meinen Armen. Ich trage den Cousin die Kette auf meinem Hals. Ah, okay, mein Cousin ist da. Sehr schön. Aha, aha. Aha, aha. Young Money right here. Bike here, throw it up, no high chair. Cold like a white beer. Freddy Krueger, I'm a rap bitch nightmare. And I reach check it by you. Kill bitches, leave your body in the bayou. More brain than an IQ, you. More head than a thread. My youth and my bank account ain't hardly empty. Just where I come from. Jo. Ja. Er ist gerade in Ohnmacht gefallen. Kannst du dir mal eine Backpfeife geben oder sein, ich weiß nicht. Ja, ich bring den rein, die Ärzte kümmert. Die Ärzte kümmert sich. Was ist diese Young Money? Das ist auch ein Meme geworden. In der RP-Szene. Ich mach das schon. Sekunde. Young Money right here. Young Manny. Ja, bring den einfach rein, die Ärztin kommt gleich. Wieso gründet Sophia nicht ihre eigene Gang mit Young Money? Das wäre doch voll witzig, Digga. Sagt die Young Money right here oder Young Money Punkt right sechs. Here? 6. Scheiße, alles ist anders. Ja, natürlich Son Goku. Was geht, Moesi? Young Money right here. Nur Gott weiß. Okay, Young Money right here. Also, Young Money, also junges Geld ist hier. Junges Geld ist hier. Okay, ergibt eigentlich nicht so viel Sinn. Kannst du Amit fragen, ob ich ihm eine Massage geben kann? Okay, kann ich fragen. NTV. Und du weißt, ich täusche nicht an. Du weißt, ich täusche niemals an. Ich küsse dein Herz, NTV. Bruder! Welcome to Miami. Scheiße. Mama, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Ich kann nicht. Aha, Thomas! Oder? Thomas! Ja, wie du willst. Thomas ist da! Thomas! Ja, ey, NTV, Bruder, danke für deine 1000 Bits, Bro. Ich küsse dein Herz, ist Bruder. Auf die Fresse geflogen. Vielen, vielen lieben Dank, Bruder, auf jeden Fall. Thomas ist da, Jungs. Lass mal Liebe für den Bruder Thomas da. Der Bruder ist da, jetzt wird's witzig. So, bitteschön. Jo, alles klar. Thomas Abi. MD99, Funkcheck. Boah, ich liebe den Jungen. Wallah, ich liebe diesen Thomas. Ich schwöre auf alles. Beton-Thomas. Toni, Bruder, Toni. Nein, nein, es ist Thomas, Bro. Es ist Thomas. Bei uns ist es ein Thomas. Beton-Thomas. Traktor-Thomas.
Boah, scheiße, Alter. Ja, ja, ja. Hm. Ey, Thomas! Ja. Thomas! Ja. Ja. Boah, Thomas, ich bin runtergefallen. Ja, hab ich schon gehört. Tornado, Thomas. NZTV, ich küss doch dein Herz, Bruder. Ich küss doch dein Herz, Bruder. Vielen, vielen Dank für deine 1000 Bits, Bro. Ich küss dein Herz. Ihr Young, Tornado, hey, Thomas. Ich hab Verletzung an der rechten Schulter. Ich bin umgekippt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du dir das mal angucken. Ja. Haben Sie kurz eine Minute? Kannst du dich hinsetzen oder soll ich zum Stehen behandelt werden? Warte, ich zieh schnell mein Oberteil aus. So, und dann mal kurz einen Pulli ausziehen. Ey Thomas, wo warst du die letzten Tage? Man hat schon lange nichts mehr von dir gehört, du kleiner Strolch. Du großer Strolch, du weißt genau, dass ich nicht Thomas heiße. Wallah, ich lieb den Land. Nee, ich bin doch immer hier. Ich hab dich die letzten Tage nicht gesehen, weißt du? Deswegen hab ich mir gedacht, mit dir ist irgendwas passiert. Aber Junge, warst nicht so viel, was nicht so viel hierbei. Warte mal, ich lass mal die Schuld haben. Nee. Ja, muss doch was atmen. Bruder, sowieso. Bruder, okay. Sowieso, du musst keinen Euro spenden. Wallah, ich hätte so oder so gemacht. Ja. Jungs, kommt mal vor MD, bitte. Ach, scheiße, ich bin ja nicht mal im Funk. So. Thomas, du machst es ja mit der rechten Schulter, ne? Ich bin hier noch nebenbei hier am Funkgerät. Genau, mach mal. Chill ein bisschen. Oh, richtig. Jungs, kommt mal vor MD, ich bin gleich fertig. Der Thomas ist hier. Thomas. Wenn ihr wollt, kommt mal in den Behandlungsraum. Der Thomas ist richtig cool, ich muss ihn euch mal vorstellen. So. Wallah, keine Ahnung, wo tief ist. Eine Thomas-Salbe. Ab heute bist du Tornado, Thomas. So, ich klau dir nochmal den Kopf ein bisschen. Okay, hey Cousin. Was geht, Jungs? Cousin, das ist Thomas. Guten Tag, der Herr. Ja. Guten Tag, Jungs. Guten Tag, mein Lieber. Hey Cousin, das ist Thomas. Cousin. Ja. Yeah. Nachdem du von diesem Operationstisch aufgestanden bist, gebe ich dir noch einen Faust auf die Nase, damit die dich nochmal behandeln können. Warum? Wieso lässt du mich einfach dort liegen, Land? Bruder, die hatten Waffen, Alter. Soll ich einfach weg? Der hat gesagt, verpiss dich. Ich kann ja nichts machen. Ich würde mein Leben opfern für dich und du machst einfach so. Nee, das geht nicht, Bruder. Why, Timbo Slice. Ich küsse dein Herz, Bruder. Vielen Dank für deine 5 Abos. Wie geht's dir? Der Real. So, fahr gut. Ich küsse dein Herz. Dann einmal hinsetzen oder hinstellen. Moment. Bitte. Mal den Arm nach oben, bitte. Oder die Arme. Ja, sieht doch gut aus. So. Sieht gut aus, ne? Ja. Ich hab den auf dich. Alles klar. Na, super, Alter. Das freut mich doch. Ja. Hast du wieder gute Arbeit gemacht, Thomas? Ja, aber immer doch gerne. Ja, bin ich dann fertig? Ja, bist fertig. Hau ab. Mach's okay. Gut, mein Lieber, gell? Hau rein, Bruder. Ah, Thomas! Hey, ja, Thomas, ja. Ich küsse dein Herz, Thomas! Jetzt langt's aber. Komm, hör auf. Geht denn los? Ja, dann mach du raus, Bruder. Cousin, siehst du den da, der wo gerade rausgelaufen ist? Funkcheck. Ja. Yeah. Alles gut. Das ist einer vom Vagos gewesen, den habe ich ausgezogen. Ja. Hast du gut gemacht, Den habe ich mit Mamo zusammen ausgezogen gehabt. Okay. Thomas, ich hau ab, Bruder. Mach's gut. Was? Ist jetzt ein Spaß draus? Bruder, ich bin... Thomas, ich klär das für dich. Ich klär das für dich, Thomas. Okay. Komm, Jungs, lass rausgehen. Ey, Vogel, das ist Bruder, Bruder. Das ist der Neffe von Arden. Wer? Der hier hinten. Ja, dieser... Kommt vor MD, lasst uns vor MD das mal besprechen. Ja, du bist andere Seite, glaube ich. Andere Seite, oder? Nee. Unten runter da. Warte. Ah, hast recht. Ah, hier. Komm mit. Vor MD, Bruder, ich bin vor MD. Jürgen. Hey, wir sind da alle vorne, MD. Ich küsse deine Augen, Bruder, jetzt. Vielen, vielen Dank, Habibi, auf jeden Fall. Nein, Bruder, hab bis eben geschlafen. Maschallah. Schlafrhythmus bisschen gefixt, ja. Endlich. Ich sehr schön. Ja. Yo. Ich hab das eben mit den Brüdern hier abgeklärt. Ich hab jetzt von zu Hause auf locker kurz eine Box geholt. Die hab ich jetzt meinen Rucksack getan. Während wir bei den nächsten reinrennen, mach ich das an. Hallo? Hey,
Ja, das hört sich gut an. Das hat doch Drip. Warum hast du dich angelassen, ne? Ey, Jungs. Ich wollte seinem Bruder was sagen, ja. Hört mal zu. Wer hat jetzt Bock, da hier ein paar Tschetschenen wegzuscheppern? Ja, wenn ich die Musik laufen lasse, ist das Farouz. Also auch wenn es nicht dein Musikgeschmack ist, aber... Hey Bruder, kann es sein, dass dich vorhin deine Mama angerufen hat, wo es ernst wurde? Ja, tatsächlich. Ah, scheiße, Alter. Das war aber richtig wilder Klingelton. Ja, das habe ich selber aufgenommen. Ich war im Studio. Da ruft sie doch wieder an. Geh besser ran, Miami. Hey Jungs. Ja. Miami, da heute? Miami, geh mal ja, ran, Mama. Lieber. Mama, nein, Mama, ich kann jetzt, nein, ich esse später, ja, hallo? Habe ich. Oh, was du alle? Oder ja, was geht ab, Mann? Ich bin mit Fahrrad. Steig ja. In mein Auto, Bruder. Oh, hör auf zu sagen, dass er ein Bastard ey, ist. Er ist bekannt. Ich muss. Nicht da, Jungs. Ja, Mama, mach ich. Schau. Nein, ist er nicht. Er ist nicht. Komm, ist nicht. Okay. Boah, Jungs, okay. Ich bin gerade voll okay. Stoned, Alter. Jungs. Kopfschmerzen, wartet mal auf mich, ja? Das ist Toni, ja? Er wollte sich vorstellen bei dir. Okay, Jungs, dann lasst uns das nicht hier machen. Lasst mal kurz Red Light Clubhouse gehen oder so, weil hier ist mir zu viel los wieder. Kommt in Red Light Clubhouse, also das Neueste, das Letzte. Da bei Rennbahn. Lasst uns mal dahin, hier ist zu viel los. Nimm Toni auch mit. Welcome to Miami, beste Lied, Digga. Das waren Zeiten. Nimm den mal kurz mit. Er kann noch einsteigen? Da, Bratte. Achso. Ich mach sogar gerade. Alboboy, das glaube ich nicht, dass die das nötig haben. Danke trotzdem. Langsam, Bruder. Du fährst immer zu wild, Bruder. Wir sind hier nicht bei einem Drag Racing. Ey, Thomas. Walla, Thomas, bester Mann dann. Hey, oder kommt Garage, kommt zu der Garage, wir müssen ja nicht ins Clubhaus rein. Gleich hier diese Garage beim Red Light Clubhaus, viel besser, mehr Platz. Jungs, was macht das MD-Fahrzeug hier, warum kommen die mit? Hey, ich hab doch vorhin Waffe gekauft, Alter. Raff, wir sind bei Casino Garage. Ey, Sezo. Ja, Bruder. Hast du eine Waffe, also eine normale Pistole? Ja, ich brauche ich, aber egal, komm, kriegst du. Kann man die wieder kaufen? Nee, warte, hier, gib mir die, ich geb dir die $2000, dann hol dir eine neue kurz mit Motorrad. Ja, ich hab kein Geld, warte. So, hier, nimm das Geld, gib mir die Waffe und dann, perfekt. Dann geh und hol dir schnell eine Waffe. Ja, ich komm mit. So. Wer wollte sich vorstellen? Ja, Jungs, ich bin Toni. Toni. Die welche, die mich schon kennen oder nicht? Also, ich erkenne hier keinen. Achso, der mit der Maske hier. Ja, was hier ist. Achso, ich hab dich eben nicht erkannt. Ja, war kein Problem. Ja, aber ich bin hier. Also, Toni, zuallererst würde ich mal dir vorstellen, dass du mal die Maske abnimmst, ja, wenn du dich schon vorstellst. Ja, aber natürlich, warte mal. Ich glaub, Fahrrad, jetzt kannst du weitermachen. Boah, wilde Schuhe hast du da, Toni. Ich sag, ich hab Wunschmerzen. Ihr wartet keine 5 Minuten noch. Ach so. Ja, Toni, du bist der Bruder von Adem, ne? Bruder, ich bin der Neffe. Ah, der Neffe. Ah, du warst doch... Oha, oha, tschüss! Tschüss! Was war das, ne? Wer braucht hier Asperspray? Wieso? Dankeschön für dein Abo, Bruder. Ich küsse dein Herz. Bruder, hast du Asthma oder was los, Bruder? Wallah, da ist Mediziner. Lass gleich dich behandeln, Bruder. Dankeschön, Bruder, jetzt für dein Abo auf jeden Fall. Leider muss ich, wie gesagt, zu meiner Frau. Ja, alles gut, Mann, Miami. Wir wichsen die doch gleich weg. Komm mal kurz runter. Toni. Ja, Bruder. Du bist der Neffe von Arden. Warst du nicht schon mal bei Skyline Records dabei? Oh ja, das ist richtig. Ja, du warst doch mal damals dabei, wusste ich doch, dass ich dich kenne, Alter.
Ja, Bruder, also wie gesagt, auf jeden Fall bist du gerne bei uns willkommen. Ein Neffe oder ein Verwandter von Adem ist auch bei uns herzlich willkommen. Hol dir am besten aber so ein weißes Oberteil, schwarze Hose passt, weiße Schuhe passt. Die Goldketten und ja, die Brille passt. Ja, freut mich, dass ich auch hier bin, ja? Ja, auf jeden Fall. Cousin, komm doch hierher. Was machst du da wie so ein Türsteher? Bruder, geht's dir gut? ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Jungs, hat einer von euch Heroin? Ja, komm her. Warte, komm. Gib mir die Spritze. komm. Muss wieder klarkommen. Komm her! Ich geb dich. Diese kleinen Hunde, die haben mich gelangweilt, die alle. Bin ich mute oder was? Was ist das denn für ein alter Sack da? Das ist Ding, Mann, mein Cousin, Abu. Verdammte Scheiße, Abu, bist du's, Mann? Ey, Miami, was geht, Mann? Ey, was geht, Mann? Bastard! Hey! Wir brauchen jetzt die Jungs, Alter. Die müssen hier nicht mit irgendwelchen körperlichen Schäden dahin gehen. Jungs, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, wir sammeln uns alle zusammen. Ich hab dich vermisst, ja. Alle zusammen, wir versammeln uns und wir gehen mal jetzt zu den Tschetschenen hin. Wir müssen ja erstmal mit denen reden. Wir können ja da nicht einfach rübergehen und die gleich wegwichsen, Alter. So geht das ja nicht. Wir schaffen das jetzt zu 8, Fahrrad. Ja, komm, ich geh. Was sagst du? Wir schaffen das jetzt zu 8. Zu 8 schaffen wir das, aber ich meine, wir gehen ja eh hin, um eine Ansage zu droppen. Wir gehen da jetzt nicht hin, um die wegzuwichsen, also, weißt du? Also wir gehen jetzt alle nicht, hin, oder? Ja. Aber nicht, dass es knallt, Farod, ja? Ja, ich glaube nicht, dass die so dumm sind und da auf uns schießen, wenn wir so viele Leute sind, Alter. Das wäre ja richtig dumm. Ja, aber wenn die halt, ne? Wie sagt man so? Alles gut, Mann, alles gut, passiert nichts. Bruder, wir reden nur. Da wird nicht geschossen. Und ich sag das auch nochmal, Cousin, hörst du? Cousin, was denn? Wir gehen jetzt da mit mehr als 8 Leuten hin. Ich will nicht, dass du da irgendwie einen Ausraster kriegst und da anfängst zu schießen, weil. Wohin denn? Bei wem? Zu Tschetschenen. Hast du verstanden? Okay, Cousin, okay. Okay. Cousin. Pack die teuren Autos aus, leg das mal auf die Linie. Let's go, Jungs, let's go! Trödelt hier nicht rum, wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit. Ich brauch nochmal deinen SQ5. Ja, den pack ich dir aus, komm. FX, Bruder, ich küsse dein Herz. Dein Herz. Vielen Dank für dein Abo, Bro. Herzlich willkommen im zweiten Monat. Ey, mach gut, schlag ein. Bruder, Cross, ich kann nicht auf Cross, Bruder. Ey, doch, na, schlag ein. Aber wir bekommen Auto. Nein. Na komm, da vertrau mich. Stellt euch mal eine Reihe auf, die wo mitkommen. Ich muss einen Überblick haben. Genau, der M2 noch. Komm, der M2 noch. Die Bikes ganz hinten. Stellt euch eine Reihe auf, ich muss einen Überblick haben. Q5. Okay, pass auf. Q5 ganz nach vorne. Q5 ganz nach vorne. Hashtag Fischmeck. Stell dich nach vorne. Als zweites kommt Urus, dann kommt M2 und dann kommt G-Klasse und dann hinten die Bikes. Das macht voll Spaß, Lan, so organisiert, so ein bisschen. Jetzt müssen wir ein bisschen Organisation reinbringen, weißt du? Ja, Q5 muss echt gefärbt werden, Digga, hab ich voll vergessen. Wo ist die G-Klasse? Raff, wo bist du? Nein, mehr. Alles klar. Was sagt der? Der meinte eine Minute, Bruder. Achso, okay. Sehr schön. Das sieht gut aus. Okay. Im M2 steigt einer bei M2 ein. Dann jemand noch zu Q5. Jemand noch zu Q5, zu Fischmeck. Steigt schon mal ruhig ein. Ich fahr den Urus. Komm, Mammut, komm. Ja, der ist gut. Lass Miami, Bruder. Genau. Ja, komm, fahren wir zusammen, Mahmoud. Mahmoud, du kannst mit Mahmoud fahren, ja, richtig? Okay, sehr schön, passt. Toni, fahr mal, Bruder, du kannst richtig krank fahren. Aber ich hab ein bisschen Dings. Ich hab meinen Aspirin nicht genommen. Raff, hol deine G-Klasse raus, komm. Hol deine G-Klasse, Bruder, pack das ein, hol deine G-Klasse raus. Mach ich mal. Okay, da passt. Hast du viel? Ich hab. Komm her. Okay. Komm, M2. Ey, Farud. Ey, Fischmeck. Ey, kann ich ganz kurz Powernap machen, ganz schnell? Achso, Hero. Ja, mach dann schnell. Mach. Farud, hast du einen Hero für Raff? Ja, komm her.
So. Was hier gerade? Cousin, gibst du mir ein Hero? Ja, wo bist du, Cousin? Welches Auto? Hier vor dir. Warum, was ist das? Nee, Bruder. So? Was scheiße. Fahrrad, Bruder, ich glaube, du hast mir den falschen zugesteckt. Nee, ich hab die gegeben. Ach so, ups, so, sorry. Ich bin der Raff, Bruder. So. Cousin, du hast mir noch keine gegeben. Ja, ja, ich hab aus Versehen falsch gemacht. So. Danke dir, Jan. Alles gut, Bruder. Ja, Fischmeck muss kurz sein Spiel neu starten. Der hat irgendwelche Probleme, dann geht's los. Okay, Raff, dann noch G-Klasse ausparken, dann passt das. Und dann warten wir noch kurz auf Fischmeck, der hat kurz Powernap gemacht. Bruder, wären wir doch jetzt nur offiziell an, dann hätten wir jetzt so Alter Mann, Wallah, Digga, ich, mir fehlt das voll. Der G-Klasse hinter mir und der Bleib 2 hinter dir. Und dann machen wir noch schöne 80er Kolonne. Man kann die auch für irgendwie offiziell machen, ich weiß nicht, Digga, ja, irgendwann. Ich gehe so lang kurz pissen, bis André kommt. Was habe ich wieder verpasst, Lan? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Fail Happy, was passiert, Digga? Ja, Mama Nakoim, warum verpasse ich jedes Mal die Scheiße, Digga? Meter, haha, was für Meter? Sehr viel, Mama Nakoim. Fischmeck, ist Fischmeck da? Nein, negativ. Okay. Die Jungs, habt ihr gerade. Ich war gerade voll am Handy beschäftigt. Habt ihr gerade irgendwas Witziges so gemacht, vielleicht? Eigentlich. Nein, Bruder. Ah, oh, okay, alles klar. Aber da der Fischmeck ist da, glaube ich, links ist ohnmächtig. Ah, ja, der ist da. Okay, sehr schön. Hops genommen. Heine Mackfisch. Ihr habt mich hops genommen, ne? Kleiner 31er. 30er. So. Okay, Bruder, brauchst du noch Heroin? Ja, bitte. Warte. Okay. War ganz schnell zu schaffen. Perfekt, danke. Hol ein paar Verbände. Ja, ja. Wer ist gerade losgefahren? Fährt los, ich hol euch ein. Ich bin ganz kurz Verbände geholt. Okay. Wie lange das dauert zum April? Haben wir schon 1. April? Nein! Wir haben den 1. April, Lan! Seit wann? Seit 28 Minuten, Lan? Oh, ihr habt mich hops genommen, Morch, bei April, Lan. So,
Sascha, mach mal eine Wette. Hau ich einen April, wird's heute noch raus, ja oder nein? Hau ich einen April raus, ja oder nein? Werde ich noch einen Aprilwitz raushauen, ja oder nein? Mach mal eine Wette. Okay, alle ready? Yep. Okay, mit 100 km/h fahren wir zu Tschetschen. Fischmeck fährt voraus. Ah, warte, Bruder, mein... ich fick diese Lamborghini. Steig mal kurz alle aus. Voila, diese Lamborghini macht Auge, Alter. Das funktioniert auch nicht mehr so wie früher. Okay. Okay, ich jetzt. Sag, du, ich shot, Cousin. Okay, let's go. Verrot, Bruder. Ja. Wir haben doch aber Geld angenommen, um die wegzuwichsen. Ja, wir wichsen die auch weg. Wir gehen da jetzt nur hin, um eine Ansage zu droppen, Bruder. Fahr mal gescheit, du Bastard, bevor ich dich fick das nächste Mal. Verdammte Scheiße, nimmt der uns einfach die Vorfahrt. Und der fasst einen Kratzer. Komm doch mal hinter dir, Schatz. Salam alaikum, alaikum salam. Setzt euch, wollt ihr was trinken? Nein, danke. Trink was. Olai, trink. DRB Blauer Kreis. Ah, Dr. Blauer Kreis. Lan, ich wusste nicht mal, dass du streamst, Lan. Seit wann streamst du? Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für deinen Host. Wallah, ich wusste nicht mal, dass der streamt. Ach, er ist von Mokros. Nein. Wallah, das wusste ich nicht. Ja, ja, fahr einfach rein, Bruder. Scheiß drauf. Komm, wir parken hier so. Natürlich. Okay, wir bleiben mal hier so stehen. So, das sieht schon mal gut aus. Keiner da, ja. Keiner da. Die machen Urlaub. Doch, da hinten ist ein Motorrad. Ja, steig rein. Jungs, vielleicht sind die hinten. Passt auf, Jungs, die können direkt auf uns losballern, wie wir verstehen. Ja, die sind da hinten. Aber wir Jungs, nicht schießen, ne? Wir gehen nur hin, um Ansage zu droppen. Sag nur, wir wollen reden. Ach komm, Alter. Was denn? Ja, keine Ahnung. Wer das ist? Es ist. Sieht wie Wasser aus. Achso, alles gut. Geht da weg. Scheiß drauf. Kommt wieder ins Tschetschenenviertel. Young Money right here. Nein, das stimmt nicht, Digga. Die Bars dürfen niemals in Ulm wieder öffnen, Bro. Niemals. Ich küsse dein Herz. Danke für deine 100 Bits. Aber niemals, Bruder. Niemals. Nein, Bruder, wir können nur Ansage machen. Mustafa Irmak, ich küsse dein Herz. Aber die Frage ist halt, wo sind die? Warte kurz, Sascha. Wie viele haben wir auf Ja, wie viele haben wir auf Nein? Also ich würde vorschlagen, lass mal erstmal mit Cousins reden gehen und dann schauen wir später nochmal vorbei. Ja, das können wir auch machen, Bruder, aber ich habe die Nummer von Richie nicht. Dann ruf einen anderen von den Cousins an. Ich hab auch keine Nummer von Cousin. Hast du die Nummer von Jürgen? Ja, aber Jürgen ist nicht da. Wo fahren wir hin? Ja, wir sind von Cousins, oder? Oder wir fahren mal ins Unicorn. Komm, dann lass mal kurz ins Unicorn. Folgt Urus. April. Ha. Hast mich gut wieder am Anderen. Ich verlaufe diese April jedes Mal rein, Land. Ich fall jedes Mal drauf rein, Land. Wollen wir da auf mit dieser April-Scherze? Wallah, ich mag sowas nicht.
Ja, aber ich habe die Nummer von dem Ding nicht eingespeichert, von Richie. Okay, die sind nicht vor Unicorn, dann gehen wir mal zu deren Anwesen dann einfach. Ich lass bei der nächsten, lass mal hier bei Würfelpark Garage Miami kurz drauf, der geht schlafen. Ah, schade, Alter, dass er schon so früh schlafen geht. Der kleine Bastard. Ja, wir hören uns morgen, mein bester Bastard. Also, fahr gut, schlaf gut. Schlaf gut, du kleiner Sträuch. Let's go, weiter, wir gehen weiter. Ich mag Vagus, warum nicht? Danach können wir zu den Mokros und die fragen, was das geben sollte. Ja, das hört sich auch gut an. Da kann man mal hinterfragen, was die kleinen Bastarde da meinen müssen, ihr ansagen. Ah, und Fischmeck. Ja. Findest du nicht, die sollten langsam eine andere Farbe fürs Auto? Weil das Rot, das ist ja unsere Farbe ja, jetzt. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, ne? Ich meine, das wirklich, nein. Das passt nicht. Ich habe Farbe Rot, das passt gar nicht. Okay, alles klar, dann haben wir da auch noch einen Grund, die jetzt gewisse Tage mal, sag ich mal, verbal zu erniedrigen und auch mit Gewalt, mit Waffen. Ding ist gegangen, Miami ist gegangen. Bruder, hast du irgendwie Asthma oder so? Bruder, mir geht's heute nicht gut, ja. Oha, was ist das da? Was ist. Ah, Autohaus, das ist ein neues Autohaus. Das ist ein neues Autohaus. Ja, Bruder, ich glaub dir, dass dir irgendwie nicht so gut geht, weil du hast irgendwie so Atemprobleme. Nee. Ey, kann einer mal vorgehen? Ich weiß nicht mehr genau, wo das Anwesen war. Einer soll mich mal überholen. Ich kann los, warte, ich freu mich. Ey, M2, mach mal einmal kurz dein Tempomat weg und. Ja, okay, passt. Warte, fahr bisschen langsamer, Bruder, der Kolonne. Ja, ich fahr langsamer vor. Nach rechts. Oder das passiert mir auch manchmal mit Atmen. Ich bin dann so voll nah und dann ist das bei mir auch so, dass das, hab alle Kanalpunkte auf Nein gesagt. Okay, warte, ich komme gleich zu der Wette. Einen Moment, erinnert mich noch kurz dran, wartet. Wieso springt der M2, Digga? Jungs, zieht am besten nicht die Waffen und wir ziehen auch die Masken aus, damit sie nicht denken, dass wir sie bedrohen wollen. Ja, das sowieso. Ey, M2, mach mal dein Tempomat an und aus. Hab ich, Bruder. Okay. Alles gut. Wir sind gerade da. Geh, fahr aber nicht rein. Oder? Nein, nicht rein. Nicht rein. Komm auf, Disrespect Basis, einfach reinfahren. Heide. Nein, nicht rein, warte doch. Ey, bist du der Parkwächter hier? Wo sind Moin, die Cousins? Ne, ich bin der Rechtsanwalt. Die Cousins sind gerade irgendwie ein bisschen verstreut. Hier sind ein paar auf dem Gelände. Ich kann mal gucken, ob ich welche finde hier. Ja, sag mal. Okay, wir warten hier einfach. Wie ist euer Name? Was kann ich ausrichten? Wir sind von Banner Music. Wir möchten reden. Ja, perfekt. Jo, ich geh mal gucken, ja? Alles klar. Und Rechtsanwalt sollten wir uns auch mal zulegen. Jo. Brauchen wir nicht. Ah. Ja, oder wir wichsen die Polizisten weg, hast du auch recht. Ja, doch, das ist gar kein Problem. Ich küsse doch dabei. Aus Prinzip, ich sag mal auf Bike drauf, ja. Was geht, The Real Kid? Was geht? Nein, ich hab keine Text. Guten Abend. Oh, ey, DiCapri! Salamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Salam.
So, du hältst jetzt euch? Die Fresse und steigst ins Auto. Nein, Spaß. Ey, die Kamu. Hör mal zu. Ist Richie da? Nein, Richie ist nicht da. Weißt du, wann er kommt? Nein, nein. Ich weiß gar nichts. Bist du hier alleine da? Ja, ich bin alleine. Funkcheck, dann ist hier. Hm, okay. Hey Juti, wir wollten eigentlich mal quatschen, wir wollten einmal einfach mal quatschen, aber wenn er nicht da ist, dann was, da hat sich, dann müssen wir das Gespräch auf nächste Tage verschieben. Worüber wollt ihr denn reden? Ja, also über einige Sachen. Gibt viel zu quatschen. Okay. Nee, momentan bin ich nur da. Wo ungefähr? Mhm. Ja, dann melde dich, wenn die anderen noch da sind. Meinte der Rechtsanwalt nicht, dass ihr da seid? Der Rechtsanwalt hat gesagt, ich bin da, ich bin hier. Habt ihr gesehen, da hinten ist einer in Gebüsch gerannt. Ja, wie gesagt, also warte, gib mir mal die Nummer von Richie. Oh, ich hab die selber nicht, Bruder. Ist jemand rumgerannt? Na, scheiße, Alter. Wie kannst du deinen eigenen Ding sein, nicht die Nummer? Ich dachte mir, was ist los mit dir? Nicht verteilen. Ja, so ist das halt. Ich will, check mal das ab. Auf jeden Fall, ihr fährt nicht mehr auf das Feld hoch. Ja. Sonst wird wieder gescheppert. Nein, Spaß, wir klären das erst später. Aber die Capri. Ich glaube, diese schwarze Pulli, in weiß wird die dir besser stehen. Dann bist du unser Alboboy 17. Ey, die Capri, ohne Scheiß, ne? Es ist auf jeden Fall ein Platz als Alboboy 17 frei. Alles klar, Bro. Da steht einer mit AK, steht um die Ecke. Alles gut, Jungs. Alles gut, Mann. Bleibt hier. Wir kommen hier in Frieden. Alles gut. Was macht ihr da? Sag deinen Jungs, die brauchen nicht mit AK zu kommen. Wir sind hier wirklich in Frieden. Keiner von uns bewaffnet. Ja, ey, Jungs. Nichts machen. Nein, ihr braucht gar nichts zu machen. Nein. Hast du die Nummer von Richie? Nee, hab ich nicht. Mein Cousin Opus ist gerade von dort vorbeigefahren. Warum hat hier keiner die Nummer vom Richie, Alter? Das kann doch nicht. Ist er so einer, der nie seine Nummern hergibt? Ich hab nur Funknummer, aber keine Telefonnummer. Vertrauensproblem. Ich hab aber Bre. Hey, Meister Proper, was los mit dir? Verdammte Scheiße. Jumper, danke schön für deinen zweiten Monat, Bruder. Istanbul. Ich küsse dein Herz. Ich bin der Weihnachtsmann. Was geht bei dir, Jumper? Seid ihr auch eine Fußballmannschaft geworden, Fahrrad? Nee, was heißt Fußballmannschaft? Wir sind halt so... Das sind alles Signer von mir, Bruder. Die werden alle Rapper. Können die wenigstens paar Lines kicken? Nee, das Einzige, was gekickt werden soll, ist Richie sein Hintern. Der soll mal sich hierher bewegen, Mann. Wir möchten mit ihm quatschen, Bruder. Ich könnte mit mir sprechen. Weiß nicht. Was soll ich ihm beichten? Sag einfach, Farhut will mit dir sprechen. Sag so. Okay. Und er soll mich anrufen und vielleicht auch SMS schreiben, dass ich deine Nummer habe, weil es ruft mich manchmal welche an und ich muss dann immer wegdrücken, weißt du? Ja, ich verstehe. Alles klar. Bruder, wenn die nicht Nummer geben wollen, geben sie nicht. Was soll ich machen? Ich kann sie ja nicht zwingen. Oh, sorry. Ja, okay, dann war's das auch einfach. Dann war's das jetzt mit der Cringe-Unterhaltung. Die Stimmung hier ist ja noch mehr trocken wie Lars seine Frauen, wenn er die anmacht. Ja, der Anwalt muss doch bestimmt die Nummer haben von mir. Ich denke auch, das ist richtig Fremdscham. Kringe. Ja, richtig. Von dem Anwalt. Ich hab grad versucht, den Richie zu erreichen, ich erreiche den leider nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist jetzt mit dem Gespräch. Ich glaube, da sollte Richie dabei sein, oder? Ja, normal muss der Richie dabei sein. Von was rede ich gerade? Genau. Gibt es irgendwie einen Kontakt, den ich weitergeben kann, wenn wir ihn antreffen, dass er sich bei euch meldet? Er hat schon den Kontakt zu Richie. Richie hat ja meine Nummer, aber wenn du seine Haut. Nummer hast, dann kannst du sie mir geben. Da steht er nicht so drauf tatsächlich. Also ich würde ihm das gerne ausrichten. Ich habe doch seine Nummer schon gehabt. Ich habe sie nur gelöscht, weil ich mein Handy zurückgesetzt habe, weil ich zu viel mit Frauen Kontakt hatte und dann musste ich alles zurücksetzen. Ja, nee, aber das mache ich leider nicht. Das tut mir leid, Nummern gebe ich grundsätzlich nicht weiter. Deswegen, aber ich richte ihn das gerne aus von Farhut, wenn ich ihn sehe heute Abend und ja.
Okay, alles klar. Wenn ihr Rechtsanwalt braucht, der Recht in ihrem Mir ist guter Rechtsanwalt. Und heißt Link, also es trifft sich gut. Nee, wir hatten schon mal zu tun mit deinem Link. Wir hatten schon mal zu tun mit deinem Link. Mit sowas wollen wir nicht wieder haben. Ja, ja, ich hab das. Ich muss echt sagen, mein Nachname, der ist echt scheiße. Das ist ein voriger Link hier in der Stadt, hat ja einiges kaputt gemacht, scheinbar, und ich versuch's wieder aufzubauen. Ja, aber das ist mir eigentlich scheißegal, Bro. Oh, diesen Namen kann man nicht mehr aufbauen, der liegt schon auf dem Boden, wie Fliesenleger. So ein Scheiß. Ja gut, dann würden wir uns mal wieder abmachen, und wenn der Richie da quatschen möchte, dann soll er quatschen. Und vorerst, sag ich mal, bleibt ihr weg vom Heroinfeld. Alles klar. Viel Spaß. April. Bis später. Der Sechser, mein Zip ist gleich in dir drin. Jungs, warum ist hier noch ein Crossbike? Wieso fährt den keiner? Ey, das ist doch ein Crossbike. Bruder, scheiß drauf, die werden uns schon nicht angreifen, egal was die Form. Lass mal nochmal bei den Tschetschenen vorbeischauen. Lass mal zu Tschetschenen und dann zu den Mokros. Ah, stimmt, Bruder, wo waren Mokro, ihr... Ah, okay. Alles klar, ja, dann lass zu Tschetschenen, fahr du vor, Fischmeck, ich fahr dir hinterher. Da wo die Cousins unsere Cousinen gemacht haben. ja, ich weiß. Oder noch ein Tipp. Ich weiß, Bruder. Ich hab das auch einmal gehört, dass man immer zwei Personen sitzen soll. Ich weiß schon. Okay, ja, genau, jetzt. Was war die Wette? Werde ich heute noch einen April-Scherz machen? Es haben wie viele auf Ja getippt? Wie viele haben auf Ja getippt? 88%. Okay, Sascha, du kannst auflösen. Ich hab euch, nee, ich werde keinen April-Scherz machen. Ich werde keinen April-Scherz machen. Kannst auflösen, die anderen haben gewonnen. Ist schon aufgelöst. Warum? Warum hast du Wette aufgelöst? Hä? Du hast doch schon einen gemacht. Nein, Digga, ich wollte eigentlich selber sagen, Bruder. Ja, du hast mich gefickt, Bruder. Du hast mich gefickt. Sehr hart. Bruder, Wette niemals auflösen. Wenn ich eine Wette mache, Bruder, ich löse immer selber die Wette auf, okay? Ulan Sascha, ja. Bruder, ich löse immer, wenn ich eine Wette starte, immer bin ich derjenige, wo Wette auflöst. Wenn ihr Wetten macht, macht was ihr wollt, Bruder. Dass du Bescheid weißt für nächstes Mal. Ich küsse deinen Augapfel, mein Schnuggi. Bruder, gegen Sascha kein Hate, gegen auf ihn kann ich nicht sauer sein. Serot, Bruder, ich küsse dein Herz. Danke für deinen zweiten Monat, Bruder. Wettbetrug im großen Stil. Naja. Das ist wieder ein Grund, dass Onkel Mert auf jeden Fall spammen muss, der kleine Frankfurter. Ulan Sascha. Ich hab euch gegönnt, chillt mal. Pralo, dankeschön für deinen Monat, Habibi. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Sascha, kannst du Onkel Mert und Blocks Timeout geben? Aber doch, wenn ihr schon spammt, dann macht slow weg, dass die Jungs auch spammen können. Gib denen einen Timeout. Nein, weil sonst wieder der Emot-Status weg. Das will ich nicht. Hört auf, Walla. Spammt nicht zu viel, Moruk. Das regt die anderen Leute auf. Walla, Moruk, Mods, auch Onkel Mert, Walla. Spaß beiseite. So 4, 5, 6 Mal kannst du reinspammen, aber nicht zu viel, Digga. Das ist unangenehm für die anderen. Ey, das kann doch nicht sein, dass sie wieder nicht da sind, Alter. Was ist los mit denen? Sind die wieder abgehauen oder was? Vielleicht undercover ein bisschen unterwegs. Entweder das oder die sind jetzt müssen wir die suchen wie unsere Cousinen. Ey, ich hab keinen Bock auf diese Suchfilme, Mann. Warum ist nicht mal einmal jemand da, den man da sucht, Alter? So wie zum Beispiel der Bastard hier vom Vatos Locos, den gerade vor uns. Fragen wir halt die Vatos Locos, wo ihre Nachbarn sind. Da, schau mal, wieder ein Bastard vom Vatos Locos. Sollen wir zu den Mokros? Ja, fahr, Bruder, ich fahr dir hinterher. Oder warte, Ding, wer sitzt gerade mit mir im Auto?
Oh, wir haben nur schlechte Fahrer, Bruder, hier im Auto. Ja, Bruder, bei mir lieber nicht. Bruder, ich will Beifahrer, ich hab Kopfschmerzen. Walla, warum fahre ich hier selber? Ich bin Millionär, ich hab's geschafft und muss hier selber fahren. Fahr gut. Ja. Ich muss mich verabschieden, ja, ich hab Termin morgen früh, weißt du. Okay, Bruder, pass auf dich auf. Ich denke nicht, dass noch was passiert, du hast hier eine Truppe bei dir, gell? Alles gut, Bruder, wir sind immer noch mehr Leute, alles gut. Also, ich küsse dein Herz, bis morgen, Bruder. Hau rein, Bruder. Bis morgen, Jungs. Ey, Jungs, kann einer von euch... Ey, komm zurück, Fischmeck. Scheiß drauf, komm zurück. Kann einer von euch von der G-Klasse den Urus fahren? Wo sie gehen willst du? Ich kann fahren, wenn du willst. Gar kein Problem. Nee, du bist hier auf Cross. Ah, einer fährt schon. Ey, Jungs, was macht ihr da hinten? Hab ich irgendwie gesagt, ihr sollt dem hinterherfahren, dem kleinen Bastard? Scheiß auf den. Wir haben jetzt Mokros im Visier. Wir haben denen nur mal kurz gesagt, wenn die wollen, dann können wir die auch schnell wegbrettern. Ja, passt. Egal, fahr zu Mokros. Was läuft, Chat? Was läuft? Sudar, was geht, Bruder? Jetzt? Dekan, danke schön. 14.03 für deinen ersten Monat. Ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Bruder, wer uns jetzt hinterher fährt, muss lebensmüde sein. Das sag ich dir. Ey, Fischmeck! Ja. Los. Ja, lass den noch ein bisschen, vielleicht fährt der Richtung. Genau. Was meinst du, was sollen wir rausschlagen von dem Mokros jetzt? Was sollen wir da verlangen? Ich würde sagen, Autos färben und... Und zwei Tags oder drei. Zwei, drei Tags hört sich gut an, ja. Ja. Das hört sich gut an. Und vielleicht noch ein, zwei T-Shirts von denen. Ja, wenn die sagen, wir haben keine Tags, spontan schauen, was sie anhaben, dann sollen die Geld geben. Die sollen Geld geben, Cousin. Ich brauche Geld für mein Brot, denn mein Magen ist leer. Nielsen Han, schlaf gut. Der hat gerade gefunkt. Ich habe ihn. Werden einfach einige Leute bevorzugt, aber Halas. Wer wird bevorzugt? Ja, lass ihn hochfahren. Aber ich fahre in der Lift. Warte, fährt er uns immer noch hinterher? Ja, wir sehen ihn im Rückspiegel, ja. Okay, komm, lass ihn mal einhalten, oder? Ja, fahr mal irgendwo an. Folgt dem Q5, folgt dem Q5. Ja. Fahr zum Ententeich. Da ist ja so ein Kreis. Fahrt ihr geradeaus, wir bleiben hier stehen kurz. Fahrt ihr geradeaus, ja. Cousin, machen wir jetzt, ballern wir die weg, oder was wollen wir jetzt von dem? Warte. G-Klasse, wo bleibst du? Licht aus. Hab ich. Hallo, Rob. Wir warten kurz ab hinten, aber ist okay. Ich fahr dann Licht, das noch auf. Du musst mal ganz kurz auf jeden Fall danach tanken mit dem Bug, ja? Ja, wo ist die G-Klasse, Jungs? Die fehlt. Wie, du fragst ihn, ob alles in Ordnung ist. Wer hat dir das denn gesagt, Alter? Ich glaube nicht, dass FIB Welle macht. Was ist denn neu? Ich hab keine Ahnung, was neu ist. Jungs, was ist das Sache? Ja, keine Ahnung, warum die alles stehen bleiben. Alles gut, ja, kurzer Unfall, Bruder. Okay, Jungs, dann fährt uns doch jemand hinterher. Dann guck mal bitte dann, wenn das nicht gut geht oder so, keine Ahnung. Alles gut, Bruder, ich bin konzentriert, alles gut. Aha. Mr. Schlafgott. Können wir ganz kurz einen Zwischenstopp setzen? Ich muss auf jeden Fall mein Bike tanken. Scheiß drauf, ich kenn das Bike, das geht noch lange. Okay. Später, Mo. Jungs, hier links oder runter weiter? Ja, links. Links, Bruder. Ich schenk Abo ein geileres Auto. Das ist meine Investition. Nein, heute kein 12er, Bro. Das Ding ist, wenn Fischmeck aktiv wäre, würde ich ihn direkt 11 machen. Aber ich glaube, Fischmeck ist doch ein Mensch, der hat nicht Bock auf sowas. Der will nur shooten, so. Weißt du, wenn es ankommt, der ist so Soldat, so. Er will nicht in eine Führungsperson sein. Rechts, ne? Ja, Bruder. Und dann die erste links. Das Stream ist voll mit Fit, ne? Meinst du?
Ich war schon lange nicht mehr im Gefängnis, hast du recht, Digga, hast du recht. Ist auch jetzt schwierig reinzukommen. Aber wohl, oder FIB kriegt das schon hin. Walid, ich küsse doch deine Augen, Bruder. Dankeschön für deinen dritten Monat. Herzlich willkommen, Bro. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Support. Ich küsse dein Herz. Die Bikes sollen links hochfahren, die Bikes. Fitner gehört zu meinen Hobbys. Also alle Bikes, die wir haben, fahren dann links hoch. Du warst lange nicht mehr im Anwesen. Wallah, sehr lange. Warof, ein Mudi, sehr lange. Ja, John Elver wäre auch nicht schlecht, aber die müssen sich erstmal noch viel besser kennenlernen, die Jungs. Weißt du? Viel, viel besser. So, noch ist frisch. Bin ich? Kannst du auf den Berg hoch, ja? Ich lasse heute Onkel Mert wieder auf Couch schlafen. Warum dann? Welches Auto willst du Cousins geben? Achso, Cousin. Muss ich gucken. Moruk, ihr seid so voll schlimm, Lan. Ich bekomme SMS nach einer Sekunde. Ihr schreibt SMS. Moruk, was ist los mit euch? Tschüss. Wallah, ihr habt Meta seine Mutter gef. Schick mal das aus, Jungs. Hallo, seid ihr da, ihr Lutscher? Michael. Hallo, klein Gahberry. Wer ist das? Ich bin die Kanker von dem Mokro. Ist keiner da, Cousin? Nein, Cousin, hier ist keiner. Hm. Nur die Tanker von denen. Das ist aber mal komisch. Komisch, Jungs. Irgendwie jeden, den wir heute suchen, haut vor uns ab, Alter. Das ist natürlich echt schade, Alter. Hm. Bloß, wenn wir das PD suchen, sind sie auch nicht da. Weißt du, seid ihr im Ferrari? Ey, irgendjemand ist in deiner Villa, Bruder. Oder seid ihr das? Weil hatte so rote. Ey, Jungs! Jungs, ach, Jungs! Heide, Leute heide, mit roten Klamotten sind in meiner Villa. Okay, go, go, Villa. Oh ja. Warte, Memo. Direkt, Bruder, bei Villa gibt's keine Ansage. Cousin! Warten wir alle hinterher. Alle. Jungs, die Bikes sollen dann wieder berghoch. Hey, wir gehen da einfach komplett rein. Okay. Komplett, Bruder, gar nichts, gar nichts. In meiner Villa wird nicht diskutiert. Gib ihm, Bruder. Und jetzt gibt's Jungs Vollgas, ja? Ja. Bitte die Bikes schon aufpassen, sondern das wegen dem Unfall. Gehen die einfach in meine Villa, Bruder? Ich dachte, die wissen, dass man da nicht einfach reinspaziert in anderen Leuten ihr Haus. Warum macht man sowas? Wir sind auch in deren, Haus reinspaziert. Ja, aber die haben auf die Fresse bekommen. Ja, und das sind Bastarde, Bruder. Ich bin kein Bastard, weißt du? Warte, Bruder, mit dem Audi. Ich fahr mal ganz kurz. Aha, da ist einer. Ey, bleib hier stehen, aufsteigen. Und wo habt ihr den gesehen, Jungs? Kommt, Jungs. Ein passt auf. Passt auf Gebüsche auf, Gebüsche. Passt auf Gebüsche auf. Ey, hier in der Stadt neben uns, in diesem Dorf, voll viele Bikes stehen. Zusammenbleiben, wir gehen runter, wir gehen von rechts rein. Jungs, checkt jede Schippe von hinten, ich bin von hinten rausgekommen. Okay, sehr schön. Die Garagen? Brettet die weg, diese kleinen Pisser. Wo?
Cousin, aufpassen, bleib bei mir. Hab beide. Sehr schön. Der lebt noch. Ich hab ihn nicht bekommen. Kameramann in Action. Dana. Nein! Abi! Wer ist es? Nee, Jungs, das war Ami. Ach, ey, komm, Bruder! Digga, wo kommt der, Digga? Jungs, der weiß! Doch der andere Gegner. Weiß, merkt euch, weiß. Warum knallt ihr immer? Warum muss immer einer von uns liegen, Bruder, wer von uns gekillt wird? Ja, Sigrid, ja. Mann, noch immer ficken wir unsere selben eigenen Teammates, Lan. Check mal die Garage ab, Jungs. Raus, eine raus. Wo raus? Der war unten beim Pool. Ist raus, bei Abu Jihad. Check mal die Garage ab. Komm, Jungs, wir pushen die Garage rein. Alle gemeinsam. Die Wohnung rein. Check die Wisch ab beim Haupteingang, Jungs. Alter Modok, wieso André wieder am Anakrim? Ja. Einer oben, glaube ich, erste Shot. Wohnung. Jetzt fühle ich mich scheiße, Bruder. Ich habe meinen eigenen Mann abgeknallt, Alter. Auf was schießt du, Bruder? Achso, okay. Schüsse hinterm Haus. Hinterm Haus, Jungs. Wo ist der genau? Asozialer Marokkaner! Shane, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Wo ist der genau? Der ist rechts, genau da. Ja, genau, oh, genau. Im Schlafzimmer, wo ich wahrscheinlich auch sein Freundin gefickt hab. Was gefunden wird, oder? Hab einen, der ist raus. Im Schlafzimmer, da ist einer raus, Schlafzimmer. Ja, stark. Überall verteilt, pass auf. Ja. Ja, eigentlich in der Wohnung, aber. Also. Mit Helm trotzdem liegt er, was ein Idiot. Was für ein Lappen. Sag, mach mal Platz. Eng, Bruder, ich küsse deine. Okay, dann haben wir heute Mokros gefrühstückt. Ja, danke für dein Abo, Bruder. Ja, oder? Ja, liegen alle. Warte, einer ist noch übrig. Seid euch nicht sicher. Ich bin im Haus drin. Jungs, ich bin genau vor der Villa in den Gebüschen drinnen. Nein, das ist nicht so. Cousin, schau mal ganz kurz in die Büschen oder so, ja? Wohnung war auch was, aber. Ist raus. Komm hier runter, komm. Guck mal, wo die sich verstecken können. Ich hab dich nicht verstanden, Memo. Ja, und guck jetzt. Guck hier diese Busch und so, pass auf. Jetzt gibt's kein Alle liegen von Fischmeck, Digga. Ist er noch mehr? Jungs, vor der Villa, wer ist das, wo schießt mit Tech? Studio, ich brauche Unterstützung. Ich komm. Wo ist er? In Polen. Komm. Er ist hinter dieser Glasscheibe. Pass auf, der kann durch die Glasscheibe schießen, pass auf. Ja, pass auf. Warte, ich push rein. Nee, komm. Was? Hinter Tür, glaube ich. Leg. Mann, ist alle. Ey, kann man nicht durch die Glasscherbe schießen, oder? Nee, Bruder, ich hab grad versucht. Ey, die haben mein Studio gefickt, Mann. Bruder, diese Villa ist eklig, Digga. Wir gehen nochmal die Räume durch. Jungs, ist es euch aufgefallen? Die haben dieselben Klamotten angehabt wie wir. Wer ist das, Alter? Wer sind diese Bastarde?
Vordergang. Wo Vordergang? Es wird geschossen vorne. Wir kommen nach vorne. Ja, ja, das war voll mit der Depo-Flash. Check trotzdem alles ab, Jungs. McDonald's vielleicht. Keine Ahnung. Wer war das, Digga? Wie konnte ich meinen eigenen Bruder abknallen? Ja, ich hab schlechtes Gewissen. Digga, wie viele liegen da, Jungs? Bruder, diese Villa, ich sag euch ehrlich, diese Villa ist schon eklig, wenn hier Leute verteilt sind, die kommen von allen Ecken. Wir müssen bei sowas immer zusammenbleiben eigentlich. Einfach Zweierteams, Bruder. Wer sind die Sezo? Kennst du diese Bastarde? Wer ist das? Was ist das für ein Helm? Das hatten doch damals die OGs. Du hast ja, Bruder, irgendwelche Fanboys. Wo, Jungs, wo? Alles gut, wir haben nur auf Leichen geschossen. Diesen Reifen wollte ich sowieso nicht mehr. Ich glaube, ist sauber hier. Ja. Ja. Mann, Aquim, schon wieder kein Kill, Digga. Polizei fährt vorbei, Jungs, voraus. Ja, ich kümmere mich drum. Lasst uns mal ein MD holen. Ja, nimm mal die Jungs zusammen, lasst uns MD gehen. Ich hab die alle beim Eingang abgesetzt, also direkt beim Eingang, wenn man reingeht. Jungs, ich muss schnell Ahmed zum Ding bringen, ja. Ich hab Dispatch geschickt, vielleicht kommt ich. Zieh nicht mit Waffe, Bruder, da ist Polizei, zieh nicht mit Waffe. Sag, wir machen Übung hier. Abu, wo bist du? Komm, wir bringen Fisch mit. Hey, was ist los, Mann? Alles gut. Hallo. Wir nehmen nur auf. Kann man euch helfen? Ja, die Frage ist, kann man euch helfen? Fallen die Herrschaften? Ja, guten Abend. Martin ist Irene von unserer Haustür. Guten Abend. Kann man ihnen helfen? Die kleinen Geringverdiener. Ja, wir haben hier gerade mehrere Schüsse gehört, auch von Langwaffen. Ja, das war... jetzt einmal gerade hier überprüfen, was hier los ist. Wir tun im Tonstudio diese Schüsse aufnehmen, damit wir das in unser Beat einbauen können. Dankeschön für deine 500 Bits. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Danke, sorry, wenn ich einen vergessen habe. Mustafa, danke für deinen Euro, Bruder. Wir haben die Schüsse wahrgenommen, das reicht erstmal. Nein, ohne Durchsuchungsbefehl kommt keiner rein. Ach so, sie wollen da jetzt rein, meinen sie? Ja, nur um sicher zu gehen, dass auch alles in Ordnung ist. Ja, sie dürfen natürlich rein, Herr Officer. Was ist das für eine Frage? Nachdem Sie mir den Durchsuchungsbefehl gezeigt haben, dürfen Sie da noch natürlich rein. Natürlich brauchen Sie den, nennen Sie das eine 14. Schau mal, weißt du, wofür die 7709 steht? Wofür? Das ist die Anzahl der Frauen, die ich da drin schon gefickt habe. Deswegen habe ich da diese Zahl genommen. Und ich habe natürlich auch einen Haufen Geld für die Villa gezahlt. Und ohne Durchsuchungsbefehl können sie da nicht rein, Alter. Das geht leider nicht. Aber es besteht Gefahr im Vollzug, würde ich jetzt sagen, weil Schüsse gefallen sind. Also dürfen wir da rein. Besteht gerade irgendeine Gefahr? Fühlst du dich gerade irgendwie... Ist eine Gefahr für dich da gerade in der Luft, ich oder? Weiß ja nicht, wenn sie nichts zu verbergen haben, dann können wir mal eben... Das ist ein Privatgebiet und schauen Sie mal. Das natürlich distanzieren wir uns. Das ist ein Roleplay, Jungs. Ihr wisst Bescheid. Also, nee, Jungs, tut mir leid. Also, ja, wird leider nichts, Jungs. Ohne Durchsuchungsbefehl kommen sie da nicht rein. Ja, kleinen Moment, den besorgen wir auch. Okay. Wir schießen in unseren eigenen... Ey, Jungs, packt mal zur Sicherheit die Tech-9s in die Autos und nimmt die Leichen, wirft die ins Meer. Jungs, ganze FIB ist da. Alles ist da, FIB, alles. Packt die Leichen, wirft die ins Meer. John und ich bleiben vorne. Cousin, du machst das schnell. Pack alles weg, Tech-9 in den Q5. Jungs, ich tu alles. Tut alles in den Q5 rein, Jungs. John, bleib du bei mir? Ich hab den Q5 genau vor die Wohnung gefahren. Jungs, alle, hört mal zu, Jungs, ey, Funkstille. Alle Tech-9s in Q5, den Q5 packt ihr ein und die Leichen alle ins Meer. Ohne Durchsuchungsbefehl dürfen die doch nicht rein, Alter. Nein, wir lassen sich nehmen, bis nicht ein Staatsanwalt kommt. Okay. Er soll uns das bringen, mit einem Stempel. Skyline Batu, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für dein Host, Bro. Gehört hinher. Scheiße, Medic ist da, fuck. Ah, wegen Dispatch, ne? Warte. Ey, Jungs, unsere Leute. Cousin, fahr den Q5 mal weg, Bruder, ja? Cousin, fahr den Q5. Abend.
Warte, fahr den Q5 mal vor. Ich bin dabei, die Leichen wegzubringen. Okay, warte. Ja, aber was machen wir mit unseren Leuten jetzt? Unsere Leute bleiben vor der Tür, die tun wir behandeln. Wir sagen, wir haben hier so einen Spaßparty gehabt und der hat sich irgendwie zu viel Nase gezogen oder so. Locke, danke auch dir, Habibi. Danke, danke, Habibi. Ich küsse dein Herz für dein Geschenk-Abo. Wenn ich einen vergessen habe, tut mir ich leid. Ich hab den einen ins Maggie geworfen. Sehr schön, sehr schön. Kreis, danke schön für dein Prime-Abo. Ich will sich verteilen, für was? Hä? Die sind 20 Cops da, die verteilen sich. Ich komm mit Sniper, so bescheuert. Ja, ja, die gehen jetzt auf Dach mit Sniper, alles mögliche. Wir werden ja nicht. Schau mal, Bruder, was für ein Einsatz. Wallah, wenn Cousin Krieg macht, kommt nicht mal so viel mit Langwaffen und bei uns. Ja, guten Tag, Medic. Guten Tag, Herr Ben. Betsy. Benötigen Sie die Hilfe von uns, Medics? Tatsächlich hat einer der Brüder von uns ein bisschen zu viel Nase gezogen. Sie wissen ja, wie das läuft auf gewissen Partys. Die könnten die sich anschauen. Kann sein, dass sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ansonsten besteht da drin auch keine Gefahr. Okay. Das müsste ich einmal mit den Agents und den Officers hier abklären. Warte, ich frag nochmal. Ja, und nimm mal deine Hände runter, Mann. Wo sind wir hier? Wir sind hier nicht. Alle, ja, wir machen hier keine Genki-Dama-Welle. Komm. Wir tun doch nichts. Alles gut. Da. Adriano. Wollt ihr die Letzten rausspringen? Weil die Officers lassen uns nicht rein, wenn ihr verletzt habt. Ja, wir holen sie raus. Moment. Ey, okay, Jungs, wo ist denn der Junge, der wo zu viel gefeiert hat? Der wo von uns da ein bisschen jetzt gerade sich nicht ansprechen lässt. Holt den mal raus. Adriano, das gibt's doch nicht. Ich bringe Warte. Scott. Wir kommen von No Mercy. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ötzi, ja, wie danke schön auf jeden Fall. Und Kreis, danke für dein Prime-Abo. Ich küsse eure Herzen. Sag ihm viele liebe Grüße zurück. Ich küsse dein Herz. Wenn sie nichts dagegen auch haben, ein die Waffe Supporter, ja, Bruder. Wir fühlen uns ein bisschen bedroht hier. Wer hat denn gerade eine Waffe draußen? Ja, der Herr hier vorne, dann ein paar Kollegen da drüben. Ja, ich hab eine Waffe und ich darf schießen. Wo ist André? Ich weiß Hero, aber bei zwei Hero sagen die nichts. Wer hat auf die geschossen? Fischmeck. Wer hat das jetzt gerade? Irgendeiner von den Kollegen meinte gerade, dass er die Waffe draußen hat, weil jemand schießt oder so. Verstehe ich nicht. Alles gut, Herr. Ey, keiner soll hier irgendwie Ding, so No Mercy oder so hacken, zu viel so Drogen genommen, Leiding oder so. Ja, Mods, passt ein bisschen auf, bitte. Ich müsste ihn aber immer gleich. Passt bei sowas ein bisschen auf. Bruder, ich küsse dein Herz. Vielen Dank für deinen Raid mit 64 Rebern. Herzlich willkommen an alle deine Zuschauer. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich habe gerne alle Leichen ausgemischt. Mercy Army, Abo. Scheiße, Alter. Boah, Bruder, du solltest mal die Nase vom Kokain weglassen, Junge. Nehmen Sie einmal mit mir. Ja, ich hab dir gesagt, gib mir nicht so viel gemacht. Scheiße. Bruder, du kannst doch nicht jedes Mal immer so krass feiern, Alter. Ich hab dir das oft gesagt. Bruder, mir geht's gar nicht. Jungs, John, klär das mal kurz. Ich check mal kurz ab, was da abgeht. Alles gut. Wo ist der Q5? Warte. Lass mich den Q5 fahren. Ja. Ich pack den schnell ein. Oder nee, ich schließ ihn ab. Warte, ich versteck ihn. Da sind gerade die ganzen Tech-9s drin. Unsere ganzen Babys, Digga. Was geht, Jungs? Wo seid ihr? Wir sind vor der Villa, Bruder. Polizei macht gerade Razzia bei uns. Oder die dürfen die nicht einfach aufknacken, Bro. Wegen welchem Grund? Cousin. Ja, Cousin. Schau mal kurz, ob das einer von uns ist. Schnell. Wer? Wo? Achso. Warte. Ja, das ist einer von uns. Hey, Sezo. Meinst du, die würden den Q5 durchsuchen? Wenn er da steht, ich glaube schon. Wie komme ich mit dem Auto weg, Alter, von hier? Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ihr wisst doch. Oder du fährst einfach Garage, packst dich schnell rein und kommst wieder. Hast du alles hier beseitigt? Bruder, ich überleg gerade, wie ich mit meinem Q5 abhauen kann von hier. Lass mich fahren, Bruder. Nee, ich kann ihn nur einpacken, ich hab die Schlüssel. Komm mit, wir gehen zusammen. Sezo, bleib hier, Bruder, gib John ein bisschen Deckung. Nein, schau, ich sag dir, was wir machen. Ich fahr den, du versteckst dich hinten. Und ich fahr einfach damit raus. Bruder, ich kann ihn ja auch fahren, alles gut.
Ja, ja, aber die sollen dich nicht sehen, dass du wegfährst, Bruder. Bruder, da sind unsere ganzen Tech-9s drin. Wir dürfen da nicht die irgendwie die verlieren. Warte, lass mich fahren, Cousin. Lass mich fahren. Ich weiß, glaube ich, welchen Weg wir nehmen. Ja, steig ein. Was ist los hier? Steig ein, steig ein. Warte. Über den Strand kann ich auch nicht. Cousin, tu die Scheiben kaputt machen und flieg, das ist ein SUV. Nee, nee. Raff, geh mir deine Tech. Fahr einfach sofort, Bruder, fahr einfach schnell. Ja, ja, mach ich auch. Fahr nach links. Steig aus, Cousin. Warte. Steig aus. Okay, die Tech-9s sind sicher. Die Tech-9s sind sicher. Oh, ich hab noch eine bei mir. Die Cops, die FIB und so, alle draußen, ne? Steig ein, Cousin, steig ein. Pass auf, wir machen das so. Warte, ich fahr jetzt an dir vorbei, du gibst sie mir durchs Fenster. Ich hab okay, pack sie ein, tu sie in den Kofferraum und pack sie ein. Garage, Fahrboot. Warum, Bruder? Ich hab die Tech, Bruder, muss doch in den Kofferraum rein. Ja, ja, tu sie in dein Auto. Tu sie in dein Auto rein. Ah, okay, okay. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ja, die Herren. Und danke, immer danke. Langsam angehen. Herr Ben, ja. Ich bitte Sie, die Freunde dazu aufzufordern, langsamer zu machen. Ja, wir, ja. Schau mal, wir sagen das jedes Mal, aber wenn die Frauen da sind, dann übertreiben sie jedes Mal. Die ziehen die Koks einfach von dem Hintern weg. Ja, Bruder. Sie müssen verstehen, also das war eine heftige Party natürlich, ja. Sie müssen auch verstehen natürlich, also. Natürlich. So, alles klar, Jungs, komm, verpisst euch, recht langsam mit euch, komm. Hey. Wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit für euch. Nein, kleine Fanboys. Ich wünsche euch was. Komm, mach dich ab, du Bastard. Hey, bitte nicht so fest. Du, Album vorbestellen. Banner Music leben länger, hä? Nee. Ach. Hey, das ist gut für Twitter. Das müssen wir hinter dem Polizei. Bleib so. Ich mach von hinten ein Foto. Warte, ja, Bro, heb deine Hände hoch. Die Truppe wird schon geil, Digga, ja? Bis jetzt gefällt sie mir. Ey, sag mal, wieso geht da? Wieso kann ich den Kofferraum nicht öffnen? Stark, Jungs, ich hab Foto. Ihr kleinen Geringverdiener, nie wieder kommt ihr hier in meine Villa. Habt ihr das verstanden? Die Villa kostet mehr als das ganze PD zusammen. Verpisst euch. Verdammte Scheiße. Merkt euch die Hausnummer 7709. Das ist die Anzahl der Frauen, die ich da drin alle genommen habe. Vielleicht war auch die ein oder andere Freundin von euch dabei. Alles gut. Deswegen seid ihr wahrscheinlich auf Razzia raus. Ja. Bruder, ich hab für dich die gerecht, Bruder. Gemacht. Sehr schön, Jungs, sehr schön. Verdammte Scheiße, Alter. Kotzen die mich hier an. Geh mal rein. Wir sind sauber, ne? Wir sind alle sauber, Jungs. Sind die Cops weg? Hallo, hört ihr mich? Ja. Okay, sind wir sind Cops alle sauber. Nee, noch nicht. FIB und so ist hier.
Pack das Auto irgendwie da vorne, dass man weiß, dass jemand so aus ist. Na also, geht doch. Oh. Hey Cousin, hör auf, Mann! Mich? Abujad. Mit mir legt man sich nicht an, Amonacha. Hast du mich verstanden? Okay, Abujad. Ich rasier gegen den Strich, vergiss das nicht. Mit dem Strich? Mit Benzin oder ohne? Amonacha, ich hab mir gerade noch Verband gegeben gehabt. Du kannst gleich meine Glatze rasieren. Ey Jungs, wir sind frei immer noch nicht fertig. Wir sind immer noch nicht fertig mit Tschetschenen, Alter. Habt ihr gerade keine Nummer oder so von denen, Alter? Doch, ich hab eine. Ich hab mehrere Nummern. Ich kann dir eine geben. Bruder, warum sagst du das nicht gleich, Alter? Lässt du uns hier durch die halbe Stadt fahren? Ja, warte doch. Ich geb dir doch einen Augenblick. Gib mir eine Sekunde. Gib mir mal die Nummer. Warte. Gib mir mal eine Sekunde. Ich muss jetzt mal suchen. Ja, Cousin ist. Witziger Scheiße, Typ. Verdammt. Du weißt Bescheid, wie Jackson. Ich kann dir mal anrufen, wenn du möchtest, aber ich geb dir mal Geld. Du, warte mal. Auto färben, ja. Das sollten wir auch machen. Das ist einmal die 424. Warte. Ich fick dieses Handy, Alter. Fängt dieses Handy jetzt auch schon an so zu hängen, Alter? Ja, dieses Handy ist halt scheiße, ja. Wie heißt der, den du mir die Nummer gibst? Lamar, das ist Lamar. Lamar Tschetschene, ne? Ja, ja. Ich geb dir noch von Dima, ja? Ja, gib mir die von Dima, die brauch ich. Ah, okay, warte, dann geb ich dir direkt die Nummer von Dima. Warte. Ajo. Also sagen wir die 637? 637 Strich 4173. 4173. Ganz genau. Okay, und der andere? Loma. Ja, warte, ich ruf da mal. Warte mal. Mal ganz kurz gucken. Von Loma war 424. 424. Schlecht. 2068. 2068. Ganz genau. Okay, rufen wir mal einen von den Jungs an. Jungs, ich hab neue Rekorde. Ja, ich hab das gesehen, das Video gegen Gelände. Ja, ich hab jetzt gerade 2500 Liegestützen heute gemacht. Cousin, stark. Oha, der verkauft BMW, Alter. Ich mag Pizza, ich küsse doch dein Herz. Freut mich, dass es dir gefällt. Wo ist Geld, Alter, für BMW, Alter? Ja, mit Antoine war auch geil. Es wechselt halt immer wieder mal ab, so, weißt du, Bro? Es wechselt mal immer wieder ab. Mal so. Es wird bestimmt auch mal wieder Action mit Antoine und so geben. Bruder, was ist heute los? Wieso ist jeder offline, Mann? Was haben wir heute? Heute haben wir doch Mittwoch. Normalerweise, okay, Mittwoch ist. Morgen ist viel los. Morgen ist der Halligalli, Digga. Ein bisschen Verbandsbrechen holen, ne? Geil, und was sagst du dazu? Zu was denn? Jeder arbeitet. Ja, okay, wir haben auch schon 1.30 Uhr fast. Ich glaub, da ist einer eingepackt worden von dir. Young Money right here. Yeah, Freddy Krueger is my nightmare. Wer ist eingepackt? Keine Ahnung, wer das ist, aber der ist schon von dir. Wo? Na, weg ist er. Ihr ja. vermischt ihr nicht ein? Wo? Ist ey, bei irgendjemandem ist hier ein Papagei in der Tasche. Hey, bei wem meinst du? Spaß hier, yo. Junge, ich weiß doch nicht. Nimm doch deine blöde Waffe runter. Papageien. Sie ist korrekt, Alter. Sie hat mich vorhin als einziger zu meinem Dick getragen, ohne Spaß. Ja, Bruder, was für Papageien? Warum hier, Bruder, ein Mann von uns fehlt? Wer fehlt von uns? Ja, guck mal. Weiß ich euren Namen? Nein. Und danke nochmal, gell? Nee, warte. War das einer, der wo so angezogen war wie wir? Zeig mal auf, Warum. Der Villa, ja? Wir fahren kurz runter zu dir. Jungs, einer soll folgen. Nein!
Warum? Man muss immer sicher sein. Jungs, eins, zwei Leute dann immer... Dann helfe ich dir gar nicht. Ja, okay, Mann, dann fahr mich dahin, wo auch immer du willst, komm. Nein, ich weiß doch nicht, wo er ist. Ach so. Die soll mal wegbleiben. Ich will das dir nur alleine sagen. Alles gut, Jungs. Die will mir nur was sagen. Hey, wo ist Seso, Jungs? Also, der wurde eingepackt. Warte, Monta? Seso? Ja. Okay. Monte hat mich beauftragt, dich zu suchen und dich einzupacken. Und ich bin die ganze Zeit mitgefahren, die ist das, der hat irgendwas mit dir vor. Also werden wir das jetzt folgendermaßen machen. Hol mal deine Leute. Jungs, kommt mal alle hierher. Komm mal alle hierher. Komm mal alle vor Tür. Also Monte wird den Nachbarn. Ja, Bruder. Komm alle rein, vor, also rein, vor, da wo die Garage ist. Dich bei Cesar ja, willkommen. Cesar ist nicht da. Ey, dieser Monte, was will der Monte, Alter? Dieser Fake-Streamer. Keine Ahnung, der hat gesagt, du hast letztens irgendwas mit ihm gemacht und das will er jetzt auch mit dir machen und zehnmal schlimmer. Was labert der? Ich hab gar nichts mit ihm gemacht. Was will der von mir, Mann? Die Jungs wollen die Guck mal, ich kann dich eigentlich gar nicht leiden, aber ich helfe dir jetzt. Also, wir machen jetzt einen Plan. Die haben den eingepackt eben. Und seine Sachen liegen noch oben da am Parkplatz. Dann sagen, die werden wahrscheinlich anrufen und einen Standort geben, aber ich werde denen jetzt sagen, ich habe Fahrrad und sie sollen mir einen Standort geben oder ich sage denen einen Standort. Sagt mir mal, wo am besten ist. Da positioniert ihr euch auf Flughafen, den Dächern. Sandy-Schutz. Dann lasst ihr den Kurs ein bisschen Film machen und dann knallt ihr die einfach ab. Oh, am besten einen. Das Ding ist, die beste Position ist eigentlich Sandy-Schutz Ding. Flughafen. Auf diese Hangar, genau. Okay, genau. Jungs, passt auf. Sophia, du musst jetzt verzeihen, dass ich ein bisschen misstrauisch bin, aber falls ich den Funk, oder warte, Sophia. Pass auf, nee, warte mal. Mädchen, warte. Hör mal, du bist jetzt erstmal leise, wenn ich rede, verdammte Scheiße. Seit wann haben hier Frauen wie du hier Sonderrechte? Geh mal kurz in die Garage, ich muss mal kurz mit den Jungs. Ihr müsst sich mal Männer unterhalten. Hey, Cousin, hör auf. Bleib mal ruhig. Nein, bleib hier, das ist nur mein Cousin, der ist auf Testo, Mann. Bleib hier, bitte. Bleib hier. Das kostet $5,000. Ja, die zahle ich dir, alles gut. Komm mal kurz. Bitte, Hero. Ja, Cousin, komm mal, Jungs, kommt mal kurz alle in die Garage. Und Cousin, halt dich mal ein bisschen jetzt zurück, wir brauchen, ich will die jetzt wegwichsen. Okay, hört mal zu, ich weiß nicht ganz genau. Das klingt nicht so. Ja, deswegen, ich gehe jetzt mit dir mit, okay, passt auf. Ich werde immer wieder versuchen, einen Standort zu schicken. Schreibt mir einer eine SMS, dann, dass ich immer seine Nummer habe. Oder ich funk immer durch, wo ich bin. Sobald ich den Funk spamme, so, heißt das, okay, mit mir stimmt irgendwas nicht. Dann seid ihr in Auftrag, mich zu suchen und dann ficken wir die. Weil kann sein, dass sie mich zu Seso bringen wollen. Ich vertraue jetzt noch nicht ganz, okay, dass ihr Bescheid wisst. Ansonsten, haltet einfach bei euch bereit und... Sucht euch aus. Schick mir schnell eine SMS. Ich hab auch deine Nummer nicht. Gib mir schnell deine Nummer. Ja, Alter, Bruder. Ihr bleibt alle zusammen, Jungs. Ich bin jetzt nicht da. Jetzt muss einer von euch die Calls machen. Mach mal. Mach dir gar keinen Kopf. Bruder, ich verstehe nicht, was der Fake-Monte da von mir will, Alter. Fahrrad schreibst du nicht, Bruder. Warte. Ich hab gar nichts zu ihm letztens gemacht und jetzt kommt er hier und will hier irgendwas mit mir Filme machen. Könnt ihr euch erinnern, wo er mit dem Russen unterwegs war, wo er gefunkt hat? Lass mal noch diesen Fahrrad einpacken, der hat doch letztens so aufgemuckt, aber er wusste nicht, dass wir im Funk sind. Kann sein. Sag mal deine Nummer, John. 566. 566, ja. Minus. Ja. 7027. 7027. Genau, Bruder. Nein, Bruder. Okay, ich schreib dir eine SMS. Jungs, ihr macht das schon, ihr wichst hier weg. Das muss ich euch nicht beibringen. Gar kein Problem. Ich glaube, da reicht. Wer hat den Fuchs genommen? Erzählt, die sollen euch kurz erzählen. Ich gehe dann mit ihr mit und ihr fickt dann, ihr seid die Ficktruppe. Aber sie soll mal sagen, welche Farbe oder so. Was sind das für Farben, Sophia? Fahrrad. Wo ist dein Auto mit dem Text, Bruder? Kommt hoch zur Garage. Fahr mal kurz hoch zur Garage, Sophia. Warte mal, die müssen doch zuerst zu dem Standort gehen. Fahr einfach da hoch, vertrau mir. Wir tun uns gerade nur vorbereiten. Sag noch einmal ein Mädchen zu mir. Ich gebe dir eine Schelle, da drehst du deinen Kopf dreimal um. Ey, Mädchen, halt die Fresse jetzt! Verzeih mir, das ist mein Cousin. Kannst du mal deinen Freunden hier ein bisschen Respekt beibringen? Das ist mein Cousin, Mann. Der ist immer so... Ist mir doch scheißegal, wer das ist. Ey, Mädchen! Pass mal auf! Okay. Ja, okay, Mann. Jetzt setz dich hin, jetzt fahr einfach dahin, Alter. Ey, und das ist übrigens nicht mein Funkgerät, was da am Rücken kratzt, ne? Jungs, hier links. Ach du Scheiße.
Ja, wohin denn jetzt? Hier links! Die, wohin? Links! Ja. Keine Ahnung. Hört mal, jetzt rüber, ja? Ihr seid ja völlig hier planlos. Ich muss doch durchfunken, dass ich dich habe. Geh Klasse. Also ich funke jetzt, dass ich dich habe, okay? Das Mikrofon hat nicht mitgemacht. Hörst du überhaupt zu? Nein, warte noch, warte. Fahr jetzt links. Oh Gott. Jungs, ihr Mikrofon hat nicht mitgemacht, aber der Verzerrer. Kommt mal erst zu dieser Garage hier hoch. Jetzt hier links. Okay. Hier sind die Sachen von dem. Genau. So, jetzt packe ich kurz mein Auto aus. Der Body muss kurz weg, Bruder. F an Mikrofon. Ey, Jungs, hier oben an der Tankstelle sind überall Bullen, Alter. Was soll das? Alles gut, Bruder, scheiß auf die, die werden nichts machen. Jungs, hört mal zu. Hallo, ey, Funkstille, Funkstille. Der Q5 ist draußen, der Rest soll ich überlassen. Bruder, die nehmen da einen. Ja, wo soll ich denn jetzt sagen, wo ich dich hinbringe? Ja, die nehmen hier oben einen Haupt, ich weiß es nicht, da ist einer. Leute, seid ihr noch da, seid ihr im Funk? Der hier oben, Tankstelle. Ja. Ich will tanken, die kommen zu mir und sagen, hey, bitte nächste Tankstelle anfahren. Ja, bei Westanke, bei Vespucci? Hallo. Nein, hier oben, Richtung Heroinfeld. Die nächste. Ich ruf ihn an. Bruder, scheiß drauf, die wollen wahrscheinlich irgendwas anderes kontrollieren. Ist nicht unsere Baustelle. Okay, Busch, ich hab Fahrt. Okay, die... Ach, du Scheiße. Was? Die sind gerade festgenommen worden. Und, hey, Raff, gib mir mal, und wo ist der Typ, den die mitgenommen haben? Die sind gerade an der Tankstelle, glaube ich. Okay, okay, der von dir ist auch bei der Polizei festgenommen. Okay, warte, dann weiß ich, was Sache ist. Okay, Jungs. Jungs, kommt mal zusammen. Ich weiß jetzt, was Sache ist. Die sind da oben bei der Tankstelle. Die wurden festgenommen und Cezo haben die auch genommen. Ja, seht ihr. Entweder ficken wir jetzt dort alle weg und befreien Cezo. Aber die Tags würde ich nicht mitnehmen, Alter, sonst sind die weg. Ja, komm, wir probieren das. Für Cezo müssen wir riskieren, was ist das für ein Nein. Machen wir die FIB weg oder was? Ja, ja. Aber die Tag 9s würde ich. Sollen wir die Tag 9s mitnehmen? Was sagt ihr? Warte, Farod, bist du dir sicher, dass die Cezo haben? Ja, ja, wurde gerade bestätigt. Die Sophia hat ja. Die Jungs wurden festgenommen an der Tankstelle und die haben Cezo auch. Ja, da wird jemand rausgenommen. Ich hab's gerade selber gesehen. Und Fischmeck hat selber gesehen gerade. Okay. Ja, Jungs, ich würde sagen, mit Pistole, oder? Ja. Ja, ja. Okay, dann alle passt auf. Alle mit Pistole. Packt die Tech 9s wieder in den Q5 ein. Bro, pack deine Tech rein. In Q5. Cousin, steig bei mir ein. Was? Nein, ich war nicht. Habt ihr alle Tech 9s eingepackt? Ich bin mute. Habt ihr alle Tech 9s eingepackt? Was hast du gesagt? Bro, da liegt nur meine drin. Ey, Jungs, hallo, hört ihr mich? Was willst du mir denn nicht verstehen? Ja, alle Tech drin. Okay, wieso antwortet ihr mich, Alter? Ich denke jedes Mal, vor dem Funkgerät ich bin. Nein. Fahr mit der Dame oder ich kann nicht. Hab ich überhaupt nicht, was redest du da? Ich habe aber jetzt keine Waffe, Mann. Ja, Jungs, gar keine Pistole. Jungs, keine Gnade, alles wegballern, aus das ist. Ey, Jungs, warte mal, was macht ihr? Wieso fährt ihr schon los? Warum? Nein, wir warten hier. Hast du keine Waffe? Hadi Cousin, ja? Ich hab keine Waffe. Warte, einer hat keine Waffe, ich muss dem kurz eine Waffe auspacken. Okay, hat einer noch. Ah, ich hab. Schau mal, ob deine drin ist. Ich hab. Ist deine drin? Ja, Bruder. Ja, nimm die raus. Danke dir, Bruder. Cousin, du hast dich verändert, seitdem dieses Mädchen da ist. Ja, oh, sick, der geht. Oh, sorry. Hey, die haben mich erwischt, ja. Der ist gerade hier vorbeigefahren. Der hat gesagt, ich wollte die Linken. Ich sag jetzt, ich bin von euch gedingst worden, ja? Ach, die wissen das. Ach, das sind diese ekligen Filme. Sag denen einfach, Ding, wir kommen die jetzt wegwichsen. Oder sag das nicht, wir gehen die jetzt einfach abknallen, Alter. Scheiß drauf. Kannst du überhaupt schießen? Sag mal, ich kann bestimmt besser schießen als du. Ja, glaube ich nicht. Okay, Jungs, wir fahren dahin. Ey, habt ihr schon mal schießen sehen hier auf der Insel? Das war nicht so toll. Wo sind die genau? An der Tankstelle, folgt mir. Wo seid ihr überhaupt?
Achso, ich bin noch an der Garage. Oder die labert doch, Mann. Ich war mit der Gang, wo ich hab die 3-0. Ich hab 3-0 gegen die gewonnen. Wollt ihr direkt Driveway? Ich scotch dir gleich in den Nacken. Ey, fahr mal ein kurzes Ding. Mit dem Text wär's schon nicht schlecht, wenn wir Driveway ziehen, oder? Was? Memo, einfach nur jetzt. Okay. Ey, passt aber auf, ne? Sezo ist dort. Nicht, dass ihr Sezo auch mitnimmt. Oh, na, na, mach mal auf der Kaffee. M2, mach mal dein Tempomat an und aus, Bruder. Das sieht aus wie Saiyajin-Modus. Hab ich, Bruder, hab ich. Ich glaube, wir landen im Knast. Okay, Jungs, wir fahren weiter, wir fahren weiter, wir fahren weiter, geradeaus. Ich frag Sultan. Ihr müsst ein bisschen langsamer fahren, Jungs, die Crossbikes kommen nicht hinterher. Die Frage ist jetzt, welchen Weg haben wir genommen? Einfach geradeaus fahren. Wir fahren Richtung Militärgelände vorbei. Ihr müsst ein bisschen langsamer fahren, Alter. Ja, Jungs, so wird es nichts, wenn wir langsamer fahren. Wir müssen schon... Ja, dann fahrt ihr, dann müsst ihr aber irgendwie Standort geben, weil Crossbikes kommen nicht hinterher. Wir geben euch Standort, wir fahren vor. Wir fahren vor, wir geben euch Standort und dann kommt ihr dahin. Wieso bin ich der Letzte, Alter? Warum, du bist so fett, Alter, wegen dir fährt diese Crossbike nicht. Wahrscheinlich bin ich, dass sie so fett ist, oder? Ja, aber ist wohl nichts, der Arm so kurz war. Nervig, Digga. Ey, ich fühle mich wie so der Letzte gerade, so bei Autorennen. Ich bin ganz langsam, Alter. Ist das Schildkrötenmodus oder so? Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, wenn du mal ein bisschen auf den Big Mac letzte Woche verzichtet hättest, wären wir auch schneller wie 117 km/h. Lass mich so viel essen, wie ich will, ja, du hast mir gar nichts zu sagen. Sei froh, dass ich dir überhaupt helfe. In die Kopf, ja. Ja, es geht leer, es geht leer. Entweder SG oder diese Pidi. Was ist das zu Pidi, oder? Ja, wir fahren direkt auf Mann raus. Bist du sicher, dass du weißt, was du tust? Normal, Mädchen, ich bin hier einer der besten Crossbike-Fahrer in Los Santos. Na, wenigstens etwas, was du kannst. Nee, die sind schon SG drinne. Sind die schon drinne? Ja, die sind schon drin, kein Sinn. Ey, scheiße, okay, dann weiß ich, glaube ich, was wir machen. Das wird jetzt ein bisschen eklig. Ja, 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 die sind drin. Ei. Wollt ihr irgendwie provozieren oder so? Oder soll ich rauskommen, oder? Nee, alles gut, ich habe eine Idee. Wir haben ja zum Glück noch eine Bitch, ich meine ein Mädchen hier bei mir. Deswegen können wir die ja vielleicht für etwas verwenden. Ich habe eine Idee. Ja, ja. Nehme ich ruhig als Geisel. Jungs. Vorrat, was sagst du, dass du was wir immer gemacht haben? Du denkst auch, ich bin blöd, wa? Flughafen. Ans Handy schoss Flughafen, ja, kommt da kurz hin. Nee, wir werden dich jetzt brauchen, du musst jetzt mit dem Polizisten flirten. Erinnert dich nochmal mit dem Blonden beim Human Labs. Was am Human Labs? Wo wir den Bullen fake eingekleidet haben. Ach so, nein, wir machen diesmal anders. Diesmal wird's interessanter. Komm mal zum Sandy Shores Flughafen. Diesmal wird's interessanter, Jungs. Komm. Ich bin da bei Sandy Shores Flughafen in der Garage drin. Alles klar. So, Mädchen, willst du mitkommen? Nenn mich nicht Mädchen, ja, sonst boxe ich dich gleich. Ja, willst du mitkommen? Wohin denn? Du musst ihn halten, komm mit. Wen? Bist du bescheuert oder was? Wie hast du verdient? Ich geh kurz aufs Klo, ich bin gleich da.
Memo, du denkst, wir sind alle Ding, ne? Schau mal, Bruder. Es geht hier um mehrere Leben, Bruder. Nur weil du dir viele Cartoons anschaust, heißt es nicht, dass wir jetzt hier durchgehen sollen. Weißt du, was ich meine? Bruder, wir gehen rein und keiner liegt von uns. Das müssen wir schaffen. So müssen wir das schaffen. Nicht indem wir einfach ohne Plan sofort da reingehen und sterben, weißt du? Jungs. Hallo. Jetzt kommt die Idee des Jahres. Hört mal zu. Ich habe eine Idee, die könnte eigentlich klappen. Wir haben doch hier ein Mädchen hier. Okay, sie ist zwar nicht besonders hübsch, aber was Besseres haben wir jetzt gerade nicht gefunden. Auf jeden Fall, vielleicht könnte sie ja da vor das Tor gehen und wir gehen von hinten rum. Also da, wo, da kann man doch aufs Dach gehen von diesem, von der Ladung. Weißt du, wo ich meine? Von links. Ja, man kann da rein. Wir gehen da hoch, wir gehen da aufs Dach, wir legen uns da hin. Sobald wir uns hingelegt haben, wird die Jute Sophia da vor dem Tor stehen und schreien, hallo, hallo, hallo. Dann wird irgendein Officer kommen, wird mit denen reden. Und wir springen dann von da oben runter, Hände hoch, haben dann einen Officer als Geisel. Und danach stürmen wir rein. Wir sagen, mach die Türen auf, du Bastard, oder wir töten dich. Ganz einfach. Verrückt, Bruder, wir müssen halt vorausschauen. Die haben uns jetzt gesehen. Es kann auch sein, dass sie die Leute oben positionieren mit den Snipern. Nicht, dass wir WC da reinbrettern, Bruder, und dann... Es wäre lieber, dass wir einen Kopf aus der Stadt finden, meine Meinung. Also ich würde es nach deinem Plan machen, Farut, hört sich ehrlich gut an, Alter. Ja, Bruder, diese Kopffinderei in der Stadt, das ist immer so eine Sache, weißt du, du brauchst dann... Die machen eh nicht, du zielst mit Waffe auf Kopf, der macht Funk dann durch und fährt dann... So, weißt du, das ist ein bisschen scheiße, Alter. So, ich würde sagen, in Knast einbrechen ist viel besser. Auf jeden Fall, Cousin, schön mit Plan machen. Memo. Wieso schickt sie nicht einfach nur die Dame? Ciao, damit gelockt wird, Muschi, Bruder. Aleikum salam. Ja, ist riskant, aber unser Bruder Sezo ist drin. Ey, und diesen Monte, den fick ich morgen, Jungs. Was glaubt ihr, wer der ist, dass der Sezo einfach mitnimmt, Alter? Das kann doch nicht sein. Was mit dem los, Alter? Ich denke, der Monte hat was mit Mahmoud hier unter einer Decke. Wieso ist das Cop-Baiting? Wir gehen ja... Also ich meine mit Monte, ja, den Fake Monte. Natürlich, nicht den echten. Ich küsse dein Herz. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, lass uns das durchziehen, oder? Was sagt ihr? Jalla. Nein, das geht nicht. Warum? Nimm mich doch einfach als Geisel, dein Plan ist scheiße. Nimm mich als Geisel und dann rufst du einfach Polizei an. Das wollte ich gerade sagen, Cousin. Wenn die hier nicht mitmacht, dann nimm sie einfach als Geisel. Nein, das hat nichts mit nicht mitmachen zu tun. Das wird nicht funktionieren. Mich als Geisel zu nehmen, funktioniert aber. Okay, warte. Dann fahr ich mal. Ein paar bleiben dann bei Sophia. Ja. Ich fahr dann vom Knast und dann sage ich, warte mal, Jure, ich ruf den Chief of Police an. Ey, das ist doch immer so Geficke mit dir. So schickt sie nicht einfach an Dispatch an die Polizei und sagt, ist das... Ja, sag das mal zu Farut. Der Monte ist auch im Knast. Farut? Ja. Was ist, wenn man der Dame einfach ein Handy geben und sie schickt selbst ein Dispatch an die Polizei hierher? Ja, dann kommt aber die Polizei hierher, Bruder. Und dann? Ja, Bruder, mit der Geisel kommen die sowieso. Ja, einlassen wir doch übrig dann, oder? Aber wie ihr wollt, ich will da nicht reingrätschen. Ja, die kann ein Dispatch schicken, aber... Na, Geiselname, automatisch FIB. Ja, da wird alles dann da sein, das sag ich euch. Also wir können so machen, ich kann da hinfahren mit ein paar Jungs, kann ich vor FIB, vor Knast gehen und sagen, hört mal zu, ihr kleinen Bastard, ich habe eine Geisel. Falls ihr nicht den Bruder Sezo rauslässt, dann knall ich die Geisel ab. Dann bin ich mal gespannt, was die da sagen. Wir werden safe in Austausch suchen, aber wir können es probieren. Das ist die einzigste Möglichkeit jetzt, Bruder. Auf jeden Fall. Warte, mach mal. Ja gut. Dann fahren wir da mal ein bisschen hin. Ein paar bleiben hier bei Sophia und ich. Die, wo mit zur Polizei wollen, kommen mit mir mit. Alles gut, dann machen wir so. Raff. Du sagst, sein Zweisitzer. Memo. Ja, steig ein. Der Kollege mit der roten Maske bleibt hier. Was ist das für ein M2, Alter? Der fährt sich ja gar nicht gut.
was ganz anderes vom BMW gewohnt. Drecks BMW, Alter. Voll unkomfortabel. Schau mal, wie die Sitze drücken. Ja, aber das ist komisch, Mann. Der fährt sich echt nicht so gut. Schau mal, ich will jetzt hier in die Kurve driften. Der ist einfach nur schnell, Bruder. Sonst nichts. Schau mal. Ah! Cousin, Mann! Ah! Steig mal aus, Cousin. Wir können hier nicht mit so einem Auto dahin fahren. Die werden uns doch niemals ernst nehmen. Dieses Drecksauto. Was sollen wir machen? Beim SG positionieren, oder? Ja, ja, positionier dich, Bruder, damit die auch ernst nehmen. Aber so, dass sie mich nicht sehen oder so, dass sie mich sehen? Die können dich schon sehen, Bruder, wir werden ja da nichts machen. Ich glaube auch nicht, dass der freikommt, aber ein Versuch ist es wert. Was sollen wir machen? BMW, Wallah, wer ist BMW-Fan? BMW Mercedes, was sagt ihr? BMW Mercedes, Jungs, bitte. Was, so viele BMW? Oha, Lan, hätte ich jetzt nicht gedacht, Digga. Also Mercedes schon Liebe, Digga, so. Audi haben wir auch. Oha, Lan, wir haben hier, schätze ja voller BMW-Liebhaber. Okay, sorry, Jungs, sorry. Ich wollte nichts sagen. Es tut mir leid. Wallah, krass. Boah, scheiße, jetzt hab... Cousin, was machst du, Cousin? Ah! Ey, willst du mich in den Arsch ficken, oder was ist los hier, ja? Hast du mich verwechselt mit der kleinen Sklavin dort? Ey, scheiße, Cousin. Ich glaube, ich muss mich doch... Warum wir laufen dorthin? Ey, meine Doden hier, Fotzerlecker. Was hast du mit mir gemacht? Ich muss mich, glaube ich, darf nicht aufs Handy gucken, weil ich hab grad voll verpeilt, Mann. Ey... Wenn Sascha schaust da ist oder so, kann er schon ab. Ding, Mustang ist macht, du weißt Bescheid, Digga, Big Mac. Oh, Mustang ist anders, Bruder. Opel Zafira, ja, man, beste. Opel Zafira, Digga, beste. So, jetzt. Hast du in Marokko gelernt, wie man Auto repariert, oder warum fährt der so scheiße, Digga? Bruder, der ist richtig scheiße, Mann, der M2. Gut, dass ich ihn nicht geholt hab, Mann. Ja. Ey, was ist das für ein scheiß Auto, Mann? Schon aber Akku. Psst, Cousin, vielleicht merken die das nicht. Die merken das nicht. Können wir einfach hier so reinfahren? Warte, Cousin, komm her. Die denken vielleicht, wie so ein Ding. Ja, warte. Steig hier hoch. Geh auf Treppen. Leiter. Komm hoch. Jungs, wir sind im SD. Wir sind im SD drin. Was? Lol, was war das? Wir sind im SD drin. Ist es offen oder was? Wir sind reingeschlichen. Ey, verdammt, was ist das? Cousin, komm hier runter. Cousin, was ist das für ein Glück? Cousin, zieh deine Schuhe aus, damit wir kein Ding machen. Da kommen welche hoch. Komm, Cousin, komm. Ey, die Cops fahren den hinterher, Jungs. Cousin. Komm mit, Cousin, geh. Komm her, warte. So, schönen guten Abend, die Hände hoch. Beide die Hände hoch. Sperrzone, ansonsten schießen wir auf sie. Jungs, wir sind festgenommen worden. Aber alles gut, die können uns nicht nachweisen. Das Funkgerät können sie auch erstmal lassen, wo es ist. Der Bruder dann sagt, dass wir Geld haben oder so. Jetzt dürfen sie ganz langsam einmal zu uns kommen. Ganz langsam, Cousin. Mach keine Faxen. Die sind alle bewaffnet. Cousin? Ja. Ich ficke dich und deinen Plan. Hallo? Kann ich Ihnen was sagen? Sie können erstmal herkommen, ja? Sie auch. Cousin, ich ficke dich. Ey, das war nur ein April-Scherz. Ja, und dann kommen sie einmal übers Geländer hier. Jungs, holt uns raus. Einmal die Maske abmachen, bitte. Und nicht mehr funken. Maske ab, nicht mehr funken. Ja, wir kommen da jetzt rein mit, Einmal rüber klettern. Mit alles.
Ich hab Angst. Ah! Ah, mein Bein ist gebrochen. Ah! Ah! Ah, ah, ah. Das ist der nächste April-Chat oder was? Ah! Aber nach Schachtel. Nein, Cousin, geht's dir gut? Cousin, was hast du mit mir gemacht, Cousin? Komm, wir springen jetzt von da runter, dann machen wir auch verletzt. Komm, komm, komm. Komm, komm. Cousin, Cousin, du musst ja aufstehen. Komm, warte, warte, Officer, ich helfe ihm, warte, ich helfe ihm hoch. Steh auf, komm. Cousin, schubst mich nicht. Cousin, schubst mich nicht. Ah! John, wo bist du? Bist du noch nicht mal am Flughafen? Wir sind unten am Flughafen da. Wieso hast du mich geschubst? Ey, scheiße, Mann, ich glaube, ich hab mir was gebrochen. Aber wieso hast du mich da runtergeschubst? Ich hab nicht mal die Schuhe an. Du hast mich geschubst, Mann. Ey. Fahrrad wurde festgenommen, oder? Niemals. Wir sind auf der rechten Seite, wenn ihr reinfahrt. Nicht funken. Ja, sollen wir zurückkommen, mein Bruder? Ja. So. So. Nein, fass mich nicht an, ich bin verletzt, ich will Mediziner. Verpiss dich. Wenn sie noch einmal funken, werden sie getasert und jetzt beruhigen sie sich. Mein Bein. So, wir helfen ihnen dann gleich einmal auf. Nein, ich will ein Mediziner, Mann, ich trau euch nicht. Verpisst euch, Alter, ich will ein Mediziner. Ja, gut, dann lege ich ihnen die Handschellen auf dem Boden an. Nein, Mann, ich bin verletzt, meine Schulter fasst mich nicht an. Sie haben doch gerade gesagt, ihre Beine sind gebrochen. Ja, und meine Schulter ist auch, Alter, ich liege auf der linken Schulter. Ah, meine Schulter, bitte, keine Handschellen, ich bin verletzt, Mann, ich bin verletzt. Dann legen Sie ihm die Handschellen nach vorne, Herr Kollege. Funken ging ja noch. Nein, ich habe mit rechts gefunkt. Der kann ja nur an meinen rechten Handgelenken. Ihre Schulter bleibt so, wie sie ist. Wir legen ihm die Handschellen nach vorne. Nein, ich will keine Handschellen. Ich bin verletzt, Mann. Ja, Raff, wo ist dein Auto jetzt? Cousin, geht's dir gut, Cousin? Ich lege die Handschellen vor. Meine Schulter, Cousin, und mein Bein. Du hast mich gefickt. Also machen Sie mal, Kollege. Was war das für ein April-Scherz hier? Ich dachte, wir machen halt mal ein bisschen Spaß, Alter. Die Bullen verstehen doch keinen Spaß, Mann. Könnten Sie mal bitte nicht so schreien, erstmal. Ich weiß, Sie haben Schmerzen, aber bitte. Ich habe Schmerzen, sei leise. Nicht so schreien. Jungs, wo seid ihr? So, stehen Sie jetzt einmal. Wir sind immer noch da, aber wir haben einen Plan gerade, wie wir euch da rausholen. Perfekt. Und die Handschellen machen wir vorne dran. Sind alle bei dem Auto, John? Ja, Bruder. Also fahren wir richtig. Perfekt. Warte, da kommt der Sultan zurück. Nein, nein. Handschellen hast du dran? Wo soll ich hinfahren? Die Handschellen sind vorne dran. Die Schulterblätter wehtun. Vorgehen bin ich, werde ihn einmal durchsuchen. Keine Angst, ich bin vorsichtig. Haben sie irgendwie scharfe oder spitzen Gegenstände dabei? Nee. Okay. Wo seid ihr? Ihren Schläger sowie ihre Pistole nehme ich ihn einmal ab. Ja. Ihr Funkgerät. Hey, Jungs, lass mich wenigstens noch meine letzte Kippe rauchen. Heroin. Ein Heroin ist nicht so schlimm wie zwei. Kollege, ist ihn gerade. Ja, hilf ihn mal raus aus dem Gebüsch da. Aua, sie tut mir weh. Ich brauche einen Mediziner. Ey, passen Sie auf meinen Cousin auf. Machen Sie hier nichts Falsches. Komm, wir tragen den zusammen. Ich habe Angst vor dem Typ mit der Waffe dort. Mit dem Schocker da. Gehen Sie weg von mir. Und bitte einmal so stehen bleiben. Ich mach doch niemals was verteilt, man soll stehen bleiben. Memo, bleib einfach da, ich komm zu dir. Ah, okay. Wir brauchen den. Kannst den Schocker wegmachen. Zwei Wochen fast nicht da gewesen. Bruder, aber was war das für ein Plan, bitte? Haben Sie einen Ausweis? Was? In welcher Tasche haben Sie nochmal Ihren Ausweis? Ich hab den hier. Okay, danke sehr. Hey, ich hab ihn gar nicht gegeben. Ich versuch's mal. Cousin, geht's dir besser, Cousin? Du hast mich gefickt, Cousin. Cousin. Ich hoffe, dir geht's gut. Können Sie mir kurz Ihr Ausweis geben?
Bringen wir nach vorne, ja? Ja, klar. Sie sind Ihr Freund und der, Helfer. Der muss mir die Waffe geben, Sie mir Digga. Von diesem Cousin. Hier. Ich sag ihm, Barra. Cousin, alles ja, gut Cousin. Bei dir. Ja, Cousin, du hast mich aber gefickt. Ey, Cousin, Mann, das war doch nicht mit Absicht, Mann. Ich dachte, wir machen hier einen April-Scherz. Ja, das hätten sie sich zweimal überlegen sollen. Wer bist du, Mann? Du hast nicht mal ein Officer-Outfit. Du kommst hier mit einer Warnweste und willst mir Ansagen droppen, Alter. Komm. Das ist genauso ein Kollege wie jeder andere und darf hier Ansagen droppen. Ich glaube nicht. Der Unterschied zwischen ihm und Ain ist, bei ihm hat, war der Friseur dran, bei ihm hat eine Ziege sein Haar abgeleckt. Ich überlege mir gerade, ob das hier als Beamtenbeleidigung zählt. Nee, kannst du lange überlegen. Das zählt nicht. Da bin ich anderer Meinung, mein Freund. Ja, bist du der Staatsanwalt oder bist du der Junge, der Polizist werden will mit einer Warnweste unterwegs? Wirst du dann sehen. Herr Gendin, Ihnen ist das Ganze doch schon bekannt mit Kooperation und so weiter und so weiter. Die wollen sie doch mit Sicherheit haben. Ja, normal, wir haben ja auch nur einen Spaß gemacht hier. Das waren ja ein April-Scherz. Ben schon untersucht. Ah, ja. Ja. Bleib gerade aktiv. Was? Ja, ist ja alles erlaubt, ne? Was? Herr Ben, beruhigen Sie sich. Glauben Sie mir, das geht nur schlecht für Sie aus. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab nur was gesagt, also. Was passiert jetzt? Das reicht. Ja, ja. Das sehen Sie ja gleich. Wie kamen Sie eigentlich drauf, hier einzubrechen? Wir wollten April jetzt, Mann. Ich wollte Frau Parker überraschen. Herr Genbin, kommen Sie bitte mal mit mir. Warte, warte, das muss jetzt schnell gehen, Bruder. Bleibt einer oder zwei hier, ja? Digga, das Ding ist so, man sollte ein bisschen... Also, klar, einerseits ist es auch gut, dass die ernst spielen, weißt du? Das ist schon gut. Aber da war mal ein FIB-Typ, ich weiß nicht, wer das war, Digga. Der war so chillig drauf, Digga. Der war so Killer. Der hat so mit, da, wo wir Batman gemacht haben, könnt ihr euch noch erinnern? Nein, nein, das mit der Geisel kommt später, das kommt nicht gleich. Warum denn? Einmal entfernen, das ist eine Sperrzone, wo sie sich befinden. Ich glaube, der braucht eure Hilfe, der ist mit Hände hoch. Komm mal mit. Ja, wir kümmern uns um sie. Schau, jetzt wollen die mich gleich in den Knast checken, weil sie den gesehen haben, direkt. Wohin sollen wir den Kollegen bringen? Ich muss mit meinen Cousins zusammenbleiben. Rein in die Halle. Ja, das Ding ist, wir sind ja Cousins. Kommen Sie bitte einmal mit. Flickerbank, Würfelbank. Die Cousins sollen auch zusammenbleiben. Rein damit. Was machst du hier? Ey, wir sind extra wegen dir gekommen, Alter. Wir wollten dich überraschen. Reingehen. Besuchstag. Wir wollten dir einen April-Scherz machen. Wir wollten Besuchstag, Seso. Am MD gegenüber stehen 5 Leute, Bro. Ja, können wir nicht machen. Der mit der roten Cappy? Ey, was geht, Mädchen? Alles Gute zum Geburtstag, Frau Parker. Der wird gerade gefasst. Das. Herr Gambin, bitte kommen Sie ja mal mit. Ich bin nicht Frau Parker. Ach so. Oh. Herr Gambin, bitte kommen Sie. Wo ist denn der jetzt hin? Hä? Ich bringe sie. Alles gut. Einmal ein Ehrenplatz für Sie. Nicht das ist ja korrekt. Komm, Ihr Cousin kommt in die Zelle daneben. Nee, das passt schon. Wir sind immer zusammen. Wir halten zusammen. Ja. Wir machen auch keinen Scheiß. Der ist korrekt. Der ist neu hier in Los Santos. Der Arme. Der, nicht, dass er sich hier... Der hat eh Angstprobleme. Cousin, beruhig dich. Die Mauern kommen nicht enger. Die Mauern kommen nicht enger, Cousin. Beruhig dich. Okay, Cousin. Okay. Kann gefährlich werden, weißt du, da kommen auch Bullen und sowas, wir wollen das nicht riskieren, Bruder. Ja. Ne, wir trennen hier. Oder ja. Kommen Sie bitte einmal mit nach drüben. Na, dann sind Sie auch von Ihrem Cousin nicht so weit getrennt, aber zwei Mann in einer Zelle. Ja, wieso gibt's dann hier zwei Betten, wollen Sie mich verarschen hier? Ja, aber Sie sind verwandt, also deswegen, das geht jetzt. Ja, deswegen und? Nicht. Also deswegen genau einmal deswegen, bitte. Deswegen, das heißt ja, wir ficken uns nicht in den Arsch, Alter. Deswegen gehen Sie jetzt einmal bitte nebenan in die Zelle rein. Nein.
Guck mal, die Herren, wir machen das ganz einfach. Entweder sie gehen freiwillig dahin oder wir sorgen dafür, dass sie dahin ganz gehen. Ganz drücken, nein! Probieren sie es doch! So, der Dubs ist hier, aber. Alles klar. Dann, einmal einen festsetzen und, rüber transportieren. Garage und. Cousin, helf mir! Cousin, die sind zu viele! Cousin, ich bleib. Cousin, warte, ich bleib hier, Cousin, ich klär das. Ich bleib hier. Ey, Ace, frisch. Er ist frisch vom, das nicht noch schwieriger. Er ist frisch von Marokko gekommen, Mann. Der arme Dick, ich kann ihn doch nicht einfach da lassen. Das ist mein Cousin, Mann. Wir legen den nicht irgendwo hin, der ist ja hier nebenan in der Zelle. Cousin, die sagen, schau mal, die sagen, du gehst nebenan in die Zelle. Ja, nee, dir passiert nichts. Nein, Cousin, ich habe Angst, alleine zu schlafen. Er hat Angst, weil damals auch, wo wir kleiner waren, wir haben immer zusammen, wir haben auch immer den Fernseher offen gelassen. Ja, sie schlafen ja nicht, das ist ja nur für eine kurze Zeit, ne, bis wir hier ihr Urteil haben. Und dann kommen sie in den offenen Vollzug. Warum in den offenen Vollzug? Ja, hier auf den Hof, meine ich damit. Cousin, schaffst du das dann paar Minuten alles? Okay, wir machen so, Genau. 10 Minuten halten sie uns getrennt, danach, wenn wir mit dem Staatsanwalt geredet haben, danach können wir ja, kann er ja wieder hierher kommen. Da können wir ihn nicht versprechen. Aber wir kürzen das Ganze einmal ab. Entweder... Wenn ihr Cousin da jetzt absolut nicht aus der Ecke raus will, können sie auch in die andere Zelle gehen. Nur einer von ihnen geht jetzt aus der Zelle raus in die andere rein. Cousin, soll ich die boxen? Nein. Wissen Sie, was der Unterschied zwischen euch und uns ist? Wir verraten unsere Familie nicht. Das ist schön. Trotzdem bitte einer von ihnen rüber in die andere Zelle, sonst... Machen Cousin, wir können das so machen, ne? Cousin, ich hab's dir gesagt. Wenn ihr Cousin jetzt kooperiert, dann können wir das mit den 10 Minuten, da können wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Aber wenn ihr Cousin sich da jetzt weiter weigert, dann sehe ich das ein bisschen schwieriger. Cousin, ich hab dir gesagt, wir sollten in Marokko bleiben. Schau mal, die bestätigen sogar, dass das ihre eigene Familie in den Arsch schicken. Ey, Mods. War das nicht wahr? Seid ihr da? Also. Nein, wie gesagt, das ging allgemein. Ich glaube, ich wie gesagt. Ich möchte jetzt ungern wegen sowas Gewalt anwenden. Also sie bitte freiwillig mit. Das würde die ganze Prozedur. Ich hab Angst! Ja, dafür gibt's ja eine Lösung. Okay, weil da hat einer ein Opfer geschrieben, Bruder. Den, von mir, den kannst du direkt weg, dann, Bro. Ja, das ist doch gut. Sie kommen einfach in die andere Zelle, da müssen wir sie auch nicht tasern. Deswegen, ich schütze dein Herz. Wollte nur nicht mehr gewissen, ob du da bist. Um dagegen zu wirken, kommen sie einfach mit. Oder der andere, ist mir egal. Nein, bitte nicht. Ich brauche meinen Cousin. Jungs, das schauen wir mal. Wir können es doch auch ganz einfach mal. Ist doch nicht schlimm, wenn er hier ist, Mann. Wir werden ja nichts machen. Wir können ja nicht gemeinsam die Tür knacken oder so. Ja. Das geht aber nicht. Das ist Vorschrift. Was für eine Vorschrift? Dann hier zwei Betten rein. Ja, dann fick ich so einen Architekt. Warum hat der dann zwei Betten hier gemacht? Die Herren, wir machen das jetzt einfach einmal ganz kurz. Ich zähle von 10 runter. Cousin. Wenn ich Cousin runtergezählt habe, ja, Cousin. Ist einer wie in Marokko, von ihnen außerhalb dieser Zelle oder wir setzen ja, das hello, ja, auf den Zwang yalla. Durch. Bro, wir haben noch 2 bis jetzt, das ist zu wenig. Ja, Bro, wir suchen noch, weil kein Mensch hier halt aus der Stadt. Scheiße! Polizeigewalt! Polizeigewalt! Hey, lasst mein Cousin in Ruhe! Lass meinen Cousin in Ruhe! Cousin, ich hab einen genockt, Cousin! Cousin, ich hab einen genockt! Alle weg von der. Alle hier mal weg von der Tür, die Zuschauer. Oh. Cousin, die können uns nicht trennen! Geh mal weg, Cousin! Alle nach hinten weg von der Tür! Nein, bitte nicht! Nein, okay, ich zieh mir Daschak! Egal, Bruder. Scheiß auf Habs, Bruder. Wir sind diese Ding, Maruch. Der hat sogar einen genockt, Digga. Cousin. Cousin, hör mal zu. Komm mal her. Cousin, reicht. Geh in den Knast. Geh in die Zelle. Bruder, wir müssen doch mal wieder diese Lachkick-RP geben, Digga. Das bockt doch auch. Hä? Was hat der gemacht? Wieso hat der den geboxt? Was soll das?
Jungs, die sind der Enkel. Hä? Warum hat er den FIB geboxt? Hey, warum hat er den FIB geboxt? Cousin. Ja, Cousin. Pass auf, dass Cousin. du nicht zu laut redest. Cousin, ich... Lam, was machen wir jetzt, Cousin? Ich weiß nicht. Also, wir müssen einmal kurz vor der Zellentür weggehen. Achso, okay. Hey, reingehen. Achso. Noch rein an die Wand. Frau Staatsanwältin, dürfte ich kurz mit Ihnen quatschen, unter vier Augen? Ja, sie kommt gleich zu Ihnen rein. Ne, ich glaube, ich komme in ihr rein. Was schaust du so, du Bastard? Was war das? Der ist jetzt zu schnell. Vergiss dich. Der ist weg. Cousin, was hast du nur gemacht mit mir? Ich war noch nie im Gefängnis. Cousin, egal, wir stehen das zusammen durch. Wieso, Abo? Achso, okay. Cousin, ich hole dich daraus. Ich glaube nicht so, wie du an mich glaubst. Cousin, was war das bitte für eine Idee? Was war das Cousin, für eine Idee? Du mit deinen hässlichen M2 und mit deinen scheiß Ideen hier, April-Scherz und so. Bruder, ich hab mir gedacht, komm, Alter, die Tür ist auf, da kann man doch mal reingehen und dann vielleicht irgendwas machen, Alter. Woher soll ich wissen, dass da die Polizisten das so ernst nehmen? Frau Staatsanwältin! Die soll mal kommen, Alter. Cousin, ist irgendein Bulle bei dir? Cousin, ich kann mich nicht... Ja, einer steht genau vor meiner Tür. Hört ihr dich? Mhm. Ja, der hört dich, der kleine Lauscher, der ist so, schau mal, bei uns in Marokko sagt man zu sowas Ding, diese kleinen, Neugierigen, die neugierigen Geier. Das sind Heuchler, Bruder, Heuchler. Mhm. Kommt er hier mit seiner Warnweste an, ja, die er wahrscheinlich da, vom damals bekommen hat, wo man damals in Schule Fußball gespielt hat, da musste man doch auch sowas anziehen, damit man von Teams unterscheiden konnte. Hat er sich da was draufnähen lassen, wo Police draufsteht, und jetzt denkt er, der ist hier ein Officer. Wir können auch sehen, wer Officer ist. Ja, wir können ja eins gegen eins machen, komm doch raus. Lass mich doch raus hier. Ja, ich hab grad schon gesehen, was wir mit euch machen können, also lieber sei die letzte Leiche. Komm, wir packen beide aus, wer den längeren hat. Gut, ja. Schau mal, weißt du, Cousin, was? Ist jemand noch bei dir? Ist noch jemand noch bei dir? Nein, Cousin. Okay, jetzt pass auf. Die haben uns. Warte. Die haben uns nicht die Rechte vorgelesen, Cousin. Die gucken durch. Jungs, das ist nicht gut. Das heißt. Hörst du mich noch? Die dürfen. Wenn die uns nicht die Rechte vorgelesen haben, dann. Dürfen wir wieder raus. Weil wir haben das Recht auf Freiheit, wenn die uns nicht die Rechte vorgelesen haben. Ganz wichtig, okay? Okay, Cousin. Also, das ist sehr gut. Wir sind schon lange genug im Knast, die hatten schon längst Zeit. Okay, dass du Bescheid weißt, sag das. Okay, Disco, jetzt kannst du Emote wegmachen. Jetzt ist schon gesagt, wenn jetzt ein Officer kommt und Rechte liest, Moroch ist schon zu spät. Jetzt kannst du wegmachen, alles gut. Alhamdulillah. Ist schon zu spät, Digga. Ist schon zu spät. Wir sind schon viel zu lange im Knast. Wir sind schon viel zu lange im Knast. Die können schon nicht mehr sagen, Digga. Die hatten schon eine Million mal was vor, ja? Bruder, was wir vorlesen. Da sollen wir jetzt die Staatsanwältin kommen und uns endlich wieder rauslassen. Wir können raus. Ich hab gesagt, singen, Bruder, singen. Bruder, was für Sänger, Mann. Seh ich aus wie ein Sänger? Dann rap doch was vor, dann. Alhamdulillah, God gives everything. Du weißt schon. Sing du mal. Ah, da kommt sie doch. Guten Tag, Frau, wie ist Ihr Name? Sanchez. Frau Sanchez, okay, kommen Sie rein. Kommen Sie rein in die Höhle des Löwen. Guten Abend. Guten Abend, so, Herr Gangben heißt das.
Ja, das weiß ich, Herr. Okay, hey, Frau Sanchez, ich möchte es kurz fassen. Ich möchte raus hier, denn nämlich, was ich nicht verstehe, dass mein Cousin und ich hier inhaftiert wurden und nicht mal uns die Rechte vorgelesen worden sind. Wie ist das? In welchem Staat leben wir hier? Okay, mehr oder weniger. Moment. Ja, machen Sie das mal. Ey, da ist ein Kopfauto. Der fährt gerade zum SG, Jungs. Aufpassen. Wo? Okay, gut. Er ist direkt vorm SG. Okay. Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah. Young Money Gang, Bruder. Young Money right here. Jetzt sagen die doch, du sagst egal. Wie meinst du? Die werden dich trotzdem nicht einlassen. Die müssen mich rauslassen, Bruder. Die müssen. GmbH-Song machen wir, wenn wir draußen sind. System gedribbelt. Bruder, ich eigentlich nicht. Die sind halt, wenn die zu verpeilt sind, um da Gesetze vorzulesen, dann kann man da nichts machen, Digga. Freddy Krüger Nightmare. Du weißt Bescheid, Freddy Krüger wird gedisst. Jungs, ich küsse eure Herzen an dieser Stelle, bitte. Die lügen einfach, dürfen die nicht. Cousin. Ja, Cousin. Pass auf, red nicht zu laut. Hör mal zu. Ich hab jetzt gesagt, also, uns wurde nicht die Rechte vorgelesen. In was für einem Staat leben wir, Cousin? Wir zahlen doch hier Steuern. Genau. Ja, verdammte Scheiße, dann haben wir auch das Recht auf unsere Rechte, nicht? Auf jeden Fall. Ja, und die wurde nicht vorgelesen. Ja, haben sie nicht. Also, du kommst raus und ich komme auch raus. Super. Ohne Widerrede. Und warum wir hier natürlich reingefahren sind, wir wollten ja Frau Parker überraschen. Das weiß er, das habe ich ihr gesagt. Cousin. Ja. Ich habe einen. Warte. Ich habe einen Bullen weggeboxt, Digga. Was soll ich machen? Egal, Bruder, du hast dich bedroht gefühlt. Uns wurden nicht die Rechte vorgelesen, du hast dich bedroht gefühlt. Du hast gedacht, du bist hier, dass es hier herrscht Anarchie oder so ein Scheiß. Alles gut, chillt einfach erstmal. Ich verstehe sie nicht. Wir sind bei den OGs. Ich habe gesagt, die Brille war teuer, die Rechnung lasse ich Ihnen zukommen. Ach so, ja, das ist kein Problem, das zahle ich. Wunderbar. Denke ich mir auch, dass Sie damit kein Problem haben. Sag mal, ihr gering verdiene. Sag mal, wie lange Frau Staatsanwältin noch braucht, um endlich hier uns rauszulassen. Das dauert jetzt mir ein bisschen zu lange. Das sollte jetzt in den nächsten 2-3 Minuten fertig sein. Sie wurde jetzt gerade noch von dem Officer, der sie abgeführt hat. Ja. Dann läuft es ja glatt wie Ihre Frisur vor der Stirn, Herr Officer. Ja, mein Lieber, ne? Das super. Sagen die Frauen von morgens am Strand auch immer zu mir. Super. Nur wegen Monte, Bruder, Monte packe ich morgen ein, Digga. Was denkt der Islam? Dieser Monte. Eidele Kasret. Genau ins RP. Wenn wir Knast kommen, Bruder. Wir kommen ja eigentlich raus. Die Dame ist jetzt soweit fertig. Bruder, Lachkick RP mache ich eigentlich immer. Nur jetzt, die letzten Tage war es ernst. Aber es gibt natürlich auch Leute, die feiern Lachkick, es gibt Leute, die feiern Serious, es gibt Leute, die feiern Action. Momentan hatten wir Action mit bisschen wenig Lachkick. Jetzt habe ich mir gedacht, komm, Alter, das passt optimal. Jetzt die haben wir ein bisschen Lachkick. Zu mir kommen. Aber für später werden wir sowieso, wenn wir offiziell sind, mehr alles von allem haben. So, weißt du, wir werden Lachkick haben, wir werden Cringe haben, wir werden Serious haben, wir werden Action haben. So, deswegen, darauf will ich jetzt halt aufbauen. Na, frag im Funk. Cousin, war noch Albo Boy hier drin in der Zelle? Cousin. Ja. Weißt du, was hier auf den Also es gibt wohl mehrere Zeugen dafür, wie ihnen die Rechte vorgelesen wurden tatsächlich. Was? Ja. Aber nur Scheiße, was labern die? Was labern die für Scheiße? Was sind das für Officer? Erst lesen sie nicht Rechte vor und jetzt voll lügen Kinder, die noch. Alter. Was labern die für eine Scheiße, Mann? Das ist doch alles gelogen. Ich bin hier bedroht. Ich habe keine Rechte. Hören Sie mal bitte auf zu schreien. Schnauze. Okay, perfekt. Cousin, warte, wir müssen kooperieren jetzt. Alles gut, ich klär das. Dann habe ich noch mal eine Frage an Sie. Warum brechen Sie denn ins SG ein? Bruder, wo bist du? Ich wollte Frau Parker eine Überraschung machen. Zum 1. April. Das ist schon ein bisschen süß. Ja. Er ist verliebt. Okay, aber warum gehen Sie denn hier im SG noch auf einen Officer los?
Ja, weil die meinen Cousin, hören Sie, der ist frisch eingereist. Der Arme, der kommt von Marokko. Ich habe ihm frische Schuhe gekauft, neue Hose, alles. Der will nicht alleine bleiben. Wir sind zusammen groß geworden. Und dann wollen die uns einfach trennen und der ist halt leicht reizbar. Bei uns in Marokko läuft das halt leider so ab. Okay. Wir entschuldigen uns. Es wäre dann schon schöner, wenn sie das verbal lösen würden. Und nicht, dass der Officer hier bewusst ist. Ja. Und dann erstmal ein Arzt kommen muss und so, ne? Haben sie recht. Ich entschuldige mich und auch meinerseits und an den Officer, der wo da halt leider die Faust abbekommen hat, der muss natürlich da jetzt halt drunter leiden. Mhm. Gut, und dann hatten sie noch BTM dabei. Ja, ein Heroin, aber das passt schon. Herr Pierre hat mir das verschrieben, wegen meiner Aggression. Mhm. Das glaube ich jetzt nicht so ganz. Mhm, mhm. Doch, ich bin Zeuge, ich war dabei. Passen Sie auf hier. Ins SG darf man eigentlich natürlich nicht rein, ist betreten einer Sperrzone. Will ich Ihnen jetzt gar nicht anlasten, mein Gott. Aber, dass Sie hier einen Officer zusammenschlagen, ist Körperverletzung und das BTM muss ich Ihnen auch anrechnen. Jetzt sind Sie ja am Ende doch noch ganz kooperativ gewesen, das finde ich gut. Normalerweise $6,000, 50 Hafteinheiten. Okay. Ich gebe Ihnen jetzt 2,45 und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Nee, warum 40? Mir wurden doch nicht die Rechte vorgegeben, ich darf doch raus. Doch wurden, es gibt mehrere Zeugen dafür. Die lügen, dann diese Bastarde. Was sind das für Officer, Mann? Die lügen doch, Alter. Das kann doch nicht sein, dass ihr solche Officer hier eingestellt habt, dass die nicht mal die Wahl... Warten Sie mal, hören Sie mal zu. Bevor diese Officer eingestellt wurden, haben Sie nicht ein Eid geschworen? Mhm. Also, was ist das, Bruder... Staatsanwältin, dann tun die gerade hier gegen den Eid sich verschwören. Okay. Worum geht's denn gerade? Wegen den Rechten, oder wie? Ja. Wer hat die denn vorgelesen? Der Schwarz, ne? Okay, war nicht irgendjemand, der hätte gesagt, irgendein Agent war dabei? Eigentlich Trainees und Agent, ja. Ja, wo ist denn der Agent, der wusste? Ja, und auf Streifen. Und ein Streifenwagen. Okay. Die zwei Trainees sind ja hier. Ja, die beiden Trainees sind da tatsächlich. Ja, deswegen. Ich weiß nicht, wo ist denn das Problem jetzt? Also, Herr Genman, selbst wenn ich Ihnen das jetzt glaube, ne, ich glaube Ihnen das auch, dass Sie, wenn Sie das hier schon so sagen, ne, meistens sagen Sie dann doch am Ende die Wahrheit, aber dass Sie hier im SG noch jemanden eine Körperverletzung zuziehen und das BTM bei sich haben. Also, wenn wir das ganz eng sehen wollen, brauche ich dann hier im SG nicht erst die Rechte haben, wenn Sie hier noch eine Straftat begehen. Das geht echt nicht. Ja, aber wissen Sie warum? Schauen Sie. Das Ding ist, die wollte meinen Cousin wegnehmen, uns wurden nicht die Rechte vorgelesen. Wir dachten hier, wir sind hier in einer Diktatur. Anarchismus. Was würden Sie machen, wenn Sie einfach eingesperrt werden von irgendwelchen Leuten, die nicht mal Ihnen die Rechte vorlesen? Da denken Sie doch, sind wir hier in einer Diktatur? Aber erstmal kann man ja versuchen, das verbal zu lösen, oder? Ja, haben wir ja. Ich habe ja versucht, Ihnen das zu erklären, aber die haben das nicht gemacht. Und deswegen mussten wir das leider körperlich anwenden. Und deswegen kam die Aussage jetzt, Cousin, wir machen das jetzt so wie in Marokko. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön. Ja, normal, weil sie uns nicht Rechte vorlesen. Ich dachte, wir sind hier in einer Diktatur, Mann. Ach so, wenn mir jemand die Rechte nicht vorliest, dann soll ich den auch nächstes Mal erschießen, oder was? Nee, warum erschießen? Du kannst ja ihn zusammenschlagen, wenn du in Gefahr bist. Aber muss ich auch nicht, ne? In Gefahr waren sie ja erst recht nicht. Wir tun hier Leuten nichts. Wir reden ja auch ganz normal. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Hören Sie, wenn Sie mich einpacken und nicht Rechte vorlesen, dann kann das schon sein, dass man da vielleicht Panik bekommt. Ja, Panik brauchen Sie ja nicht zu haben. Ja, aber ich dachte... Ich wurde geschockt von euch. 5012 bist du, oder? Fischmeck. Ja. So. Okay, ich komme. Nein, Bruder, als ob ich jetzt ja, toll, gehe. Ein Officer ist als Geisel genommen, er leckt mich da mal. Oh Mann, Alter. Ich bin dahin, Bruder, mit meiner G-Klasse. Habt ihr gehört im Funk, ne? Ja, hab ich gehört. Ja, Bruder, gut. Wir sind gerade auf dem Weg zu 5.0. Also, ich hatte Ihnen jetzt angeboten, wir machen $2,400 und 40 Hafteinheiten. Wenn Sie das nicht wollen, dann kann ich auch nicht kooperativ sein und $9,000 machen, 80 Hafteinheiten und Ihnen alles anlasten. Ich glaube, dass das schon sehr entgegenkommen ist und dass Sie das annehmen können. Ja, gut, denn. Wer ist denn als Geisel genommen worden? Hören Sie mal zu. Ich hab ja nichts gegen Sie. Sie machen ja nur Ihren Job. Aber das Problem ist, diese Bullen, die tun ihren Eid schwören und dann lügen sie und sagen, sie haben Rechte vorgelesen. Da könnte ich schon austicken, Mädchen. Ja, kann ich verstehen, aber deswegen können Sie trotzdem nicht hier im SG in den Office zusammenschlagen. Wenn Sie das Rechte vorgelesen hätten, hätten wir das auch nicht gemacht. Ja, aber man kann ja nicht so damit umgehen. Das ist ja kein Lösungsweg.
Ja, dann rechnen Sie das an, rechnen Sie den Faustschlag an, aber mehr nicht. Ja, das habe ich doch gemacht. Den Faustschlag und das Heroin. Hat jemand reingeröpst, Alter? Ja. Nee, der Heroin ist ja keine Sache. Das waren ja nur ein Heroin. Was ist die Strafe für ein Heroin? Ich bin jetzt bei 5001. Ein Heroin sind. Ist da jemand? Nein, oder? $2000 und. Ich glaube, die sind 5021. 10 Haftanheiten. Ja, also. Das ist jetzt erstmal wichtig. Ja, aber Sie haben ja noch die Körperverletzung. Na, hier ist niemand. Bevor Sie weitermachen, das ist wirklich wichtig. Ja, bitte. Muss ich mal bitte zu. Cousin, was sind das für Bullen? Die. Lutscher. Die lügen an, die gehen gegen den Eid. Also, lügen wollen wir ja hier nicht. Ja, gegen dich sagt ja keiner was, Mr. Schlumpf. Aber das Ding ist, dass da irgendwelche Officer kommen und behaupten, sie haben da Resche vorgelesen. Das geht ja nicht, Junge. Okay. Was hast du da, Bruder? Nein. Ja. Der, geht's dir gut? Ja, alles gut. Gut. Brauchen Sie eventuell Essen oder zu trinken? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich nur meine Freiheit wieder haben. Ja, das ist uns bewusst tatsächlich. Das will ja jeder Mensch haben. Kurz Moment. Eigentlich ist der mit blauen Haaren schon cool. Sie haben gesagt, die Rechte wurden nicht vorgelesen, ne? Der eine Kollege behauptet, die Rechte wurden vorgelesen tatsächlich. So. Ja, soll mal herkommen. Denn heute ist ihr Glückstag. Na, wusste ich doch. Sie dürfen gehen. Also nicht ganz. Nicht ganz. Sie werden ausgetauscht. Ja, gut. Ich bin erstmal raus. Schönen Abend noch. Ja, okay. Schönen Abend noch. Gut, dann kommen Sie mal mit daher. Ja. Aslan Banner Music Clan. Das muss ich erklären, wir brauchen einen Ort. Ach, ist noch gar nicht hier, oder was? Nee. Ich dachte, der wäre hier schon vom PD. Aslan Banner Music Land. Wenn nicht die uns die Rechte vorlesen, dann packen eben meine Jungs einen Officer ein, Digga. Fertig aus. Müller redet gerade mit dem. Fertig aus. Okay. Fertig aus. Na gut. Dann müssen wir es halt so machen. Ich bin auch da. Ja, ich bin da. Wo seid ihr? Hinten? Ja, wir sind hinten. Banner Music Aho, du weißt Bescheid zu da. Sie wissen, die freilassen. Auf jeden Fall, Jano, du weißt Bescheid. Ne? Wenn nicht so, dann so, Digga. Ich glaub, der hat aber Kopfschmerzen. Ja, dann werden wir gleich schauen. Jungs, ich muss mich ganz kurz im Auto hinlegen. Ahu. Eine Minute. Banner Music, Ahu. Wer ist es denn hinter Ihnen, Herr Ben? Hier hinter mir ist ja keiner, oder? Was machen wir jetzt, Jungs? Bleiben wir hier oder gehen wir weiter? Würdet ihr mehr für die Rechte Zeit nehmen, statt für eure April-Scherze, dann würde das Ganze hier auch gut laufen. Nee. Der war richtig scheiße. Egal. Ich hab meine Mission erfüllt. Nee, der sei dir gegönnt. Jetzt holt mich hier raus, Mann, bevor meine Jungs den Officer da wegwichsen. Ja, Dings, sie kommen tatsächlich raus. Es wird ja ein Austausch. Wer redet gerade mit mir? Ja. Dings, das wird ja ein Austausch sozusagen gegen unseren Kollegen tatsächlich. Da wird jetzt wohl irgendwie ein Ort ausgemacht, wo wir den Austausch machen. Und dann kommen sie raus. Super. Sind alle da? Gehen Sie ein bisschen wieder zurück in die Zelle, Herr. Perfekt, danke. Ich muss zugeben, ich war's nicht. Sesu ist schon raus. Hey, NSTV, Bruderherz, ich danke dir nochmal an dieser Stelle, ne, falls du da bist. Du kleiner Sträuch. Vielen Dank für deine 1000 Bits. Deine Spende. Hallo, hört ihr mich? Hallo. Ich weiß es nicht, du Schlumpf. Ich weiß es nicht. Was geht? Wenn bei sowas nicht Support gehst als Admin, dann lernen die nie. Was meinst du, was ich bei den Leuten machen, die nicht streamen? Yo. Hast du einerseits auch recht, Bro, aber wenn, dann würde ich sowas immer nach Stream klären. Weißt du, was ich meine? Ich mach das immer so. Ich mach das immer so. Also nach Stream gehe ich dann rüber in Support und dann sage ich, hör mal, das und das war eklig, so, weißt du? Aber nicht mittendrin. Cousin kommt mit, natürlich. Hör sie so schlecht, jetzt. Essen? Was mit Essen? Ja, Essen könnten vielleicht auch was geben. Ja. Auch.
Die sollen sich beeilen, Digga, ja? Dankeschön. Digga, ja, Mann, Emre-Can, die lügen einfach. Bruder, das war eigentlich Korruption, oder geht das nicht in Korruption oder so? Weil ja, Officer. Jungs, was soll denn das? Wieso lässt ihr euch so feiern, Alter? Weil als Officer, da musst du doch so kooperativ sein. Das geht doch Richtung so ein Korruptionsscheiß oder so. Die müssen das doch eigentlich. Funkcheck, John. Check. Leute, ich hab ein bisschen Schlafwandel wieder. Ich denke mir, einfach ich komm mal um 2 Uhr an und mach bisschen Kopf-RP. Nein, was passiert? Faruts Leute packen mich ein. Direkt bei 5.011. Hä, wie? Achso, das ist der Officer oder was? Meine Nerven kurz vor der Grenze. John, wo bist du? Warum? 5.011 pro Tankstelle unten. Ich komme. Mit Geringverdienen und so. Bro, Al Capone, Bruder, das ist bei mir auch so manchmal. Dieses ey Mädchen und so. Herr Ben. Wie lange dauert das, Mann? So, Herr Ben, die Umstände haben sich ein bisschen geändert zugunsten auf Ihrer Seite, würde ich sagen. Heute ist Ihr Glückstag. Habe ich schon mitbekommen. Sie und Ihr Cousin dürfen jetzt gleich uns begleiten. Sie werden dann gleich zu einem Ort gebracht, den ich selber jetzt noch nicht weiß. Einer Ihrer Freunde hat nämlich einen Kollegen von uns eingepackt. Ach, und da wird dann jetzt gleich ein Austausch stattfinden. Ich denke mal halt ohne Probleme. Ja, dann dürfen Sie und Ihr Cousin dürfen gehen und wir kriegen halt unseren Kollegen wieder. Super. Und dann denke ich mal, hat sich das deswegen dauert nur einen kurzen Moment. Ich warte jetzt noch, bis Ihre Kollegen sich bei mir melden und den Standort durchgehen. Und dann begeben wir uns direkt dahin. Super, alles klar. Gut. Etwas langsamer. Jungs, wo fährt ihr hin? Richtige Witzfigur hier. Ich bin bei Tankstelle 511. Ah ja, bravo, da. Jawohl, genieß. Okay, ich sehe. Wir fahren Richtung 10107, ganz unten am Hafen rechts. Sogar mit einer Hand, oder wie? Ja, normal. Siehst du, mit einer Hand schafft nicht jeder. Ja, tatsächlich. Aber das geht an den kleinen Sträuch da in der Warnweste. Warum das denn? Ah, der hat gerade da so eine Weste an und meint hier auf Officer zu machen, deswegen. Ach nein. Alles gut, das passt schon. Hör mal, das Einzige, was passt, sind die Klamotten. Aber was nicht passt, ist deine Warnweste, Jung. Das passt nicht. Also ich finde die Weste super. Naja, du bist auch ein Bastard. Warum betreibst du jetzt? Nein, der ist cool drauf tatsächlich. Ja, ich weiß, er muss nur den Humor verstehen, den wir immer wieder mal machen. Aber der mit der blauen Frisur, der checkt das schon. Ja, ich bin ja der mit der blauen Frisur. Ja, dich habe ich auch gemeint. Ach so. Ja, hast du jetzt verstanden. Ja, warte, ich guck mal ganz kurz, wie viel... Natürlich distanzieren wir uns, Digga. Wir machen nur Spaß. Wollen Sie mit dem Herrn reden? Kein Problem. Ja? Alles gut. Die wechseln noch Server. Bro, Bruder, das ist doch Spaß, Bro. Als ob ich den jetzt echt beleidige. Ich küsse eure Herzen. Oha. Den gehen wir erstmal gleich. Warum soll ich mit dem Herrn sprechen? Kommt einfach hier. Ja, ich dachte, ja, sie sind hingekommen. Ich dachte, sie wollen mit dem Herrn sprechen irgendwie. Ey, passt mal auf. Kann mir jemand mal ein Funkgerät geben? Weil ich hab so komische Stimme im Kopf. Wir verstehen schon. Wenn sie funken, werden sie getestet. Das ist ich nicht aber bewusst, ne? Da hinten, ganz hinten müsste ja irgendwas sein. Und wir sehen das ja natürlich auch, wenn sie funken, ne? Und hören das. Acht. Na gut, das, so geht's auch. Danke.
Batman. Hey Cousin. Cousin, ich nicht Geld. Cousin, wo ist dieses Geld? Ah. Cousin, weißt du, was hier auf den Mauern steht? Cousin, hier war jemand, glaube ich, schon mal davor Insasse. Da schreibt man noch immer seinen Namen an Wänden. Weißt du, was ich hier gerade lese? Bruder, sag mir nicht, dass du den Albo-Boy liest. Ja, Bruder, hier steht Albo-Boy, Albo-Boy 17. Kennst du den? Krass, Mann. Der verfolgt mich, Digga, seit ein paar Tagen. Krass, Mann, der war auch mal schon mal im Knast. Ich hab schon viel von ihm gehört. Dieser Albaner, der macht nur Scheiße hier. Krasser Typ auf jeden Fall. Krass, Bruder, auf jeden Fall. Ich frag mich, was das soll. Das kann ja nicht sein richtiger Name sein. Ich glaube, das ist ein Künstler oder so. Bruder, der ist auf jeden Fall krass. Immer wenn ich an seinen Namen denke, habe ich so positive Wirkungen in meinem Kopf. Heide Yalla! Und wie sieht's aus? Was läuft so? Die zwei TVs. Geil, der war geil. Machen. Okay, beide TVs? Beide. Okay. So. Hey Ben? Ja. So, da kommen wir. Ich bitte Sie, ja? Ja. Mhm. Rücken Sie vor. Gut. Sie können dann sofort gehen, kurzen Moment noch. Boah, Cousin, lass mich dich mal umarmen. Ich hoffe, dir geht's gut, Cousin. Geht's dir gut? Wurde dir irgendwas gemacht? Nein, Cousin, alles gut. Ich danke dir. Okay, Alter. Ich dachte schon, irgendwas da passiert, Alter. So. Korrekt, Alter. Korrekt, Bruder. Küss dein Herz. Ach ja, Frau Sanchez. Freut mich, dass dir gut geht. Kriegen Sie alles noch zurück. Wie bitte? Sind Sie fertig? Ey, Scheiße, Mann! Mach so eine Scheiße nie wieder, dass du einen Officer schlägst! Ja, Cousin, was soll ich machen? Verdammte Scheiße, das hätte in die Hose gehen können. Ihr habt das ja beide getan, ne? Der hat mit der Waffe auf dich gezielt, was sollte ich denn machen, Cousin? Hast du auch recht. War ja ein Taser. Hast recht. Okay, tut mir leid, Bruder, tut mir leid. Ein Kuss auf deine Nuss. Guck mal, jetzt ganz wichtig fürs Leben. Ey, ey, was war das denn? Ey, Polizeigewalt! Ey, 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 ey! Was sollte das? Bleiben Sie ruhig, ja? Das tut mir leid. Ey, Polizeigewalt! Tatsächlich. Werden wir zu Protokoll führen, tatsächlich? Ich musste niesen. Das tut mir leid. Ach so. Guck mal, ganz wichtig fürs Leben, Jungs, ne? Ganz, ganz wichtig. Ja. Yeah. Ben, das tut mir sehr leid. Ey, was soll das, ey? Guck mal, jetzt ganz, ganz kurz, ne? Ja. Yeah. Ganz wichtig fürs Leben. Also, ganz wichtige Frage, okay? Ja. Heißt die Zitrone oder Pfirsich? Nochmal was? Heißt die Zitrone oder Pfirsich? Ach, du bist mit deinen Witzen, du Schlumpf, du. Sei ehrlich. Der meint, ob Eistee, Zitrone oder Pfirsich. Welches? Ganz wichtige Frage. Zitrone. Pfirsich, mein Freund. Pfirsich. Herr Ben, was sagen Sie? Also ich bevorzuge den Sec Plus Protein Shake. Oh Mann. Tut mir nochmal leid. Shit. Cousin, das war, warum ich hier seit einer Stunde hier sitze. Ja, so Wut rauslassen und so, ne?
Ja, also okay, können wir verstehen tatsächlich. Warte mal kurz. Ah! So, das war, dass du mich vorhin geschlagen hast. Jetzt sind wir quitt. Ah, ich möchte mich nochmal bei der Dame entschuldigen. Guten Tag, IAA-Agentin. Sanchez. Frau Sanchez? Ja. Ich hätte eine wichtige Frage. Könnte der Officer weg sein, weil das wird ein bisschen jetzt vielleicht cringe. Könnte die Schmalzlocke da hinten vielleicht ein bisschen in Abstand nehmen? Soll ich weggehen? Ja, das wird jetzt dann ernst. Sanchez. Ja, alles gut. Big Mac, ich küsse deinen Ernst, Bruder. Danke für deine 300 Bits, Bro. Hören Sie mal zu. Ja. Mhm. Ich war verheiratet, also nicht verheiratet, ich hatte eine Freundin und die hat dann was mit Leuten angefangen, also nicht mit einem betrogen, sondern gleich mit einer ganzen Familie, und zwar die GmbH. Oh, ja, das war natürlich sehr schlimm. Ja, und ich habe mich jetzt... Leid. Ja, das passt schon. Auch diese ganzen 15 Männer haben nicht gereicht für einen Farud Ben. Aber das ist ein anderes Thema, das ist jetzt nicht wichtig. Auf jeden Fall wollte ich Sie mal fragen, also ich bin jetzt auch langsam über das hinweg. Und ich hätte gedacht jetzt, so, es wird langsam Zeit mal für eine neue Sidechick. Ich meine, für eine neue Freundin. Und habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn wir mal da zusammen den Sonnenuntergang genießen am Strand? Wir? Ja. Ach so, ich dachte, Sie sind da an Frau Parker interessiert. Nee, Frau Parker war nicht so für mich. Ich habe schon oft, sie hat mich immer sie ist so eine Stalkerin, ich hatte keinen Bock mehr drauf. Sie hat mich jeden Tag angerufen und dann meinte sie, hey, Farud, hol mich mal ab. Und ich habe mir immer gedacht, ey Mädchen, komm, ich habe jetzt hier kein Zeit, ich bin Goldrapper. Übrigens habe ich einen Urus und einen Ferrari, wenn ich das kurz anmerken darf. Und eine Villa, die kostet 14 Millionen Dollar. Ja, also jetzt mit der Villa haben sie mich natürlich überzeugt. Naja, das war ein Joke. Sorry, ich bin in festen Händen. So, Herr Ben, dann dürfen Sie und Ihr Cousin uns jetzt dann einmal bitte begleiten. Sie sind in festen Händen, wer ist denn der Freund, wenn ich kurz fragen darf? Ich glaube, das tut jetzt hier nicht zur Sache. Okay. Ja gut, wenn Sie da weiterhin in so einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben möchten und dann morgens bis 4 Uhr hier sitzen möchten, ist kein Problem. Dann habe ich mir das... Müssen Sie wissen. Okay. Schönen Abend also, wünsche ich Ihnen noch. Lass uns gehen. Hier, ich bekomme hier keine Luft mehr wegen diesen ganzen Geringverdienern. Okay. F für Farud. Ja, okay, dann gehen wir mal. Schade. Da hat man da einmal versucht, was zu reißen, und dann hat man leider doch nicht das bekommen, was man wollte. Egal, auf geht's jetzt mal zur Geiselübergabe. Du musst hier raus, warte. Jetzt. Ich denke mal, Handschellen brauchen sie ja beide nicht, sie wollen ja sowieso hier raus. Ja, haben sie recht. Mir nicht. Komm, Cousin, steig ein. Gerade rüber. Sie hat dich nicht verdient, Bruder. Dann kommen wir unsere Sachen wieder zurück. Bruder. Ich küsse dein Herz. Wieder mal ein Handy drauf. Und Funkgerät kriegen sie gleich vor Ort. Scheiß drauf, Digga. Juck. Was ist mit meiner Waffen? Das ist doch GTA-RP-Modder, als ob ich hier 1% irgendwas an so Ding hab. Gekauft. Gleich. Dann muss ich gleich mit dem Officer reden, der ihnen die abgenommen hat. Dann müssen sie morgen zum PD kommen, dann kriegen sie die wieder. Ja, Cousin, das passt schon. Ich kauf dir eine neue, Mann. Wir sind Millionäre. Wir müssen doch hier nicht an irgendwelchen Waffen. Herr Officer, könnte ich mal kurz an den MP3-Player? Eigentlich ungern. Ja, egal, aber ich mach's trotzdem, das passt schon. Wenn's nur kurz ist. Eine Plackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Tanz, Cousin, tanz! Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen. Ja, die Musik ist zwar wundervoll, aber wir können sie schlecht freilassen, weil wir unseren Funk nicht hören. Chat. Alhamdulillah, wir kommen aus Knast.
müssen wir streiten. Keiner weiß, wie lang, ja, für. Wir kommen raus, Alter. Das ist doch mal ein super Angebot hier, Alter. Zum Haufen. Ja, zum Haufen. Gleich spammt ihr la 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 rein. Aber full, mach den weg. Mach den weg. Slow Mode. Alles rein jetzt. Slow Mode raus. Ihr spammt das gleich full rein, Digga. Full, full, full. Rein da. Jetzt. Scheiß auf den Knast. Jetzt noch mal. Ich küsse eure Herzen, Chat. Da liegt im eigenen Ermessen. So muss sein, Digga. Ich werde bei der Übergabe, wie gesagt, ich bin im Wagen mit drin, ich werde die Übergabe persönlich machen. Ah, wir haben ja noch einen Song hier, Alter. Der ist glaube ich auch krass. Cousin. Ja. Kennst du noch den Lied? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja! Warte mal, wie hieß das Lied? Der MB3 der Pferderanch. Oh mein Gott! Bitte, Officer, warten Sie! Nur noch der Song! Oh mein Gott, das Ohrwurm! Bitte geben Sie euch, bitte! Weißt du noch, wie ich damals darauf getanzt hab? Klaus, geh mal zur Tür! Es hat gebimmelt! Und alle! Ja, Cousin! Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ein richtiges Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur. Das ist so niedlich. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja, ein Pferd auf dem Flur. Ey, Mann, Alter, das war gerade unser Song, Mann. Das ist so niedlich. Ja, da steht ein Pferd auf dem Flur. Ey, kommen Sie noch einmal, Herr Officer, komm. Nein. Ich hab da jetzt drauf geboxt, der geht jetzt nicht mehr. Ey, scheiße, Alter, Mann, wir wollten gerade den Song hören, Mann. Der ist richtig krass, Mann. Warum müssen die Polizisten immer das alles kaputt machen? Noch gerade den Song. Weil wir nichts verstehen und wir sie sonst nicht freilassen können. Schade. Sie haben den MP3-Player kaputt gemacht, haben sie gesagt, ne? Richtig. Ja gut, zum Glück haben wir hier noch ein. Zum Glück habe ich ja noch hier ein CD-Laufwerk. Ich verstehe gerade nichts, jetzt nochmal. Wollen Sie CD einstecken? Ich habe noch die CD von dem Song. Nein. Schade. Ja, die Herren, wir sind jetzt in knapp anderthalb Kilometer sind wir da. Okay. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ein echtes Pferd auf dem Flur. Ein richtiges Pferd auf dem Flur. Das ist so niedlich. Ja, Sie können den MP3-Player kaputt machen, aber nicht unser Gesangtalent. Die Herren, wollen Sie freigelassen werden oder nicht? Ja, normal, aber wir dürfen doch Sie wohl singen. Sie haben doch sowieso keine Wahl, Digga. Also komm zu dir. Ja, da hat mein Kollege auch... Wir sind in 500 Metern da. Oder wollen Sie, dass Ihr Kollege stirbt? Ja, Mann, was ist los mit dir? Du hast doch nicht mal eine Wahl. Also fahr mich jetzt dahin, du Bastard. So, Mann, wenn wir da sind, bleiben Sie erstmal bitte noch im Auto sitzen. Katana, ich küsse dein Herz. Muss ich morgen zum Ohren an. Danke sehr, bei Ihren zarten Stimmen sind mir glatte Stimmenbänder abgeschmiert. Halt deine Schnauze, du Bastard, und verhalte dich! Du musst stehen, wenn du was siehst. Okay, das ist einfach. Bleib stehen.
Bleib stehen, nicht direkt hinfahren. Oh, Scheiße! Salam alaikum! Walaikum salam, Bruder! Komm raus, komm raus! Erst wollen wir unseren Kollegen sehen. Jungs, ich stelle euch die beiden vor, das sind zwei Bastarde! Okay, warte, warte, die kriegt ihr erst, wenn die beiden in Sicherheit sind. Nach hinten ins Auto. Boah, nach Scheiße, Auto. Alter! Ey, die sind eigentlich korrekt, Alter! Die sind echt korrekt! Das hat schon Spaß Bruder, gemacht! Yeah. Hey Jungs, tut mir leid, ne? Darf ich dich einmal umarmen, bevor ich gehe? Ne, danke, da stehe ich nicht so drauf. Oh, du kleiner. Hey, pass auf, was du sagst. Ja. Hey Jungs, hört mal zu jetzt. Hört mal zu. Ja. Yeah. Guck mal, auf dem Dach da links, auf dem Dach da rechts, full Schützen. Ihr sollt jetzt einfach einfach einsteigen und weg. Jalla, sofort. Ich möchte erst unseren Kollegen haben. Einsteigen und weg, hab ich gesagt. Was du und bevor du gibst, gib mir mal meine Pistole wieder, Alter. Jalla, gib Pistole wieder. Ja, guck mal, Jungs, ich zähl jetzt wirklich. Ey, warte mal, M, kannst du mal kurz mitkommen? Ja. Yeah. Habt ihr wirklich einen eingepackt oder nicht? Ja, Bruder, der ist einfach gesprungen, der ist ertrunken, Bruder. Der ach, der ist ertrunken. Ah, Scheiße, okay, ja, dann haben die Pech gehabt. Ich hatte aber noch eine Machete, Taschenlampe, alles drum. Ja, ich hab die immer noch. Jungs, hört mal zu, Pedila. Ihr geht jetzt einfach weg, ihr kriegt in 2 Minuten von mir einen Standort, da gefährt ihr hin. Nee, so war aber nicht der Deal, mein Lieber. Mann, der Deal kannst du mich am Arsch lecken, das ist der Deal. Steck jetzt ein und weg. Okay, dann. Dann was. Jalla, einsteigen, weg. Alles gut. Alle weg, Utz. Bruder, Utz kann niemand ficken, Bruder. Fahrhut, kommt in die Boote. Boah, hast du ja auch Boote klar gemacht, Alter, ihr seid doch Maschine, Mann. Lack, Habibi. Lack, ich kenn doch nur einen. Ich küsse dein Herz, Mahmoud. Lack für euch, Jungs. Da kommen welche. Wo ist Boot? Da. Spring! Jungs, wo habt ihr Boot hingepackt? Komm, der ist hier um die Ecke. MC, dankeschön für dein Prime-Abo, Bruder. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deine Augen. Geil gemacht. Hallo Jungs, wo sind die Boote? Richtig geil gemacht. Bruder, Benner-Music macht. Wo soll ich das wissen, Bruder? Oh Scheiße, Digga! Verdammt! Geh runter! Cousin. Ja, Cousin. Die sind da oben, Alter. Wo ist Motorboot? So, sofort hochkommen jetzt hier und Hände hoch. Ich höre ein Motorboot. Da. Wo ist mein Motorboot, Digga? Über Wasser fliehen ist verboten. Ich weiß, ich suche ja auch mein Motorboot, Digga. Da. Komm. Bruder, mein Cousin ist da. Fahr. Schnell. Ah!
Mein Cousin ist noch da, Bruder. Ich kann meinen Cousin nicht alleine lassen. Wo war der? Der ist noch genau da unten, Bruder. Irgendwo. Ich weiß aber nicht, wo er ist, Alter. Ich bring dich in Sicherheit und ich geh den da holen. Bruder, ich hab Barut geholt. Ich bring ihn in Sicherheit, dann hol ich den nächsten. Ihr habt das richtig krass organisiert, Jungs. Ihr habt das richtig krass organisiert. Respekt. Wallah, ihr habt alles gefickt, Alter. Na normal, Bruno. Was hast du gedacht, Alter? Hast du noch ein Funkgerät übrig? Natürlich. Natürlich, Digi. Natürlich, Digi. Jungs, wer ist... Gibt's noch irgendwelche von uns, die da sind? Ich, Bruder, ich bin mitten im Wasser. Wo bist du genau? Mitten im Wasser, Bruder, im Süden. Im Süden, okay. Wir versuchen dich mal zu holen. Bruder, du brauchst mich gar nicht alleine zu schicken. Ich bleib lieber mit dir. Ah, da ist ein Auto. Ja, ja. Ja, das ist genau das, genau das, genau das. Das Auto von GmbH. Ja, fahr rein. Heli geht in Osten. Geh mal einer schauen, ob das offen ist. Ja, warte, ich guck. Ich mach. Bleib du hier, setz dich hin. Wer ist das gerade, der da wohl schaut? Ey, Sieg, ich bin rechts von dir. Keine Ahnung. Fahr rein. Heli kommt. Fahr rein. Ja. Ist auf? Ja, geh du mit ihm, ich geh mit Boot. Oder willst du mit mir bleiben? Bruder, warte, ich muss überlegen. Jetzt, wo ist mein Cousin, Alter? Wenn ich jetzt weißt, Auto nehme. Du gehst jetzt mit ihm, mit dem Auto, ihr fahrt dahin Wasser, und Bruder, sammelt unsere Leute ein. Ich geh so lange deinen Cousin holen. Bruder, lass lieber. Warte, lass mich überlegen. Warte, wenn wir mit Boot gehen, ist sicherer als mit dem Auto, sag ich dir ehrlich. Weil mit dem Auto erwischen die uns. Okay, egal, dann lass das Auto gleich für jetzt. Ey, Jungs, komm rein. Ja, genau, für später. Haut einfach ab, bringt euch in Sicherheit. Die sind hier mit G-Klassen, alles. Die werden jetzt alles hier durchsuchen. Warte. Jungs, hattet ihr Tech-9s da? Hattet ihr irgendwas da? Nein, alles gut. Okay, sehr schön. Ich bin jetzt in der orangenen Halle drin. In welche Halle? Kannst du das von der Karte sagen, die Zahl? Bei uns. 1001. Wir verrecken jetzt. 1001. Ah, ich weiß, wo er ist. Warte, lass mich in den GT. Wohin schwimmst du? Oder warte, ja, wir holen ihn vom Boot ab. Genau. Was denn? 1001. Schau mal, du gehst jetzt hier rechts. Wo ist 1001? 1001 oder 1001? Was hat der gesagt? 1001? Hä? 1001. Ach, hier. Okay. Schwimm da mal hin. Wir kommen mit Boot, John. John, wir kommen mit Boot. Du springst jetzt. Ich bin schon, Jungs. Alles gut. Er ist bei uns. Okay. Habt ihr meinen Cousin gesehen? Nein, Bruder. Ja, ich bin immer noch hier, Bruder, versteckt. Ich bin kein Arsch. Mama Nakuim, Alter, ich wusste es. Geh weg. Ah, der kommt hinterher. Mach's Licht aus, Bruder. Der kommt, oder? Nee. Der Skyline, ja, Bruder. Doch, der kommt. Entweder wir nehmen das Boot hier oder wir nehmen den GTR. Der GTR ist wild. Melo meldet sich nicht mehr und macht Mut. Ah, warte. Ey, wer ist das mit dem Boot hinter uns? Seid ihr das? Wir sind das. Okay, sehr schön. Aber Bruder, ich höre immer noch den Heli. Wir müssen schnell weg vom Wasser. Sonst fickt uns mit Sturmgewehr. Okay. Hier ist Treppe. Nein, nicht hier. Ich hab doch gesagt, Morok, wir hätten da reingehen sollen in dieses scheiß Auto. Na, Bruder, Auto ist ein bisschen riskant. Schau mal, so sind wir jetzt auf sichere Seite. Wir haben nur einen Helikopter im Nacken. Das ist viel besser, glaub mir. Scheiße, Digga. Saison Memo liegen am Nacken. Einfach Serie, Wallah, Bruder, richtig. Helikopter.
Helikopter ist direkt über uns. Ja, über uns. Wir müssen weg von hier, aber dringend. Gibt es irgendeinen Ort? Lass auf die Yacht, auf die Yacht, auf die Yacht, links, auf die Yacht. Auf welche Yacht? Jungs, wir müssen uns trennen. Ja, fährt sie, genau, wenn wir Yacht schaffen, dann... Geh du zur Yacht, wir fahren weiter. Genau, mal schauen, wen er verfolgt. Ich weiß jetzt, was wir machen. Okay, er verfolgt ihn, sehr schön. Es gibt ja zwei Yachten, einmal bei der Pizzeria und einmal den da beim Autokino. Geht zur Yacht, wir fahren weiter. Schieß nicht. Nee, ich schieß nicht, schau nur. Okay. Ey Jungs, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ne, aber jetzt gerade der Mediziner, der hilft mir dann hoch, eigentlich müssten wir den jetzt selbst definieren können. Heli ist direkt über uns, also Faro, ihr seid in Sicherheit. Geht ihr dann zu Yacht? Versucht da irgendwie... Ja, wir versuchen das. Versuchst du eine Unterführung zu nehmen, so, weißt du, was ich meine? Die sind direkt über uns. Mahmoud, wie sieht's bei euch aus? Salamu alaikum, alaikum salam. Bruder, ich bin allein hier, Alhamdulillah, alles top. Ist bei dir alles sauber? Ja, jetzt hier vorne fern, gehört mal gerade zu der zweiten Hälfte, mir ist an der... Barut, okay. Ja. Sag mir bitte, du hast ein Auto in deiner Garage an deinem Ding. Bruder, ich bin Millionär, ich hab alles, was du brauchst, Alter. Rabson Lee TV, aka Yusuf aus Lübeck. Ich küsse dein Herz. Grüße gehen raus. Yusuf aus Lübeck, Jungs, der Bratan Trabzon Liti, wie sie jetzt unterlasst diese Meta, okay? Achtung, Yusuf ist im Chat. Yusuf aus Lübeck ist im Chat. Unterlasst das. Kein Meta mehr jetzt. Jetzt ist vorbei, kein BSG, kein Meta mehr. Was ist Meta? Ja, genau, Bruder, so, was ist Meta, hä? Was ist Meta? Okay. Nein. Genau so, Bruder, genau so. Was ist Meta, hä? Metane morgen. Ja, genau, Bruder, so will ich das sehen. Ist doch Schiff. Wer ist das, genau? Morg, ja, wir streamen lange an, aber ich bin gerade im Film. Chill. Wo ist der andere, Bruder? Er ist auch hinter mir direkt. Wir könnten jetzt eigentlich... Ja, alles gut. Okay, John, wir sind gleich frei, danach versuchen wir euch irgendwie rauszuholen. Also, hast du direkt an deiner Garage hier im Haus ein Auto drin oder müssen wir zu der anderen Garage? Er schießt auf uns. Aber wir müssen schon zur Garage, glaube ich, Bruder. Okay. Leute, das sind echt viele Seiten. Emin, ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für dein Prime-Abo. Ich küsse deine Augen, Bruder. Na, ich glaube. Boah, mashallah. Ist Meta eine Person? Nein. Das schmeckt dir. Ja, das schmeckt. Dankeschön, Abibi, auf jeden Fall für deinen dritten Monat. Aleikum salam. Oha. Bruder, jetzt ist Feierabend, ne? Jetzt können wir nicht mehr flüchten. Ja, hey, Bruder, sind gelandet. Die landen. Warte, Auto. Im Keller vom Boot. Bruder, wir werden unser Leben jetzt stemmen. Jungs, ich hab euch alle lieb. John, warte, Mann, alles gut. Wir kommen. Bin ein Leben länger, Jungs, ihr wisst Bescheid. John, sag das nicht, Mann, wir kommen, Alter. Lass dich nicht von Polizei... Wir hatten noch nie Angst vor FIB. Sigi, bleib bei mir hinten. Komm her. Sigi, komm zu mir hinten, Bruder. Sigi, Obamo, komm her. Warte, ich bleib. Die sind drin. Nein, Fahrer, für den anderen Weg. Was geht, Jungs, wo seid ihr? Hey, wo seid ihr? Ich bin mit selber nur zwei Medizin aufgewacht, ja? Hey, Polizei ist dort. Oh. Warte, lass mich aufsteigen. Nein, ich nimm mich mit. Schnell, weg hier, weg! Fischmeck, wo bist du? Bruder, versteck dich! Nein, geht! Oha, warte! Warte! Wir müssen hier warten, Bruder. Wie haben die uns gefunden, Alter? Die liegen. Sehr schön! Nein! Ich bin... Scheiße, nein! Nein, Moruk! Nein, Bruder! Wir haben die uns da gefunden, Amanakuim! Hörst du, ey?
Jungs, wo seid ihr? Ich hab überlebt, Jungs. Niemals in meinem Leben wussten die das, Bruder. Ich denke auch nicht, aber egal. Mach Abo-Chat rein, Bruder. Nicht, dass jetzt VOD gefickt wird. Nicht, dass VOD gefickt wird, Bruder. Das sind Langwaffen, das sind AP-Pistolen. Jungs, ich bin bei Grof Tankstelle. Wallah, richtig Schuldgefühle wegen mir. RP. Alles gut, alles gut. Alles gut. Verdammte Scheiße, Mann. Alles gut. War trotzdem geil, Bruder. War, sehen wir es so, war geil. War ein kranker Film. Mein Cousin noch. Mit einem... Mein Cousin noch. Aha, mein Cousin. Ich höre nicht mehr den Funk, verdammt. Ey, ey, ey. Ich komme. Jetzt rast mein Cousin aus. Wo seid ihr? Jungs, ich bin bei Groove-Tankstelle. Holt mich ab, ich bin ein bisschen geschwommen und... Schau mal, aber weißt du, was ich halt manchmal... Ich möchte jetzt keinen so Meta-Vorwurf machen oder so. Wallah nicht. Aber es ist halt immer so ein bisschen einerseits so scheiße, weil... Ich bin so gefickt und die, wo nicht streamen, sind alle am Überleben. So, das ist schon eine Sache, so, wo man sagt, aber egal, wir möchten keinem was vorwerfen. Ey, CC93, hör auf, Digga. Willst du, dass das Video gefickt wird oder was? Hör doch auf, Bro. Wallah, wegen solchen Aussagen wird das VOD sonst gelöscht, Digga. Hör auf, Bro. Chill dein Leben. Vertrau mir. Das Video, VOD ist geil geworden. Scheiße, Digga, ja. Schade. Bruder, wenn du es schaffst zu jagen, du kriegst von mir Okay, die Sonne. Bruder, ich sollte mir sein, wann 3 TV ist, ne? Drin, Bruder, ich versteck mich in diesem Safe Room da. Ah, okay, okay, komm raus. Lambas, lass du in meinen Funk rein, Moro. Okay, Moro, okay, okay, komm. Go, 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 ey, wir müssen die Hälfte, Mutter, auf dir. Memo, wo seid ihr? Scheiße, Digga. Scheiße. FIV, ja, egal, alles gut. Jungs, wir können uns hier nirgends verstecken. Wir müssen dort ganz hinten bleiben und einfach beten, Bruder. War trotzdem geil, Digga. Hat echt Spaß gemacht, sag ich dir ehrlich. Janne, das war... Deine Freundin zu Hause bei dir. Hey, wo seid ihr? Bruder, ja, was meinst du? Im Keller ganz unten. Bruder, ich bin einfach immer noch raus. Bruder, war geil. War geil. War echt geil, Digga. Hat echt Spaß gemacht. Ist zwar in die Hose gegangen, bei Polizei ist halt immer am schwierigsten. Aber war trotzdem geil, Digga. Also mir hat's echt Spaß gemacht. War echt geil, André. Wallah, ihr habt's auch richtig geil geplant, Moruch. Das war krank. Das war krank. Seox. Man müsste die zwei Küsst dein Herz. Vagos por vida. Was geht, Bruder? Danke für dein Abo. Weißt du Ausländer, oh mein Gott, mein Deutsch. Sorry. War richtig geil, Digga, das Ende. Janne, das war so diese Sahnetorte. An dieser Stelle, Jungs. Ich hab gehört. Was heißt gehört? Cousin, lebst du noch, Cousin? Nein, Cousin, ich bin tot. Ja, wir sind dabei. Hey, warte, wir kommen jetzt. Ja, da rauf. Hat einer ein Lebenszeichen von meinem Cousin? Hat der Funk oder irgendwas gemacht? Hat der gefunden? Okay, Leute, ich... Jungs. Zählt Gold ebenfalls aus illegaler Gegenstand. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Bruder. Die Kirsche auf der Sahnetorte. Richtig, du weißt Bescheid. An dieser Stelle, Jungs. Ich mach jetzt nochmal kurz Ding weg. An dieser Stelle, der Bruder PA Sports hat Geburtstag. Wir gratulieren ihm jetzt, okay? Ihr könnt rein spammen. Alles Gute, PA, zum Geburtstag. Ich schicke es ihm. Ich hab das voll verpeilt am Anacreme. Haut rein, alles Gute. Ich mach jetzt Video an dem Bruder. Alles Gute an dem Bruder. Schreibt rein, spammt rein. Ich schicke es ihm ab. Alles Gute, alles Gute für den Bruder. Ey, wir sind jetzt Autokino. Wo seid ihr? Bruder, Yacht. Immer noch Yacht. Yacht drauf, oder was? Ja, Bruder. Aber nicht Yacht, da müssen wir rüberschwimmen. Auf welchen Yacht? Oh, die weiße Yacht, Bruder. Ja, genau, Abonnent deaktiviert. Ja, Bruder, ich weiß nicht, wie es ausschaut. Okay. Bruder, ich höre schon seit 3 Kilometern. Alles Gute rein. Bruder, jetzt alles Gute zum Geburtstag. Auf weitere Jahre mit dir, auf weitere Jahre mit deiner Musik. Ich küsse dein Herz. Von mir alles Gute und auch alles Gute. Ich weiß nicht, wo mein Cousin ist.
den Brüdern. Du, bei dir fehlt noch. Wir wünschen dir auch alles, alles Gute. Ich trage das mal das gleiche bei dir an. Bruder, ich habe keinen Plan. Auf der Küste waren auf jeden Fall drei. Ja, Marok, willkommen, Digga. Ich bin die Banger, wir leben länger. Marok, ich hoffe, ich bin schon. Ich bin bei Banger neben Leben. Amanako, ich kann diese Kamera nicht wegmachen. Warte, ich muss nochmal neu machen. Warte, macht ruhig weiter, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Warum kann ich nicht während Aufnahme diese kann man nicht während Aufnahme diese Kamera wechseln, Amanaquem? Wie auf, geht das? Keine Sniper auf der Brücke haben, Jungs. Also auf dieser großen Brücke da. Wie macht man das, Amanaquem? Wallah, ich bin so lost, ich krieg nicht mal das hin freihändig. So. Ah, okay, jetzt habe ich's, tamam. Sorry, Jungs, nochmal von vorne, ich küsse eure Herzen, so. Das jetzt ein zweite Mal ist immer cringe, Digga. Spammt rein, Jungs, ich küsse eure Herzen. Bruder, alles, alles Gute zum Geburtstag. Auf weitere Jahre mit dir, auf weitere Songs mit dir. Ich küsse dein Herz. Alles Gute von mir und von den Jungs im Chat. Ich küsse dein Herz. Wir lieben dich alle. Die haben mich gesehen, die haben mich... Bruder, geht einfach weg von hier. Die werden nie denken, dass wir hier sind. Da. Heli ist gelandet. Ich höre Heli. Heli ist gelandet, Jungs. Jungs, Heli ist... Ja, was sollen wir machen? Wir haben verloren. Wir haben verloren. FIB hat uns ge... Digga, ihr habt uns direkt in den Bullen gebracht. Ihr habt uns gefickt. Ja, Bruder, ich hab euch gesagt, check mal die Lage ab. Leider Meta. Weiß nicht. Meinst du, das war Meta, Digga? Digga, morgen. Von wo wissen wir das alles, Digga? Es kann doch nicht sein. Memo, komm rein, Memo, komm rein. Ich raste aus dem Funk. In G-Klasse, sorry. Kein Dab. Schrei nicht, Memo, schrei nicht. Meinst du, ich kann E drücken, Digga, weil kein Off-Officer hier ist? Ist Yusuf Abi hier im Chat? Ich versuche jetzt da hochzukommen und die abzuknallen, Morg. Wenn wir das schaffen, dann haben wir einen Helikopter. Bruder, keine Chance, die sind zu viele. Ja, wenn es nach euch geht, dann kann ich eh immer. Mach einfach. Jalla, Bruder, ich opfer gerade alles Mögliche. Länger leben, länger, Jungs. Jungs. Denkt an unser Motto. Hashtag alle liegen. Soll ich versuchen, Jungs? Soll ich versuchen, alle Kopf runter zu holen? Hol runter, Cousin. Hol runter, Cousin. Wir sind doch zwei, drei Mann. Komm, wir versuchen. Nein, das sind die Leute, Bruder. Ey, Jungs, hör mal zu. Ich bin auch von hinten, ja? Ich höre mir jetzt von hinten und dann schießen wir einfach. Zittert einfach. Leute, kurz Funkschlitt. Die sind oben und warten, bis wir da rauskommen mit Sturmgewehren. Ich hab die gehört, die warten da oben. Ich glaub sowieso, dass kein Mediziner da ist. Das komplette volle Autokino. Sogar Autokino mit Autos. Bruder, die warten überall. Die sind überall, Bruder. Nein, die haben nur ein Heli, Bruder. Das ist nur ein Heli. Jungs, ich geh und Leute jetzt. Wenn ich das nicht schaffe, dann sagt mein Cousin, dass ich ihn liebe. Die sind alle trinken. Warte. Abu Dschihad, ich komm. Nicht alleine, Morok. Ich kehre. Wallah, die Jungs sind alle Soldaten, Lan. Die Jungs sind alle Soldaten, Digga. Sagt mir, was ihr wollt, die Jungs sind stabil. Ist jemand drin? Die Jungs sind alle stabil. Ja. Ja, ich hab schon euer E gesehen, Jungs. Ich hab schon euer E gesehen. Ey, Jungs, liebt ihr noch? Ja, ich bin auch. An dieser Stelle, Jungs, seh mich. Wo ist Sarpin? Keine Ahnung, Bruder, wo bist du, Lan? Schon lange nichts mehr von dir gehört. Jungs, ich bin an Dings. Ich seh die, okay? Ich mach Feierabend. Einer springt runter. Wir haben lang genug gestreamt. Für mich ist Feierabend. Wir sind gestorben. Kann man nichts machen. Hab ich doch gesagt, Jungs. Naja, ich drück auch. Ich mach den Stream Jungs, zu. Jungs, sag mal kurz leise, Jungs. Ich werde jetzt hier alles ficken. An dieser Stelle. Warte mal, aber Jia, wo bist du? Ey, Jungs, ich bin im Schiff. Passt auf euch auf. Was für Combat Login, kannst du ja nicht wissen. Vielleicht bleibe ich ja noch da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wallah, wir haben heute lang gestreamt. 5,5 Stunden, Digga. 5,5 Stunden, ja, das ist ein guter Rekord. Ich danke allen, die da waren. Ich bringe euch rüber zu dem Bruder Fox, okay? Der Bruder Wallah, der gibt sich Mühe. Der war heute Morgen online, heute Mittag. Der Bruder ist stabil dabei. Ich will dem Bruder gönnen. Okay. Wer ist das? Das Auto kommt mir doch bekannt vor.
Am Anerkennen des Mediziner. Sick that. Okay, Jungs, ich bringe euch zu Fox rüber. Lasst dem liebe Grüße. War ein geiler Stream. Soll so bleiben. Mit heute einem schlechten Ende. Egal. Trotzdem, viele Grüße. Ich küsse eure Herzen. Grüßt den Bruder von mir. Wir sehen uns morgen. Passt auf euch auf. Viel, viel Spaß noch da drüben. Ich habe jetzt eh keinen Bock da jetzt zu labern und so. Okay? Viel Spaß, Jungs. Bye.